Hübschi. Fanny! Ja, Fanny! Herrschaftszeiten, wo ist er denn wieder, der Malefizkataster? Na, da ist er ja. Was ist denn, Vater? Also, Fanny, pass auf. Der Herr Pfarrer Heitzinger hat mir sagen lassen, er geht heute um 4 Uhr mit dem Lehrer Furtner und mit ein paar anderen Ausschussmitgliedern zu uns kommen. Mhm. Riecht's ein bisschen eine Brotzeit, ja. Ist recht, Vater. Aber sag, was will denn der Pfarrer bei dir? Das weiß ich nicht. Hat er irgendwas Wichtiges mit uns zu besprechen? Ne? Ist er vielleicht wieder mal dahinter gekommen, dass bei seiner jungen Haushälterin einer das Fenster probiert hat? Das geht ja mir besonders gegen den Strich. Du, geh, red nicht so despektierlich daher. Der Herr Pfarrer hat ganz recht. Mit der Moral ist's nicht weit her in unserem Dorf. Mei, wenn ich da am Frühjahr denk. Aber Vater, glaubst du, dass vor 20 Jahren das gewesen ist wie heute? Vor 20 Jahren? Wieso denn grad vor 20 Jahren? Ich mein halt so. Verliebte Leute, die hat's doch immer gegeben. Geh, red nicht so gescheit daher. Ich bin der Bürgermeister. Du musst für Zucht und Ordnung sorgen. Was ist denn, fangst du fliegen? Oh. Übrigens, wo ist denn Mutter? Ah, die ist geschwind zur Kramerin über, um ein Salatöl, weißt du? Zur Kramerin? Ja, da wird's vor 2 Stunden nicht wieder zurücksehen. Du, soll ich ihr was ausrichten? Ja, sag ihr, ich bin zum Steinwichel hinüber. Der Geometer ist da, die Grenzsteine werden nachgemessen. Ist recht, Vater. Und das lass dir sagen, Fanny. Die Moral ist das Fundament des Staates, an dem man nicht rütteln darf. Nie! Heute hat es wieder mit der Moral, der Vater. Das ist sein Hobby, weißt du? Servus, Fanny. Grüß dich, Martin. Kommst du schon zur Ausschusssitzung? Ausschusssitzung? Ah, richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Wo haben Sie denn wieder Ihre Gedanken, Herr Lehrer? Bei einer gewissen Hilga Moser, Fanny. Ja, ja, das klappt, wird selig. Du, gehst mit in den Niederacher Forst? Was? Ja, zum Schwammerlsuchen. Jetzt, vor der Ausschusssitzung. Bis dahin ist noch lang Zeit. Bist du allein daheim? Ja, im Moment schon. Ja, dann bin ich so frei. Na, so was Frechs. Wie du, wenn die jetzt wer gesehen hat. Auf der Straße ist kein Mensch. Und da herin bloß du und ich. Das ist die schönste Gelegenheit. Zu was denn? Zu einem Dutzend Bussel. Mein, du sehen darf uns ja niemand. Sonst ist gleich wieder die Moral von Scheibling in Gefahr. Na, dann weg vom Fenster. Offenbank ist ein idealer Winkel. Was? Ein Schmuswinkel. Mahlzeit! Ui. Ich wollte es fest zu haben. Verzeihung. Das ist nicht schlecht, das muss ich sagen. Der Herr Lehrer Furtner und meine Fanny busseln sie ab am helllichten Tag. Ja, mein Herr Bürgermeister, wir zwei haben uns gern. Jawohl, und zwar in Ehren. In Ehren. Ja, was bilden Sie sich denn eigentlich ein, Herr Lehrer? Tja, die Hilga Moser, Fanny, das wäre ein gefundenes Fressen für Sie, gell? Aber da wird in einer Schraube sauber bleiben Sie. Sie Schwammerl-Professor. Herr Bürgermeister, Ihre Worte sind dermaßen appetitanregend, dass ich meine Absicht, im Niederacher Forst nach Steinpilzen zu suchen, unmöglich länger hinausschieben kann. Entschuldigen Sie mich, bitte schön. Martin, bleib. Herrn! Ja, vielleicht darf ich Sie heute Abend zu einer schmackhaften Suppen, Schwammerlsuppen sogar, mit Knödel einladen. Bei mir kocht der Chef. Servus, Fanny. Geh, Vater. Ja, bist. Den Lehrer schlagst du aus dem Kopf. Da draus wird nie und nimmer was. Na, wer, eine alte Jungfer? Du, das glaube ich nicht. Ich bleib bei Martin. Und volljährig bin ich doch auch, du, oder? Ich bin's, der gleich schaut uns aber knapp einander, gell? Auf dem Lehrer spinnt's. Ausgerechnet auf den, dem alles zu Fleiß tut. Und Schwammerl brocken muss ja gehen. Im Niederacher Forst, wo es doch verboten ist. Und den zeig ich an, der muss einen Verweis kriegen, der muss versetzt werden, der muss strafversetzt werden, am besten nach Afrika. Was schreist denn so? Weißt du, wen ich gerade erwischt hab? Na? Unser Fanny und den Herrn Lehrer Furtner. Da hinten sind sie gehockt auf der Oferbank und haben sie abbusselt. Ja, was freut denn dem Marlein? Mit dem windigen Lehrer? Das ging uns gerade noch ab. Ich sag ja, gerade dir. Der nicht einmal ein Verbot respektiert. Was hat er denn schon wieder gemacht? Also, ich hab doch am Eingang zum Niederacher Forst, der den Grafen Thüring gehört, ein Tafel aufstellen lassen mit der Inschrift: In diesem Forst ist das Bärensammeln und das Sammeln von Pilzen strengstens verboten. Warum?
Ja, weil der Herr Graf nicht haben will, dass in seinem Wald Wildscheu gemacht wird, nicht? Ja, und? Was hat denn da der Lehrer damit zu tun? Vorgestern sagt er zu den Kindern in der Schule, sie bräuchten sich um das Verbot nicht kümmern. Der Wald und alles, was drin wächst, wäre nicht bloß für den Herrn Grafen, sondern für alle Leute da. Das ist ja ein Revoluzer. Mhm. Und der will unsere Tochter heiraten? Ja, da wird ihm der Schnabel sauber bleiben. Ja, da müssen wir für einen anderen sorgen. Ja, aber woher so geschwind und nimmer? Lass mich nur machen. Ja, schau, dass du einen anderen findest, dass er Ruhe wird mit dem Malefizdirndl. Die muss jetzt unter Tauben. Na, ist das ein Kreuz. Grüß Gott, Bürgermeister. Ja, du bist es, Pfeilerin. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Was schaust du denn so? Hat's was gegeben? Weiß Boris, bandelt unser Fanny mit dem Lehrer an. Aber ich mach denen schon einen Strich durch die Rechnung. Was hast du denn vor mir, Madl? Heiraten muss. Ja, das hilft gegen's rebellische Blut. Du, da sitzt dir mal her. Du hast mir doch gerade neulich gesagt, du bist jetzt einen reichen Hochzeiter. Stimmt. Aber zuerst möchte ich halt wissen, was ich krieg. Ja, was verlangst du denn? Der denn, wo ich mein, der ist schwer reich. Jetzt kriegt er mal fürs Erste 200.000 Mark bar. Später, wenn seine Mutter stirbt, erbt er's doch bitte. So, so, das lässt sich hören. Also, dann meine ich, wenn du mir 2.000 Mark gibst. 2.000? Ja. Na, von mir aus abgemacht, kannst die Geschichte gleich einfädeln. Ist schon eingefädelt. Ich hab mit ihm und seiner Mutter schon geredet. Du bist gut. Ich hab dir doch das letzte Mal noch gar keinen Auftrag gegeben. Aber mit den Augen hast du mir zublinzelt und da kennen wir schon aus. Ja, und? Was ist nachher das für ein Hochzeiter? Der Babette Schwelble, ihr Sohn. Sie haben im Schwäbischen drüben in Lauterbach eine Großkäserei. Die größte auf 10 Stunden im Umkreis. Was du nicht sagst? Ja, jeden Tag kann der Hochzeiter angereist kommen. Er hat mir's versprochen, er kommt gleich und schaut sich Saff und das Mädel an. Prima, Pfeilerin. Na, gehst jetzt mit mir in die Küche, dass ich dir einen Kaffee gib, den hast du verdient. Und die 2.000 Mark dazu. Die kriegst du bei der Verlobung. Bitte, kommen Sie nur rein, Herr Doktor. Ja, es fehlt Ihnen doch hoffentlich nichts, lieber Hegemoser. Na, Gott sei Dank. Aber ich brauche Sie deswegen doch, Herr Doktor. So? Ja, zu was denn? Ja, nun, jetzt sitzen Sie noch zuerst einmal gemütlich hin. Nachher, na, trinken wir einen Schnapserl miteinander. So, Dali. Jetzt, also, Prost, Herr Doktor. Prost, Herr Gamuda. Also, das, was ich Ihnen zum Sagen hätte, ist so quasi eine Lebensbeichte. Ich bin aber kein Beichtvater, lieber Hilger Moser. Ja, das macht nichts. Guter Doktor kuriert an jeden Schmerz. So. Ja. Ja, also, wo fehlt's denn dann? Also, jetzt passen Sie auf. Vor rund 20 Jahren ist da bei uns in Scheibling beim Deininger eine Magd im Dienst gestanden. Wimmer Teres hat sie sich geschrieben. Sie ist aus dem Schwäbischen gekommen. Im Ort hat man es halt allgemein die Schwarze Resi geheißen. Schwarze Resi? Ja, sie war ein resches Frauenzimmer, direkt zum Anbeißen. Ach ja, richtig, jetzt erinnere ich mich freilich. Ja, die Männer waren alle ganz narrisch damals auf die. Ja, nun, ich bin halt damals auch noch ein bisschen jünger gewesen wie heute. Na ja, ganze 20 Jahre. Ja, eben, wie man so sagt, im besten Alter, voller Saft und Kraft. Das glaube ich. Ja, freilich. Kurz und gut, wir haben Gefallen aneinander gefunden. Und nachher ist Unglück geschehen. Ah, da liegt der Hase im Pfeffer. Eure Bekanntschaft ist nicht ohne Folgen geblieben. Ja, leider. Respekt. Ja, eines schönen Tages, da habe ich aus dem Schwäbischen, da ist nämlich nie mehr, wie es soweit war, die freudige Nachricht gekriegt, dass die Schwarze Resi mit einem Buben niedergekommen ist und dass als Vater niemand anderer in Frage kommt als wie ich. So, so. Ja, nachdem ich mich von meiner ersten Überraschung erholt gehabt habe, da bin ich damals zum Herrn Pfarrer Eichbichler im Pfarrhof rüber und habe ihm die ganze Geschichte brühwarm erzählt. Ausgerechnet dem Herrn Pfarrer? Ja, mal irgendwem habe ich ihm mein Herz ausschütten müssen, nicht? Und der Herr Pfarrer Eichbichler war ja ein verständiger Mann, ein kommoder Herr. Mit dem hat man schon reden können über sowas. Also. Ja, er hat mich angehört. Gelobt hat er mich nicht. Und dann hat er gesagt,
Es wäre nicht notwendig, dass meine Frau was davon erfahrt. So. Ja, wie denn? Er hat heute halt Resi einen trostreichen Brief geschrieben und dann hat er alle Monat für mich die Alimenten geschickt. Was? Doch nicht aus der Armenkasse? Nein, nein, zahlen habe ich schon selber müssen. So. Aber er hat es halt für mich auf Post gebracht, weil es ja aufgefallen war, wenn ich selber sie verstinge mich schon. Ja, ja, natürlich, freilich. Ja, sagen Sie mal, und Ihre Frau, die hat nie was von der ganzen Geschichte erfahren? Nein, Dankeschön. Ich hätte ja keine ruhige Stunde mehr gehabt in dem Haus. Sie hat heute noch keine Ahnung. Na gut, dass Sie einen Pfarrer gehabt haben. Ja, schade, dass er vor einem Vierteljahr gestorben ist. Tja, leider. Ja, wer bringt jetzt mein Geld auf die Post? Ja, zahlen Sie denn für einen 20-Jährigen immer noch? Ja, wenn's mir doch geschrieben hat, dass der Bursch studiert. Auf geistlich. Muss ich doch. Jetzt geht mir ein Licht auf. Soll ich es als Zahlmeister für Sie einspringen? Ja, Herr Doktor, zu Ihnen hätte ich das Vertrauen. So. Ja. Psst. Gehst gleich hinten aus, gell? Ja, der Herr Doktor ist da. Grüß Gott, Bayern. Grüß Ihnen gut, Herr Doktor. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, ja, der Herr Doktor hat einmal reingeschaut. Ob wir alle gesund sind? Soll vorbeigehen, Stippvisit. Ja. Ihr Mann hat mich rufen lassen, weil ihn was gedrückt hat. Jesus, na, gedrückt hat dich was. Du hast mir ja gar nichts gesagt davon. Am Ende ist gereichert davon heute Mittag. Na, das glaube ich weniger. Also, das, was ihm im Magen liegt, das ist schon ein bisschen älter. Na, vielleicht wäre Kamillentee gut. Na, na, nix da. Der Herr Doktor weiß schon, was er zu machen hat. Natürlich weiß ich das. Also, wir halten es dann so, wie wir es besprochen haben. Hm, ich komme noch zu Ihnen rüber. Wegen einem Pulver. Was für Pulver? Habe ich Pulver gesagt? Ja. Ja, wegen dem Pulver, was mir der Herr Doktor für meinen Druck im Morgen verschrieben hat. Ja, man muss ja was tun für Gesundheit, gell? Sehr vernünftig, Herr Moser. Ja. Ausgezeichnet. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Meine anderen Patienten warten im Moment. Ja. Also dann. Grüß Gott, Bernhard. Für Gott, Herr Doktor. Ja. Und Dankeschön fürs Reinschauen, Herr Doktor. Für Sie noch gut. Ich komme noch gleich. Das ist ein netter Herr, gell? Ja, das ist er. Was hat er dir denn für deine Schmerzen verordnet? Ah, nichts Besonderes. Ich darf essen und trinken, was ich mag. Ein Schnaps auch? Ja, der Schnaps ist gerade gut. Aber nicht rauchen, gell? Jo, rauchen, was ich mag. Bloß nicht ärgern. Ist alles nervös. So. Na, jetzt brauchst du dich auch nicht ärgern. Ich hab nämlich eine angenehme Nachricht für dich. So. Ich hab einen Hochzeiter für Fanny. Ja, woher denn? So das geschwind? Das tut nichts zur Sache. Hauptsache, er hat ein Geld. Aus dem Schwäbischen ist er. So, so. Seine Mutter hat eine Großkäserei. Oh, das lässt sich hören, ja. Das glaube ich. Und jetzt werde ich leider Fanny sagen, damit sie weiß, wer es dran ist. Ja. Fanny, geh mal rein da in den Stumm. Was ist denn, Mutter? Lass dir, du Miserablix. Miserablix. Was hat's denn? Der Vater hat mir schon gesagt, was du für eine bist. Wer ich bist? Was? Eine heimliche Liebschaft hast mit dem Lehrer, der wo dein Vater alles zu Fleiß tut. Der Herr Lehrer, der hat da doch noch nie... Doch, der Lehrer ist schuld, wenn ich mich langsam zu Tod sauf. Ärger. Ja, ja, gerade war der Doktor bei deinem Vater. So weit ist schon mit mir. Wo fällst du den Vater? Ja, überall. Der Galle und die Leber und... weil mich so viel ärgern muss. Fanny, ich sag, dass die Liebschaft mit dem Lehrer hört sofort auf. Nein, die hört nicht auf. Deine Doktor. Ja, die deine vielleicht nicht. Ja, hoffentlich ist es. Aber ich muss jetzt ein bisschen nass an frische Luft. Der Rinder trifft mich nur der Schlag. So, komm, Madl, da sitzt ihr mal was her. Was hast du denn? Jetzt reden wir zwei noch ein Wörtel miteinander. Nur eins. Jawohl. Also, Fanny, du bist jetzt 27 Jahre alt, kannst also wirklich schon ans Heiraten denken. Na also, das will ich ja. Ja, aber nicht an Lehrer, sondern einen, der deine Eltern passt. Ja, und an solchen hab ich dir rausgesucht. Was? Ja, wen denn? Na, er kommt die Tag zu uns nach Scheibling. Also keinen hiesigen? Nein, keinen hiesigen. Dein Zukünftiger ist aus Schwaben. Wenn er mir da nicht gefällt? Er wird dir schon gefallen.
Und wenn er dir nicht gefällt, heiratst du ihn erst recht. Das wären nämlich die besten Ehen, verstehst? Rotznasen, schlafe ich. Sowas, ich lass mir doch im 20. Jahrhundert meinen Mann nicht von der Mutter raussuchen. Ich mag einen Martin und er mag mich. Und wir zwei, wir kommen zusammen. Und wenn es alles reißt. Fanny, da bist du ja. Ja. Was ist denn mit dir? Warum schaust du denn so kariert? Du, mit Martin soll es aus sein. Yes, das ist die Geschichte rausgekommen. Mhm. Vielleicht wird's da noch was. Das wird nichts mehr, wenn die schon einen anderen haben. Was? Du stell dir vor, meine Mutter hat man rausgesucht. Er ist ein Schwab. Das ist auch kein Verbrechen. Na. Ist die Bayerin nicht da? Na, warum denn? Ein junger Mann möchte zu ihr. Wer? Ja, das ist kein Hiesiger. Jakob Schwelbli heißt er. Und der sprach nach, ist ein Schwab. Du, das ist er. Ja. Er will sich Sach und das Mädli anschauen, hat er gesagt. Na ja, dann sag ich, dass er da herin wart. Um Gottes Willen, mei, was tun wir denn jetzt? Anschauen! Du weißt was, wir tauschen einfach die Rollen. Du bist die Fanny und ich Marian. Geh zu, das geht doch nicht. Ach geh, warum denn nicht? Da geht er wenigstens nicht gleich auf mich los. Ja, aber auf mich meinst. Obwohl, gespannt bin ich schon auf den Schwamm. Psst. Das ist ein Gottmädler. Grüß Gott, Herr Schwab. Ist gut. Ist gut. Der Renner so eine Wartherz-Kaiser. Welche von euch zwei ist jetzt Fräulein Fanny? Dies. Wissen Sie, ich bin Ihr Freundin, Marian. So, so. Wollen Sie sich nicht setzen? Hallo? Da bin ich also frei. Ihre Frau Mutter ist nicht da. Meine Mutter? Nein, die ist nicht da. Ja, wird sie lange ausbleiben? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ja, ja. Ein rechter Netzdörfler ist das, Scheibling. Ja. Ich soll Ihnen übrigens auch viele Grüße von meinem Mütterle ausrichten. Dankeschön. Sie wäre gern mitgekommen, aber es ist leider aus gewissen Gründen nicht möglich gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Das wissen Sie schon, dass mir eine große Käserei hält. So? Ja. Haben Sie was gesagt? Nein, im Augenblick nicht. Aber ich tät schon gern schwätzen. Ja. Was denn? Ha. Dass sie ein rechter Netz Liebesmädle sind. So, okay, meine Freundin, die ist richtig hübsch. Ah, die ist gewiss. Hallo, ich meine, sie sind auch recht hübsch, oh. Aber du da gefällt mir so besser. Ja, Heidi, Fläschle, wissen Sie, dass sie genauso aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe in meinem Geist? Nicht möglich. Doch, akkurat so, sondern die Eigle haben wir so vorgestellt. So lieb und so treu. Also, meine Freundin, die gefällt dir. Ah, und ob? Sie gefallen mir sogar saumäßig. Sie gefallen mir auch nicht schlecht. Ja, alles ist gut. Oh, Lele, jetzt kann ich aber beim besten Willen nicht mehr länger warten. Ich habe nämlich mit meinem Mütterle ausgemacht, dass sie mir heute noch im Roten Ochsen anruft. Damit sie was erfährt, gell, jetzt? Wissen Sie, im Ochsen logier ich. Aha. Ja, aber jetzt lebt wohl ihr zwei. Morgen komme ich wieder. Hoffentlich. Nicht wieder umsonst. Sie, die Zeit ist mir vorher gar nicht lang geworden. Wissen Sie, was ich meinem Mütterle am Telefon sagen wollte? No?
du hast wohl ein goldiges Breitle rausgesucht. Das sagen Sie wirklich? Ha, freilich, so war ich der Jakob Schwelble mit. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich grüß. Jetzt so warst du, das ist jetzt schnell gegangen. Der hat sich tatsächlich in dich verliebt. Ja, weil er gemeint hat, ich bin du. Nein, nein, du hast ihm schon wirklich gefallen. Meinst du? Natürlich. Ja, du, ich nehme den Schwarm auf gar keinen Fall. Den überlasse ich dir ganz ohne Neid. Das heißt, wenn du magst. Dann mögen der den vielleicht schon. Na also, na greif doch zu. Reich ist er, verliebt ist er in dich. Nett ist er auch. Du, was willst du denn eigentlich noch mehr? Ganz wohl ist man nicht bei der Geschichte. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ja, ja, du, dir gehört das schon. Vierti, Fanny, ich muss jetzt holen. Vierti, Schwabenbraut. Gott sei Dank. Ich glaub, den Hochzeiter bin ich los. Aber wir kommen jetzt zu meinem Martin. Wird noch der reinste Stierkampf werden mit meinen Herren Eltern. Jesus, da kämen sie schon vom Ausschuss daher. Vater, geschwind! Vater! Ah, wo brennst denn? Du, da schaut raus, da kämen wir schon. Keine Brotzeit am Tisch und keine Schreibzeit. Die Brotzeit ist hergerichtet draußen in der Küche. Soll ich es gleich reinbringen? Na, bringst du es erst nach der Sitzung. Sonst fressen sie bloß und kein Rhythmus. So. Du hast der Schreibzeug, Vater. Ja. Und sagst der Mutter, dass uns jetzt niemand stören darf. Ja, ist recht, Vater. Herrschaftszeiten, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt horcht's bestimmt. Grüß Gott, lieber Bürgermeister. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Sie. Grüß dich, Simon. Grüß dich, bitte schön, nimm ins Platz, Herr Pfarrer. Danke. Simon, grüß dich, Gott. Grüß dich. Ja, wenn die Herren einverstanden sind, können wir gleich beginnen. Ja, jawohl, gehen wir's an. Machen wir's, ja. Jawohl, hoffentlich sind wir bald fertig, dass ich wieder zu meinem Teig reinkomme. Geh, trag uns Ruhe nicht raus, Beckertatschi. Nimm dir ein Beispiel am Riedlechner. Den pressiert's nie. 14 Tage steht mein Bulldog schon bei ihm in der Werkstatt. Ja, du kriegst ihn schon. Da brauchst du nicht so saut am Ohren vom Herrn Pfarrer, oder? No, er meint's ja nicht böse. Man muss auch einen Spaß verstehen, ne? Ja, das sag ich auch. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Res? Was für ein Res? Schon gut, mein Bester. Ein lateinisches Missverständnis. Ach so, ja. Ja. Also, meine Herren, es ist eine sehr peinliche Geschichte, deren wegen ich Sie hergebeten habe, nachdem Sie ja auch gewissermaßen dazu berufen sind, über das sittliche Leben in unserer Gemeinde zu wachen. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich mich in diesem Punkt auf Sie verlassen kann. Jawohl. Also zur Sache. Wie mir mein Amtsbruder aus Blaubeuren schreibt, musste im Schwäbischen drüben eine gewisse Frauensperson wegen ihres lockeren Lebenswandels nach wiederholter nächtlicher Katzenmusik fluchtartig das Dorf verlassen. Na ja, die Bürger haben sie sozusagen vertrieben. Ja, das ist bloß recht und billig. Ja, mit solchen Frauenzimmern muss man kurz einen Prozess machen. Jawohl, die geben bloß ein schlechtes Beispiel. Das verjagte Frauenzimmer ist allerdings vor vielen Jahren als Mädel hier bei uns in Scheibling als Dienstmagd gewesen. Ja, und das ist für mich der Kernpunkt der ganzen Frage. Wieso? Die hat nämlich ein zusammengebundenes Päckchen Briefe zurückgelassen, die sie in der Eile ihrer überstürzten Abreise vergessen haben wird. Was sind denn das für Brief? Liebesbriefe. Allerdings vor circa 20 Jahren geschrieben. Ja, mei, der hat einen Schatz gehabt, ne? Oh nein, die Briefe stammen nicht nur von einem Liebhaber. Die fragliche Person muss gleichzeitig mehrere gehabt haben, wie aus dieser amorösen Korrespondenz hervorgehen soll. Ja, das ist auch eben. So komisch finde ich das eigentlich nicht, meine Herren. Dann würde mich die Sache weiter nichts angehen, wenn die Briefschreiber nicht gerade aus Scheibling wären. Was? Scheibling? Hm? Ausgerechnet aus Scheibling. Mhm. Sind's alle aus Scheibling? Ja, alle. Ja, ich verstehe bloß nicht, wie man solch einen Brief liegen lassen kann. Gerade jetzt vor der Gemeinde mal. Ja, Himmel, Herr Pfarrer. Wie heißt denn das blöde Frauenzimmer? Therese Wimmer. Was? Naja, sie wurde damals, als sie hier im Dienst stand, allgemein die schwarze Resi genannt. Jetzt sowas.
Die schwarze Riese. Mhm. So. So, so, die. Aha. Sie werden mir zugeben, dass diese Briefe ein schlechtes Licht auf unseren Ort werfen. Gerade jetzt vor den Gemeindewahlen könnte daraus politisches Kapital geschlagen werden. Ich meine, wenn diese Briefe in falsche Hände geraten, ne? Ich habe den Herrn Lehrer Furtner gebeten, er möge veranlassen, dass uns diese Briefe vom dortigen Bürgermeisteramt möglichst bald zur Einsicht übermittelt werden. Ja, das ist bereits geschehen. Ich habe in der Sache meinen Kollegen geschrieben. Der Amtsweg dauert ja viel zu lang. Das ist Sadum. Wie? Männer, das ist eine saudumme Geschichte mit den Briefen. Das ist ja 20 Jahre her, aber die Geschichte ist doch schon lange groß gewachsen. Nein, nur nicht gar so leichtfertig. Wir werden auf diese Weise die schwarzen Böcke von den Weißen scheiden. Ja, aber vielleicht ist ein Familienbock. Ich meine, ein Familienvater trunken, ne? Ja, aber einem Familienvater können Sie doch erst recht nicht in Schutz nehmen. Hm? Das nicht, aber ich meine halt, jeder von uns ist ein Mensch und hat einmal eine schwache Stunde. Gewiss, aber dem Inhalt der Briefe nach zu urteilen, scheinen die schwachen Stunden in der Mehrzahl gewesen zu sein. Ja, aber jetzt stellen Sie mir doch einmal vor, Herr Pfarrer, ich meine nur so beispielsweise, unter denen, die da so einen Brief geschrieben haben, ist auch ein angesehener Mann, der vielleicht sogar ein Amt begleitet. Ja, wenn das rauskam, das ganze Dorf lachen sie am Buckel voll. Und die Jungen werden sagen, da schaut so die Alten selber nur Dreck am Stecken und von der Jugend einen Anstand verlangen. Den wollen wir nimmer, ein anderer muss her. Ja, aber lieber Hilgermoos, warum regen Sie sich denn so auf? Voll merkwürdig. Ich halte es doch für selbstverständlich, dass von den ehrenwerten, erprobten Männern unserer Gemeinde keiner unter den Briefschreibern ist. Weiß man's? Und deswegen beantrage ich, die Briefe werden ungelesen verbrennt. Nein, ja, das ist richtig. Nein, dagegen muss ich unbedingt Einspruch erheben. Na gut, Hochwürden, wenn Sie es verantworten können, aber die Folgen kommen auf Sie. Denken Sie an das Wahlergebnis. Na ja, also Schluss für heute. Ich meine, wir warten vorläufig ruhig ab, bis wir das bewusste Päckchen Brief in Händen haben. Dann prüfen wir sie und fassen danach unsere weiteren Beschlüsse. Jawohl, warte mal so. Es wird nie nichts so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist, gell? Jetzt ist es so spät, ist schon. Ich muss ja wieder zu meinem Teig. Ja, und ich in meine Werkstatt. Also, behüt sich Gott, Hilgermoser. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Für dich gut, Simon. Ah, tschüss, Simon. Mir pressiert's. Ja, für dich, Olli. Psst. Hä? Nix weiter sagen. Nein, nein. Und mir haben Sie nichts mehr zu sagen, Herr Bürgermeister? Nein. Sie, auf die Brief bin ich nicht schlecht gespannt. Sie nicht auch? Naus, Sie unverschämter Federfuchser! Ein recht einen schönen Gruß an mein Fannerl. Sie, wenn Sie jetzt nicht gleich abhauen, dann schmeiß ich Ihnen die Stinkflossen! Schau, wie ganze schnell! Und gut schlupfen! Grober, kannst denn du nicht aufpassen? Hast du vielleicht schon wieder korcht? Freilich, da hört man ja nette Geschichten. Die dich durchaus nichts angehen. Was da herin bei der Sitzung besprochen wird, das ist Amtsgeheimnis. Und was in den gewissen Liebesbrief drinnen steht, werden bald alle Spatzen vom Dach pfeifen. Wieso? Weil die Pfarrerskirchen die beste Freundin von der Kramerin ist. Na. Ja, um Gottes Willen, wie schaut's denn da aus? Du hast ja die ganze Tinten aufs Sofa geschickt. Ja, steh auf! Ha. Ja, brav. Jetzt sitzt sie sauber in der Tinten.
Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob die Briefe schon da sind. Diese Unsicherheit macht mich noch ganz stubnarrisch. No? Was machst du in der Gesicht, wie der Henne dir einen Zipf hat? Red mich nicht so saut um, das vertrag ich nicht. Nee. Was lässt denn dein Wut an mir aus? Ich kann doch nichts dafür, dass jetzt bei uns solche Sachen aufkommen. Was heißt denn das? Ja, no, ich mein halt. Zwingst du den Liebesbrief von der schwarzen Resi? Ach, jetzt zu, das mit den Briefen geht doch uns nicht so. So, na gut für dich, wenn's recht hast. Wo bist du denn jetzt da wieder raus? Ins Gewissen möchte ich da reden. Ach, ins Gewissen. Simon, tu mir den einzigen Gefallen und schau, dass wenigstens für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Gerade wo du Bürgermeister bist, nicht? Das wäre doch unangenehm, oder? Also, bitteschön. Schau, dass wenigstens für uns keine Blamage entsteht. Sonst kehrst du Kotz. Herrschaftszeit! Weißt du was? Aber geh, das, was halt am Schlüsselloch gehört hat, meins. Mehr kann sie nicht wissen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Was wollen denn Sie schon wieder da? Oh, ich wollte bloß schauen, wie es Ihnen geht. Wie Sie Ihr Schicksal ertragen. Was denn für ein Schicksal? Geht ernst doch nicht so, Herr Bürgermeister. Ganz unter uns, von Ihnen sind doch da auch Briefe dabei, bei dem bewussten Backel von der schwarzen Resi. Woher wissen Sie denn das? Ja, weil Sie sich gerade verschnappt haben bei meiner Frage. Oh, Sie sind ja ein ganz raffinierter. Ja, Sie können beruhigt sein. Ich hab das schon vorher gewusst. Wie das? Naja, aus so einem Liebesbrief geht doch auch der Briefschreiber hervor. Was? Haben Sie vielleicht die Briefe schon? Ja, gerade hat man die Post des Backel ausgekündigt. Psst, nicht so laut. So, die Briefe sind da. Na, ich glaub's nicht. Bitte. Da ist das Corpus Delicti. Also, dies sind die Briefe? Ja. Das sind die Briefe. Lehrer, zeig's mir mal die von mir sind. Nein, das darf ich nicht. Ja, bloß ein bisschen nein spitzen. Vielleicht haben Sie sich täuscht. Nein, ich täusche mich nicht. Ihre Schrift kenne ich zu gut. Von einem gewissen Simon Hilgermoser sind Briefe dabei. Sehr zärtliche sogar. Und auch recht stürmisch, gell? Psst, nicht so laut, mein Alter, ich horch doch halb an der Tür. Also, sind's gescheit, Herr Lehrer? Die Malefizbriefe müssen um jeden Preis verschwinden. Sie sind gut. Ich kann doch nicht das schriftliche Sündenregister von der ganzen Dorfgeneration so mir nix, dir nix verschwinden lassen. Nein, bloß die meinigen. Der Herr Pfarrer hat mir ausdrücklich befohlen, die ominösen Briefe sofort bei ihm abzuliefern. Also, ja, nun, na bin ich halt geliefert. Ja, Sie brauchen ja noch nicht eingetroffen sein. Sie können ja auch erst morgen oder übermorgen kommen, diese Briefe. Sieh, das ist ein guter Einfall. Na, warten wir halt noch ein paar Tage. Ja, warten wir noch ein paar Jahre. Ein paar Tage, habe ich gesagt. Das weiß ja niemand wie Sie und ich, dass das Backel schon da ist. Ja, ist so abgemacht. Gut. Danke Ihnen schön, Herr Lehrer. Ja, dann werden Sie jetzt auch nichts mehr dagegen haben, dass Fannerl und ich... Ja, was fällt Ihnen denn ein? So weit sind wir zwei Feinde noch lang nicht, gell? Nicht. Na, ich mein schon, lieber Schwiegerpapa. Hä? Hey, was sind denn diese Vertraulichkeiten? Ja, wer ko, der ko. Simon, ich geh jetzt in Kirchen. In Andacht. So, der Herr Lehrer ist auch da. Ja, wie Sie sehen, Frau Hilgermoser? Ja, wir haben was miteinander zu reden gehabt. Wegen dem Tafel am Niederacher Forst.
Die Sache hat sich aufgeklärt. Es war nicht so böse gemeint. Es ist nur gut, wenn sich immer alles aufklärt. Vielleicht können nachher Sie mir auch das aufklären, Herr Lehrer. Wäre so, dass Sie sich unterstecken, mit unserer Fanny anzubandeln. Ja, sofort. Weil ich sie narrisch gern hab. Also, das ist allerhand. Ja, und du? Hast du da gar nichts drauf zu sagen? Ja, doch. Ja, also, was redst denn da nicht? Ja, ich red ja. Also, das sag ich Ihnen, Herr Lehrer, gell? Na zu, na zu. Das lassen Sie noch gesagt sein, gell? Ja, was denn? Sie kennen mich. Bin kein Guter. Das ist das Wissen, Herr Lehrer. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis kein Wasser mehr drin ist. Und wer anderen eine Grube gräbt, hat Arbeit gerade genügend. Jetzt wissen Sie es, gell? Ja, jetzt weiß es. Also, der klaren Rede kurzer Sinn. Ich bin Ihnen sympathisch und als Schwiegersohn willkommen. Ja, aber... Das haben Sie doch sagen wollen, Herr Bürgermeister, oder? Spinnt der? Ja, der spinnt. Frau Hilgermoser, es war mir eine große Ehre und ein noch größeres Vergnügen. Über den Tag der Hochzeit, da werden wir uns schon einigen. Also, für Gott, liebe Brauteltern. Was sagt der? Ja, also, ich habe Brauteltern verstanden. Ja, ich auch. Na ja, am Ende wär's vielleicht gar nicht so gefehlt, wenn der Lehrer... Ja, was wär denn jetzt das? Ich glaub gleich gar, du wärst mit ihm einverstanden. Na, das hab ich nicht gesagt. Aber... Aber, ja, nix aber. Glaubst du, so ein Schlappschwanz warst du immer schon? Dein ganzes Leben. Aber das sag ich dir, solange ich lebe, kommt mir der Lehrer nicht als Schwiegersohn ins Haus. Das merkst du, Latil, du Tramhapperter. Wie reden die mit einem Bürgermeister? Huch, und solch ein Teif im Haus. Nur dazu ein schlechtes Gewissen. Das haut dann zusammen wie der ärgste Hagelschauer. Vater, sollst du mir bitte in den Stall schauen? Der Stier frischt schon wieder nicht. Ja, dem geht's wie mir, dem ist auch da. Warum denn, Vater? Ja, das sag ich dir lieber nicht. Sonst hast du keinen Respekt mehr vor dem Vater. Ah. Aber das sag ich dir, Fanny. Der Herr im Haus bin ich. So? Ja. Und wenn's Mutter nicht glaubt, na, selber schuld. Was bloß der Martin vorhin mit dem Vater so lang zum Reden gehabt hat. Grüß Gott, Bruder Maria. Das ist meine Hochzeit. Ist gut. Können Sie mir nicht sagen, wo es Fräulein Fanny ist? Ja, die ist nicht da. Das tut mir aber leid. Ha, na, warte. Ja, ich weiß aber nicht, ob es bald zurückkommt. Vielleicht kommen wir später noch mal wieder. Nein, nein, ich habe nicht Zeit. Ich kann leicht warten. Sagt sich der Mensch daher. Sagen Sie, wartet Sie auch auf jemand? Ich? Ja. Ja, aber ich muss jetzt wieder heim. Wissen Sie, ich schaue, dass ich die Fanny finde und dann schicke ich sie ihr nachher. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Der Dank ist ja auch recht schön. Ja, sag mal, du. Du brauchst nicht erschrecken, uns kann jetzt nichts mehr passieren. Ah, jetzt weiß ich, auf wen Sie gearbeitet. Wer ist denn das? Mein Gott, Martin, das ist mein zukünftiger. Was? Ja, du, den hab ich mir da rausgesucht. Was? Den? Na, den kläre ich auf, wer da zu dir gehört. Nur wie die zwei zusammenspinnen. Madel, du! Ja, du liebst, Herr Gittner, die zwei haben es aber los. Ach, so möchte ich es auch kennen. Hast du mich auch wirklich lieb? Ja. Schau, Madel, wenn ich die nicht krieg, bringe mich um! Nein. Der bringt sich um? Ah, da könnt ihr am Ende noch Zeige machen. Nein, nein, nix, nix. Ich gang raus. Ich gang raus, gell? Hallo? Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Unsertwegen können Sie ruhig da bleiben. Komm, Martin. Aber Sie, ein liebes Mädel, haben Sie sich da rausgesucht. Gell? Okay. Dann werden Sie auch begreifen, dass ich das Mädel heirat. Ha, freilich, guter Mann. Wenn Sie das Mädel gern haben, meinetwegen, ich stand da bestimmt nicht im Weg. Mensch,
Ist das ja ernst? Hab ich nicht gesagt. Aber Sie küssen können Sie fein gut. Sie, da will ich gar nicht mehr länger stören. Auf Wiedersehen. Ja. Also, da kannst du wirklich was lernen. Also, so werde ich es auch machen. So, den sind wir los. Ja, das glaubst du? Du, der Vater und Mutter, die bestehen drauf, dass ich den nehme. Gibt's nicht. Dagegen habe ich ein Mittel. Was? Da, schau. Mit dem Backelbrief brauche ich deinem Vater nur winken. Und der ist brav wie eine Lampe. Okay, wieso denn? Ja, glaub's nur. Ich habe gerade bei deinem Vater einen Versuch mit diesem Corpus Delicti gemacht. Seine Ablehnung hat sich beinahe in Zuneigung verwandelt. Wirklich? Ja. Und wenn ihr ihm das Backeln ein paar Mal unter die Nasen hält, dann gibt das bestimmt noch zu, dass ich die heirate. Nein, du, das war kaum zum Glauben. Na, glaub's nur. Jetzt vierte. Vierte, Schatz. Ui, jetzt ist das doch im Urteil. Geh lieber durch die Küche aus. Dir tue ich jeden Fall. Geh! Gott sei Dank. Ich glaub, sie hat nichts gesehen. So, grüß dich, Fanny. Grüß dich. Das Kirchen schon aus? Ja, das siehst du ja, sonst wäre ich doch nicht da. Ah, ja, freilich. Ist wer da gewesen? Da gewesen? Na, niemand. Merkwürdig, wo der noch bleibt. Wer denn? Dein Zukünftiger. Ach, der war ja gestern schon da. Was? Und da sagst du mir gar nichts? Ja, mei, der hat mit dir reden wollen, aber du warst ja nicht daheim. Und dann ist er wieder gegangen. Maran Josef, der wird doch wieder kommen. Ja, gerade vorhin war er wieder da. Und ich war wieder nicht daheim. So ein Pech, hä? Na? Hat er dir gefallen? Mei, ich hab nicht so genau angeschaut. So nicht genau angeschaut hast du. Und warum nachher nicht? Weil er mir ganz wurscht ist. Ach, der ist dir wurscht, wo es denn doch heiraten soll. Ich mag aber nicht. Du, wie redst denn du mit deiner Mutter? Genauso wie meine Mutter mit mir redet. Jetzt fangst gleich an, gell? Du, und wenn's mit der schlagst, die heirat dein Kastandler nicht. Er schrei am Altar noch nein. Ach so. Mir bleibt der Verstand stehen. Ja, die ist im Stand und tut's. Freilich. In ihrem Alter war ich genauso närrisch. Jetzt sind sie nicht mehr da. Aber wie der sie geküsst hat, also in einem Trumpfort, so werde ich es auch machen. Ich glaube, das würde ich auch fertig bringen, wenn ich mich ein bisschen zusammennehmen würde. Fräulein Fanny! Jesus! Sie? Da kommen Sie mal mit schön zu mir her. Ja? Du! Ah! Ich kann's auch. Ich kann's so gut wie der andere. Ich kann's sogar noch ein bisschen besser. Aber Herr Schwäble, was fällt dir denn ein? Hat es? Hä, du? Was sagen Sie da dazu? Na, da hört sich schon alles auf. Ja, gib's gleich herum. Wie können Sie sich denn erlauben, mich da so mir nix, dir nix abzubusseln? Aber Mädel, das ist doch bloß, weil ich dich so budelnarisch gern hab. Aber Herr Schwelble. Und du? Magst du mich nicht auch ein bisschen? Jo, ein bisschen schon. Wirklich? Ist das dein Ernst? Ganz ehrlich, du hast mir gleich gefallen, wie ich dich gestern zum ersten Mal gesehen hab. Und weißt, was mir am besten gefällt an dir? Deine Sprache! Ja, du liebst ärgerliche Verbieberer! Ja. Jetzt bin ich aber der glücklichste Schwabe, der ganze Schwabenländer. Neu, so frei. Jetzt gibst du mir aber gleich nochmal ein Kissle. Wenn's meinst. Jetzt musst du aber auch mit meinem Vater und mit meiner Mutter reden. Ja, das will ich gleich da. Ich muss bloß vorher noch mit meinem Mütterle telefonieren. Ja, telefonieren kannst du ja da auch. Nein, ich kenn doch deine Eltern noch gar nicht. Da mach ich nicht gleich Kosten für ein Ferngespräch. Außerdem muss ich ja noch mein Käferle aus dem Obst holen. Ja, das tust. Aber dann kommst gleich wieder. Ich muss dir nämlich nachher ein Geständnis machen. Ja? Du darfst mir aber nicht böse sein. Aber wie soll ich dir böse sein, weil ich dich doch so gern hab?
Du bist schon mein Bester. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht vor lauter Aufregung. Das hätte man auch nicht treiben lassen, dass ich noch einmal so ein bildsauberes Freile kriegen hätte. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, sind Sie Frau Bürgermeister? Ja, die bin ich. Ich bin's Jaköble. Jaköble? Jesus, sind Sie am Ende? Ja, ja, der will ich, du Schwelme von Lautermann. Na, wie mich das aber gefreut. Ja, grüß Ihnen, ja, grüß Gott. Da sitzen Sie nicht her. Ja, ja. Ich bin gerade fort gewesen, wie Sie kommen sind. Ja, ich hab's gehört. Ja, ganz umsonst haben Sie gewartet. Ist Ihnen die Zeit doch nicht lang geworden? Nein. Ich hab meine Zeit gut ausgenutzt. Ich hab mich derweil mit meinem zukünftigen Bräutle unterhalten. Ja, das hab ich schon erfahren. Schauen Sie, Herr Schwelpe, Sie dürfen es dem Mädel nicht übel nehmen, wenn sie sich ein bisschen ziert. Sie ist halt manchmal ein bisschen komisch. Nein, da fällt sich nichts. Wir zwei sind ein Herz und ein Sinn. Was? Ja, gerade vorher hat sie mir gesagt, dass sie mich gern hat. Nicht möglich. Mir hätte sogar schon Schmätzler gegeben. Na. Wieso ist das so verwunderlich? Ja, ich wundert mich bloß, weil das Mädel gerade zu mir gesagt hat, sie will ihnen nicht und sie sind ihr ganz wurscht. Was sagen Sie da? Ja. Nein, Frau Bürgermeister, das muss ein Irrtum sein. Sie haben mich extra dringend gebeten, ja gleich wiederzukommen und mit Ihren Eltern zu schwätzen. Also jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Servus, Launin. Herr Schwelpe, vielleicht darf ich Ihnen einmal Ihre Kammer zeigen. Es ist alles schon hergerichtet. Hallo, bin ich einverstanden. Über Nacht so nicht gerne im Gasthaus. Aber zuerst muss ich noch mein Köfferle holen und dann muss ich mit meinem Mütterle telefonieren. Ja, das ist ernst. Ja. Und glauben Sie mir, in 4 Wochen ist Hochzeit. So war ich der Jakob Schwelpe bin. Ob die Fanny drum ist. Ich muss jetzt doch einmal fragen. Mich treibt's umeinander. Wie ein Schwerverbrecher. Wenn das rauskommt, kann ich meinen Scheibling überhaupt nicht mehr sehen lassen. Pfeifen schmeckt mir auch nicht mehr. Das ist ein schlechtes Zeichen. Simon. Ja, du bist es. Geh nur rein. Ja, ich bin's. Ich muss mit dir reden. Ja, nun. Setz dich her, du. Weißt du, das ist. Es ist wegen dem Brief. Ich sag's, wie es ist. Von mir sind auch ein paar dabei. Was? Von dir auch? Nein. So ist's recht. Wie es halt manchmal so geht, gell? Ich war damals in die besten Jahre und hui sauber. Du? Nein, nicht ich. Die schwarze Rese. Nicht? Das kannst du nicht länger. Na ja, gewiss nicht. Na ja, und aus Holz ist man halt auch nicht, gell? Weißt du, wie es so geht, wenn man jung und hitzig ist, nicht? Und das höchste Fieber hat. Ja, und nicht mehr rauskommt aus die Hitzen. Ja, aber jetzt hast du schon wieder eine Normaltemperatur. Also, jetzt red halt weiter. Also, wie gesagt, mein Fehltritt vor 20 Jahren, weißt, wo ich gar nichts dafür kann, weil ich ja gar nicht nüchtern war damals. Der sollte jetzt auf einmal nach 20 Jahren wieder ans Tageslicht kommen. Okay, das ist doch ganz undemokratisch. Findest du nicht auch? Na ja, ganz recht hast. Aber ich habe mit meiner Ansicht nicht hinter den Berg gehalten, wie der Herr Pfarrer dabei gesessen ist. Hättest du mich ein bisschen unterstützt, aber da hat er keinen Maul aufgemacht vorher. Ja, nein. Und was das Allerschlimmste ist, ein Bub ist bei der Geschichte rausgekommen. Ein Bub? Ja. Ein Knabe? Ja. Sie hat mir's aus dem Schwäbischen geschrieben, wo sie verzogen ist, dass ich der Vater von ihrem Buben bin. Jetzt so, was du? Ja. Jetzt weißt Simon, wie ich da bin. Mein Alte, wenn das erfahrt, mein Gott, die frisst mich auf dem Kraut. Ja, wirst du halt gefressen, nicht? Nein, Simon, nicht.
mein Freund, wenn du bist, dann hilfst du mir, weißt du? Du kannst das ganze Jahr kannst du den Traktor bei mir umsonst reparieren lassen. Aber helfen musst du mir, gell? Das darfst nie nicht aufkommen, nie! Verstehst du, sonst bin ich nämlich geliefert. Grüß Gott, Simon! Der Bäcker-Tatschi! Komm schon her! Ach so, du bist nicht allein? Ja, was führt denn dich da her? Ich hätte gern unter vier Augen geredet. Ich komm nachher wieder vorbei. Nein, bleib nur da! Ist was Geschäftliches? Nein, es handelt sich mehr um so eine saudumme Geschichte. Ich kann mich jetzt nicht drüber auslassen. Aber ich muss mit dir reden. Sonst ersticke ich dran. Peter? Ja. Selbeck! Hier! Sind von dir auch Brief dabei in dem bewussten Backel? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Bleib mit! Ich sehe das am Gesicht an, dass so ist. Mhm. Also du auch? Ja, wer denn noch? Ich. Jetzt sagt's einmal, schämt ihr euch gar nicht. Schämen, das schon? Ich weiß nicht. Ich kann mich gar nicht recht erinnern. Bei mir kommt noch das Dumme dazu, dass sie einen Buben von mir hat. Einen Buben? Ja, sie hat mir damals geschrieben, dass ich der Vater von ihrem Buben bin. Ja, das hat sie mir auch geschrieben. Und mir auch. Was? Du bist auch dabei. Wo die Gemeinde ist, ist auch der Bürgermeister. Jesus, Jesus. Ja, der Bub hat ja einen ganzen Verein zum Vater. Ja, wer ist noch der Richtige von uns drei, hä? Also medizinisch und juristisch kann's bloß einer sein. Aber der welcher? Der Lurder ist schon, gell? 16 Jahre lang habe ich pünktlich jedes Monat 80 Mark gezahlt. Und ich 100. Und mir hat's auf 120 hinaufgehandelt. Und du hast brav gezahlt. Was hätte ich denn machen sollen? Aufs Gericht laufen, dass mein Alte erfährt. Ja, freilich, das wäre auch nicht gegangen. Jetzt sag einmal, dass du so wenig hast zahlen müssen. Nee, ich bin halt auch kleiner. Hast jetzt du nach 16 Jahren zum Zahlen aufgehört? Hätt's wollen, aber indem, dass der Bub so hochintelligent ist und studiert, muss ich weiterzahlen. Das hat's mir geschrieben. Ja, das hat's mir auch geschrieben. Und mir auch. Dann haben wir weiterblecht. Auf die Weise hat die schwarze Resi 20 Jahre lang auf unsere Kosten schönste Leben gehabt. Ja, das ist jetzt vorbei. Sag uns lieber, was wir machen können, dass die Geschichte aus der Welt geschafft wird. Red, Simon, was soll geschehen? Du bist der Bürgermeister. Ja, du bist der Gescheitere, darum haben wir dich ja gewählt. Ja, jetzt lass mir gerade Zeit, dass ich mich besinnen kann. Lass mich mal allein. Aha. Da trinke ich ein paar Himbeergeist. Vielleicht habe ich dann eine Erleuchtung. Also gut, dann gehen wir. Aber viel Zeit hast du nicht zum Nachdenken, gell? Die Briefe können jeden Tag einpassieren. Wir schauen am Abend noch einmal vorbei, gell? Vielleicht hast du bis dahin deine Erleuchtung. Also, fertig, Simon, und vergiss uns nicht, gell? Adies, Simon. Und lass dir was einfallen, gell? Ja, geht's nur zu, ihr stillen Teilhaber. Also, am liebsten würde ich mich in ein Mausloch verkriechen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Bürgermeister Hilgermoser? Ja, der bin ich. Was glauben Sie auch, wer ich bin? Ja, Schwab sind Sie auf alle Fälle. Aber eine. Meine Mutter schickt mich. Sie lässt sich schön grüßen. Und Sie sollen mich halt in Gottes Namen als Ihr Kind aufnehmen. Was? Was ist mein Kind? Das ist er. Das ist er da, der Vereinsbub.
Also ein Netzzimmer haben wir sich da raus zutrauen, gemeint, wirklich wahr. Übrigens, wie geht's denn auch Ihrem Mann? Ach, der hat sich jetzt ein bisschen niedergelegt. Ich hab ihm einen nassen Kopfumschlag gemacht. Ja, was ist ihm denn auf einmal übers Leberle gerochen? Ich weiß nicht. Bitteschön. Dankeschön. Vor einer Stunde, bevor Sie daherkommen sind mit Ihrem Kuffel, war er noch ganz normal beieinander. Ja, ich habe ihn bloß grüßen lassen von meinem Mütterle, da er sich gleich über den Schreibtisch umbucken müssen. Und wie ich ihm gesagt habe, dass Sie der Hochzeiter von der Feine sind, da ist er ja fast ganz übergeschnappt. Das ist fein merkwürdig. Ja. Vom Roten Ochsen haben sie einen Buben geschickt. Eine gewisse Frau Schwelble lässt ausrichten, sie kommt heute noch. Heilig Flegle, mein Mütterle. Ja, warum ruft denn die nicht gleich bei uns an? Das geht dich nichts an, schau, dass du rauskommst. Ja, ich geh ja schon. Tja, fragen wird man doch noch dürfen. Ich hab nämlich vergessen, mein Mütterle eure Telefonnummer zu geben. Also, was sind die Dienstboten heutzutage erlaubt, das geht auf keine Kuhhaut. Hauptsache, sie hat's richtig bestellt. Mutter kommt. Tatsächlich kommt's. Ja. Heut schon. Ja, sie kommt mit dem Zug. Sie fährt nicht gern mit dem Auto. Na, das ist recht. Dann sind wir gleich alle beieinander und können die Hochzeit gleich aushandeln. Ja, das ist gut. Könntet Sie mir nicht sagen, wenn's nächste Zügle ankommt? Sie, da haben Sie nicht mehr viel Zeit. Da darf es gleich gehen. Na, dann will ich gleich laufen, damit Sie ja nicht versäumen, gell? Hat er angeguckt? Hat er schon gefallen? Aber wie kommst jetzt du daher? Ja, nein, unser Eins kommt weit rum. Ja, ja, jetzt hat er aber nicht mehr Zeit, dass wir noch ein bisschen schwätzen täten. Ich muss mich auf der Bauhof mein Mütterle abholen. Für Gottle? So, seine Mutter kommt. Also, dann seid sich schon einig. Ja, so ziemlich. Ja, was sagst du? Hab ich dir was Richtiges rausgesucht oder nicht? Ja, glaub schon. Na also? Hast du Geld gleich da? Was für ein Geld? Ich meine 2000 Mark, wie wir es ausgemacht haben. Ach so, dein Schmuserlohn. Ja, no, ich hab schon was daheim, aber so viel nicht. Da musst du schon noch warten. Wie viel hast du denn gleich auf der Hand? Mehr wie 1000 werden es nicht sein. Was? Bloß 1000 Mark? Nein, nein, mein Lieber, so haben wir nicht gewählt. Jetzt pass mir auf, Urschi. Wenn ich dich verklag, dann musst du alles zahlen. Und die Kosten noch dazu. Wenn's gescheit bist, gibst du mir jetzt 1500 Mark auf die Hand, dann sind wir gewählt. Ach, in Gottes Namen, dass er ruhig ist. Geh gleich mit mir, du Häusabschneiderin. Ich komm schon, du Geizkrank. Du Geizkrank. Hm, ich schwanzel bestimmt wieder um den Schwelbli rum. Mei, hoffentlich nimmt man den Marian ab. Da sind wir uns ähnlich. Jawohl, und wenn's wieder mal was brauchst, du weißt ja, wo ich zu finden bin. Ja, das ist das Banal. Ich gratuliere dir recht schön zu deinem Hochzeiter. Dankeschön. Bitteschön. Ja, dann kaufen wir mal ein Bier. Die haben wir ehrlich verdient. Ja, drück die Kundschaft. Vierte. Du sag mal, Fanny. Warum fobst mich denn du so? Warum? Ich hab dich doch nicht gefobt. Na, freilich. Und ich bin dir richtig aufgesessen. Ich hab's dir wirklich geglaubt. Was? Dass du den Schwäbler nicht ausstehen kannst. Und dabei bist mit ihm ein Herz und ein Sinn. Aber Mutter, wer hat denn den Bären aufgebunden? Jetzt komm, Fanny, lass gut sein. Man muss den Spaß nicht zu weit treiben. Du, das war ein schöner Spaß. Wer hat dir denn sowas gesagt? Er selber, der Schwäbler. Abbusselt. Habt ihr euch auch schon, sagt er. Sagt er? Du, ich hab mit dem Menschen noch keine zwei Wochen geredet. Okay. Und mir hat er gerade vorher gesagt, du selber hättest ihm dein Liebe gestanden. Okay, das ist nicht wahr, da hat er dich angeschwindelt. Das ist von A bis Z erlogen. Aber was steckt denn nachher da dahinter? Tja. Mir geht's wie am Vater. Bei mir hat sich scheint's auch was auf den Kopf geschlagen. Na, sowas. Kommt denn der freche Kerl dazu, mir sowas nachzusagen? Und dem will ich helfen. Fanny? Ja? Fanny, ist der Herr Schwelble nicht da? Na, was willst du von ihm? Er hat gesagt, er kommt zu uns rüber. Zu euch? Fanny, sei mir nicht böse. Ich hab dir den Hochzeiter weggeschnappt. Ein Schwelble? Ja. Weißt, sie ist halt so über uns gekommen, bevor wir recht gewusst haben, wie. Jetzt gebt mir ein Licht auf. Na, hast du also du abbusselt? Mehr eher an mich. Weißt, das ja, wo die Lieb hinfällt. Da wächst kein Gras mehr. Bist du nicht böse? Aber Marian, du hast da gar nichts Gescheites machen können. Jetzt bin ich endlich los.
Ja, Vater, was hast du denn? Nix habe ich. Meine Ruhe lassen wir. Sag einmal, du bist doch nicht krank. Frag nicht so viel, sonst wäre es noch. Ja, Vater seid nicht gut Kirschen essen. Komm lieber mit in meine Kammer. Ich hab geglaubt, das zerreißt mir den Schädel. Wie mir mein Alte, mein Buben, als Hochzeiter von meiner Tochter vorstellt. Na, so eine Viecherei. Aber da muss jetzt ein Indien gehen. Froni, Froni, der schwäbische Ableger muss aus dem Haus. Froni! Ja, was ist denn los? Springen wir schnell zum Lehrer rüber. Ist recht. Halt! Was sagst du ihm denn? Sag, nix. Er soll gleich zu mir kommen. Ist recht. Und er soll das bewusste Backelprüf mitbringen. Was soll er mitbringen? Die Brief, Herrschaftszeiten, sperrt ein Jahr was schon auf, groß genug sind's ja. Hey, 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 also nur nicht gar so grob, gell? Der Lehrer ist jetzt der Einzige, der mir noch helfen kann. Also, Simon, da sind wir wieder. Wir möchten bloß nachfragen, ob du schon deine Erleuchtung gehabt hast. Das wird's jetzt noch gleich erfahren. Ich hab gerade um einen Lehrer geschickt. Warum das? Der hat nämlich die Prüf schon. Der hat schon? Aber. Aus ist. Wir stehen kurz vor der häuslichen Hinrichtung. Und weil ein Unglück nie allein kommt, ist jetzt der Bub auch noch da. Was für ein Bub? Was für ein Bub? Der von der schwarzen Resi. Ja, um Gottes Willen, was will denn der da? Sein Vater sucht er. Ja, ist das sein Vater. Aber wer ist denn das eigentlich? Ja, das muss jetzt einmal nachgeprüft werden. Selbig, du hast die Brillen auf. Suchen wir mal im schwäbischen Telefonbuch die Nummer vom Gemeindeamt in Blaubeyern raus. Blaubeyern? Ja. Ja, gleich um. Blaubeyern. Blaubeyern, Vorwahl 07344. Gemeindeamt. Ja. 6051. 6051. Mein Lieber, jetzt macht der Scharf. Ja, ja, hallo? Hallo? Ja, grüß Gott, Fräulein. Ja, hier ist Bürgermeister Hilgermoser, Gemeinde Scheibling, Oberbayern. Geh, seien Sie so freundlich und verbinden Sie mich einmal mit meinem Amtskollegen. Was, Sie müssen Sie erst aus einer Sitzung holen? Ja, dann bitteschön, holen Sie ihn raus, es ist nämlich sehr peinlich. Dringend. Ja, ich bleib dabei am Hörer, ja. Du, Simon, wie ist jetzt das? Was soll jetzt nachher mit dem Buben geschehen? Ja, das ist Sache von seinem Vater. Ja, das sag ich ja. Na, nur, da ist schon die schwarze Resi, gell? Dass uns den Buben auch noch auf den Hals schickt. Eine Gemeinheit ist, jawohl. Hallo, hallo, wer ist dort? Ah, Herr Bürgermeister Zepf, persönlich. Ja, das freut mich. Ja, hier ist Bürgermeister Hilgermoser, Scheibling, Oberbayern. Ah, das wissen Sie schon. Ja, na, sehr gut, jetzt passen Sie mal auf. Wir müssen hier wissen, wer von dem am 17. Mai vor 20 Jahren dort selbst geborenen Buben von der ledigen Dienstmagd Wimmer-Theres im Standesamtsregister als der Kindsvater eingetragen ist. Ja, genau vor 20... Ja, wie der Bub heißt, wissen wir nicht. Nein, nein. Wimmer-Theres schreibt sich die ledige Kindsmutter, die zu der Zeit in Blaubeyern... Ach so, der Name ist Ihnen nicht unbekannt. Ja, uns auch nicht. Nein. Die ist unbekannt verzogen. Ja, um das geht's ja gar nicht. Wer als Kindsvater von ihrem ledigen Buben dort eingetragen ist, müssen wir hier amtlicherseits wissen. Ja. Also, Sie geben uns wieder Bescheid, ja, das ist nett. Ja, Dankeschön, Herr Kollege, Dankeschön. So, jetzt werden wir es ja noch gleich erfahren, wer sich zu dem Buben als Vater bekennen muss. Ich oder du? Oder der? Jetzt muss ich mich hinsetzen. Jetzt, ich hab noch nie was gekriegt vom Vormundschaftsamt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich erst recht nicht. Grüß Gott allerseits. Grüß Gott, Herr Lehrer. Sie haben mich rufen lassen, Herr Bürgermeister. Um was geht's denn? Ja, also reden wir nicht lang rum. Es muss jetzt endlich einmal ein Ende hergehen. Von was? Na, Sie wissen schon, was ich meine. Also, Herr Lehrer,
Diese Malefizbriefe, die müssen um jeden Preis jetzt verschwinden. Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen schon mal gesagt, die Briefe gehören gar nicht mir. Ja, aber wir sind die Absender. Ja, was? Und wir beschließen, dass die Briefe verschwinden. Jawohl, ja. Das tun wir. Jawohl, einstimmiger Mehrheitsbeschluss. Da sind die zwei Herren auch dabei. Ja, freilich, die hat es auch erwischt. Oh, so ein Pech. Im Gemeinderat. Also, was kosten die Briefe? Tut mir leid, meine Herren, die sind unverkäuflich. Das habe ich mir gleich gedacht. Jetzt muss ich zum letzten Mittel greifen. Herr Lehrer, setzen Sie ihn einmal da her. Also, jetzt passen Sie auf, Herr Lehrer. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen tät, Sie kriegen meine Fanny, wenn die Briefe verschwinden. Der Preis ist allerdings sehr verlockend. Sie, das ist ein Sprengstoffanschlag auf meinen Charakter. Ja, dann sprengen Sie. Na, also gut. Abgemacht. Ich krieg die Fanny. Der Riedlechner und der Selbig sind meine Zeugen. Jawohl. Jawohl. Und das Backelbrief da, das wird dafür verbrennt. In der Kichtraust ist im Herd der Feier. Da schmeißen wir es gleich rein. Hat schon eingeschmissen. Voll sind's nur mehr in Häufen Aschen. So. Die Briefe haben aufgehört zu existieren. Ja, ja, Gott sei Dank. War jetzt euer Bürgermeister der Gescheitere. Dafür haben wir dich auch gewählt. Ja. Und zwingt dem anderen, gibst du uns nachher noch Bescheid, gell? Ja, sofort, wenn ich Nachricht aus Blaubayern habe. Also gut, dann gehen wir. Für gut beieinander. Ja. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt. Weiter, Becker, Dati. Heute gebe ich einen aus. Das Feuerwerk muss gefeiert werden. Na, Herr Bürgermeister, wie wär's jetzt heute Abend mit einer kleinen Verlobungsfeier? Na, das braucht's nicht. Ja, ja, das braucht's schon. Ich geh jetzt geschwind heim und zieh mir ein bisschen um, wie es für einen Bräutigam gehört, gell? Und das andere überlasse ich Ihnen. Also, Wiederschauen, Schwiegerpapa. Herrschaftszeiten. Mir ist ja nichts anderes übrig geblieben. Ich bringe das bloß meiner Alten bei. Ja, Herr Bürgermeister von Scheibling. Wer ist dort? Ach so, Blaubayern. Ja, ich höre. Was sagen Sie da? Am 17. Mai ist in dem fraglichen Jahrgang überhaupt keine Geburt eingetragen. Na ja, auf den Tag genau. Was? Die Wimmer-Therese hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Ja, wirklich nicht. Auch nicht ein ganz kleines. Ja, ja, Sie müssen es ja wissen. Ja, 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 da haben Sie aber jetzt wirklich eine große Freude. Ich meine, ich danke Ihnen schön, Herr Zeff. Dankeschön, Herr Kollege. Danke. Die hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Ja, das ist gut. Na, sowas. Ja. Tja, da bin ich ja ganz unschuldig an der Sache. Ja, und dann ist ja der Schwab gar nicht mein Sohn. Da konnte er ja ungeniert die Fanny heiraten. Die Briefe sind verbrannt. Und alles ist in Ordnung. Pfeife schmeckt mir auch wieder. Ein reines Gewissen ist halt doch was Schönes. Aha. Rauchst schon wieder? Siehst du, ich bin wieder am Damm. So, so. Nachher geht's dir wieder besser. Ja, ganz gut. Aha. Was ist mein Hochzeiter? Ah, der ist gerade auf Bonn über seine Mutter abholen. So, seine Mutter kommt. Aber sie muss das Geld aufweisen, gell? Da kommen sie schon daher. Na, dann machen wir gleich. Alles in Ordnung. Grüß Gott, mein Mann. Grüß Gott. Grüß Gott. So, Lille. Da hören wir. Ja. Das ist schon wieder, ne? Das freut mich. Schön, dass sie gekommen sind. Sitzt euch nachher da. Ja. Also, nachher sind wir so frei. Mütlich ist bei euch. Ja, ja, ja. Haben sie lang fahren müssen? Nein, nein.
erstes Mittag rum wegfahren. Möchtest nichts essen? Nein, ich mag jetzt durchaus gar nichts. Ich habe zum Mittag einen ganzen Hafer voll Spätzle gegessen. Na ja, aber vielleicht wenigstens eine kleine. Hey, hast du nicht gehört, dass ich nichts mag? Also, deswegen, was wir da sind, wissen wir, dann reden wir gleich drüber. Ja, ja, der Jakob und unser Mädel, die sind ja schon ein Herz und ein Sinn. Ja, ja, Mutterle, ich mag's Mädel so mäßig gern. Ja, dann reden wir's gleich aus, was ausgeredet werden muss. Ja, ich bin schon einverstanden. Ja. Also, mein Fanny kriegt 250.000 Mark Heiratsgut. Und wenn die Mutter einmal stirbt, dann kriegt sie 80.000 Mark Muttergut. Na, nicht schlecht. Und ich gebe mein Jakeble vorläufig 200.000 Mark mit in die Ehe. Und später kriegt er ja so alles. Ja, aber beim Notar muss schriftlich gemacht werden, gell? Freile, ja. Freile, gleich morgen. Ja. Aber erst wollen wir eine Sache anschauen. Man muss doch schließlich wissen, wo man nein heiratet. Keiner will Katz im Sack kaufen. Ist das so? Nein, nein, Mädele. Zuerst will ich dir mein Breitle zeigen. Nein, nein, Jakeble. Erst schauen wir eine Sache an. Das Mädle kommt nachher dran. Alles immer schön der Reihe nach. Also, Urschi, dann zeige ich, was wir haben. Wir können uns schon sehen lassen. Ist recht. Also, kommt's mit. Dann schauen wir ein bisschen rum. Da geht's in Kich. Gehen wir gleich da durch in den Stall. Also, wir haben 40 Stück Viech, 28 Seil, alle Maschinen und über 50 Hähne. Das ist jetzt viel. Ja, das gefällt mir. Auf die Weise bleibt's Geld beieinander. So muss es sein. So, da bin ich wieder. Ja, und? Haben Sie das mit Ihrer Frau schon gesprochen? Zwing was? Zwing was? Zwing dem, was wir ausgemacht haben? Haben wir was ausgemacht? Da könnte ich mich jetzt gar nicht besinnen. Ach so, spekulieren Sie. Sie wollen auf einmal nicht mehr wissen, dass Sie mir die Fanny versprochen haben, wenn ich die bewussten Briefe verbrenne. Nein, nein, Herr Lehrer, da haben Sie mich falsch verstanden. Ist das vielleicht falsch zu verstehen, wenn Sie sagen, ich kriege die Fanny, wenn die ominösen Briefe verschwinden? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, wenn ich jetzt beispielsweise sagen darf, beispielsweise und sagen das. Aber gesagt habe ich es nicht. Wenn Sie die Briefe so voreilig verbrennen, da kann ich eh nichts dafür. Aus dem Loch pfeift der Wind. Ja, meint, Sie haben die Schlauheit mit dem Löffel gefressen. Aber wissen Sie, Hilger Moser, um mich reinzulegen, da müssen Sie ein bisschen früher aufstehen. Wieso? Haben wir beispielsweise was schriftlich gemacht? Das ist gar nicht notwendig. Der Riedleichnam, der selbe gesamt meine Zeugen. Ja, die Leutnant Gedächtnisschwung. Jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie Ihr Versprechen nicht sofort einlösen, dann trage ich heute noch sämtliche Briefe von der schwarzen Resi zum Pfarrer. Die verbrennten. Nichts verbrennt. Ich hab die Briefe alle noch. Schau's. Da sind's. Ich hab einer nämlich von Anfang an nicht traut und darum hab ich die richtigen Briefe gar nicht verbrennt. Ja, gut. Was haben Sie nachher in den Herden eingeschmissen? Lauter leere Kuverte, die wir vorher beim Grammer gekauft haben. Leere Kuverte? Ja. Oh, das ist gemein. Der Hilger Moser, es gibt noch Schlauere wie Sie. Und jetzt passen Sie auf. Ich gehe jetzt in den Garten aus und warte, bis Sie die Geschichte mit der Fanny in Ordnung gebracht haben. Und dann winken Sie mir durchs Fenster. Winken? Jetzt ist 17:45, wenn Sie mir bis um 6 noch nicht gewunken haben. Dann wink ich am Herrn Pfarrer mit den Brief da. Und ich, Hilger Moser, ich halte mein Versprechen. Auch wenn nichts Schriftliches ausgemacht ist. Beispielsweise. Ganz ein gerissener Kerl, der... Jetzt sitzt sie sauber in der Mistgrund. Oh, jetzt haben wir alles angeschaut. Mhm. So, hat's euch gefallen? Ich muss sagen, es ist alles gut beieinander. Und ich will jetzt mein Breitle holen. Du musst sie doch endlich kennen. Ja, holen Sie es nur. Ich glaube, sie ist drum in ihrer Kammer. Ist saus. Die Hauptsache ist, dass er glücklich wird, das Bierblech. Freilich. Na, wie ist es, wollen wir die Geschichte gleich schriftlich festmachen? Was tue ich bloß mit dem da draußen im Garten? Alter, so hör doch. Ja, schriftlich will sie es machen. Ah ja, ja. Wie viel haben Sie jetzt gesagt, dass der Bub in die Hand kriegt? 200.000 Mark. Ja, aber das ist ein bisschen wenig, wenn man denkt, wie lang es noch dauern kann, bis er das andere Sache kriegt. Wieso? Ja, no, Sie schauen ja noch recht gut aus. So schnell schlingen Sie nicht um.
Und wer weiß, ob sie nicht nur mal heiraten. Nicht? Nein, das tue ich schon mein Bierblä jetzt auch. Ja, und wissen Sie, Frau Schwäble, Sie dürfen nicht vergessen, meine Feine kriegt ja zu der Viertelmillion noch 80.000 Mark Mutterkult. Ja, aber erst, wenn die Mutter vorher gestorben ist. Und so schaut's gar nicht aus. Aber ich dir dein Schwiegertöchterle. Schau sie dir gut an. Ist sie nicht ein herzlich liebes Mädel? Ja, das ist ja gar nicht unser Mädel. Das ist ja ein Riedlechner, das ist. Was? Das ist nicht euer Mädel? Ja. Ja, aber Jackeble, was heißt denn das? Ja, du liebes Hagedle, da hat er mich am Ende in die Falsch verguckt. Freut's dich vielleicht gar? Nein. Gewiss nicht. Ja, wie kannst du denn du allein der Fanny eine Hochzeit wegzuschnappen? Fanny will ihn ja gar nicht haben. Und mir gefällt er. Ach, was weißt denn du? Mach das nass, kommst du falsch Luder. Also, dann komm, Jakob. Na, der bleibt da. Nein, nein. So einfach ist die Geschichte deut, wie sie meinet. Der Jakob soll entscheiden, was für eine er haben will. Das ist schon entschieden. Du, da wird mein Weib. Und kein anderer. Gut, dann bleibst bei derer. So reden sie jetzt. Und der steht da und sagt nichts, mach halt das mal auf. Dann machst du es ja du die ganze Zeit weit nur auf. Also, nichts für ungut. Wir müssen jetzt zum Mädchen seine richtigen Eltern. Ist das ihr letztes Wort? Jetzt lass mal gut sehen. Der Bürgermeister von Scheibling braucht nicht beteln, dass jemand seine Tochter nimmt. Für die ihrige wäre mir mein Jackeble allerweil nutz gut. Ui, schau sie nicht an. Der schwäbische Beißzange. Was sich die auf ihrem Gispel von einem Buben einbieten steht. Ja, es ist noch grad gut, dass wir die Augen noch zur richtigen Zeit aufgegangen sind. Da hätten wir ja in einer netten Gesellschaft neigeheiratet. Kommt, Kinderle, wir gegangen. Wir haben da nichts mehr zum Suchen bei so würste Leid. Unverschämtheit. Was hat der gesagt? Würsteleit? Du bist der Würstedrache! Käfflifrisser! So, die werden wir los. Reg dich nicht auf, Urschi. Ach, Geld, das sollte mich nicht aufregen. Ganz Scheibling weiß, dass die Fanny eine Hochzeit hat. Wenn sie jetzt raussteht, dass sie reagiert hat und eine andere heirat, sind wir die Blamierten. Ja, nun, müssen wir jetzt schnell nach einem anderen schauen, nicht? Ja. Wenn ich jetzt geschwind einen anderen bei der Hand hätte, wer sah, wer's mag, ich gebe ihm die Fanny. Ich gab sie am auf der Stelle. Bloß damit die Schwäble sehen, dass wir nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen sind. Ist das dein Ernst? Jawohl. Ja, und Hochzeit, da kannst du haben. Gleich auf der Stelle. Wer ist? Der Lehrer. Der hinten und vorn nichts hat. Sag dies nicht. Einen schwarzen Anzug hat er schon an. Und eine gescheite Krawattenleiche ihm noch. Dass du jetzt auf einmal so für einen Lehrer bist. Ja, ich meine ja bloß wegen der Blamage, nicht? Ich hör dich schon gehen. Ich meine immer, du möchtest auf die Weise zwei Fliegen auf einmal da schlagen, hä? Also das mit die Fliegen verstehe ich jetzt nicht. Nee. Aber ich hättest schon ein bisschen mehr Vertrauen zu mir haben können, Simon. Ich bin jetzt lang nur mit dir verheiratet, dass ich dich durch und durch kenne. Na, du... Ich lass dich schon nicht im Stich, die. Von mir aus, wenn's nicht anders geht, die Fanny soll ihren Lehrer haben. Na, ist uns alle geholfen. Ihr, mir und besonders dir. Ja, Heidi. Ich kenn dich ja gleich gar nicht mehr. Und ich kenn dich jetzt gut. Ja, was tust du denn da? Ein Rauch ein bisschen zum Fenster raus. Denkst du, warte schon draußen. Ja, du hast das haben wollen. Wer, ich? Ja, immer du. Ich habe ja nichts zu reden beim Mädel. Eine gute Ausrede ist 10 Dollar wert. Fanny, komm runter. Na, Hilgermoser? Wie stehen die Aktien? Ja, nicht schlecht für Sie. Sie haben zwar nichts, aber das haben Sie sicher. Drum sollen sie auch Pfanne haben. Vater Jesus, na, jetzt auf einmal? Ja, die Mutter hat sie so haben wollen. Ja, Mutter, ich kenn dich ja gleich gar nicht mehr. Ja, das muss in der Familie liegen. Der Vater kennt mich auch nicht mehr. Schaut's noch, ganz runtergekommen ist er. Was glaubst du, was ich mitgemacht hab, bis ich auf den Lehrer gekommen bin? Und ich erst.
1500 Mark habe ich gezahlt für einen Bräutigam. Dabei hätte ich den da ganz umsonst gekriegt. So, aber jetzt geschwind in Kick, dass wir ein gescheites Verlobungsessen kriegen. Komm, jetzt wird nichts geschmust, geh mit und hilf mir. Nur der Not keinen Schwung lassen. Geh dann weiter, Mann. Also, ich hab mein Versprechen gehalten. Jetzt raus mit deinem Brief. Da. Ja, was ist denn das? Das sind ja wieder bloß lauter leere Kuverte. Naja, die sind mir vorhin übrig geblieben. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Was verschafft uns die Ehe? Tja, hat Ihnen unser Lehrer noch nichts angedeutet? Angedeutet? Na, bezüglich der ominösen Briefe, meine ich. Ach, wegen den Brief. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Die sind bereits in meinen Händen. Na. Ja. Aber ich bin nach reiflicher Überlegung zu der Ansicht gekommen, dass... Dass mich ihr Inhalt eigentlich gar nichts angeht. Ja, das sag ich auch. Naja, man kann wohl annehmen, dass es sich um Christenmenschen handelt, die Reue und guten Vorsatz getätigt haben. Ja, bestimmt, Herr Pfarrer, so ist es. Ja. Ich habe mich daher entschlossen, dieses Päckchen Briefe ungeöffnet und ungelesen dem Gemeindeoberhaupt zu überreichen. Ja, danke schön, Herr Pfarrer. Es ist aber wirklich nett von Ihnen. Ich meine, das ist edel von Ihnen. Ja, wenn ich mich recht entsinne, so lautete doch Ihr letzter Antrag, dieses Päckchen Briefe ungelesen zu verbrennen, ne? Bloß was? Wegen der Gemeindewahl. Nun ja, ich stimme Ihnen ja zu. Ja, dann müssen wir heute noch mal zum Küchenherd, Schwiegerpapa. Das machen wir später. Später mit Genuss. Was höre ich da, Schwiegerpapa? Na ja, das Mädel hat sich halt einen Studierten eingebildet. Aha, ja, dann gratuliere ich. Ja, danke schön, Herr Pfarrer. Ja, wir feiern jetzt gleich Verlobung. Darf ich Sie zum Essen einladen, Herr Pfarrer? Es ist gleich soweit. Ja, gern. Das heißt, meiner Haushälterin möchte ich vorher noch Bescheid sagen, damit sie nicht umsonst auf mich wartet. Ja, das Fräulein Cordula habe ich gerade vorhin mit der Bäuerin im Hof draußen gesehen. Sie war anscheinend gerade dabei, einen lebenden Entenbraten für den Sonntag einzuhandeln. Martin, geh gleich mit dem Herrn Pfarrer raus. Vielleicht ist Fräulein Cordula noch da. Bitte schön, Herr Pfarrer. Ich freue mich. Ja. Na gut, sei Dank, jetzt ist alles aus der Welt geschafft. Na. Der Herr Pfarrer ist schon ein Brachkerl. Sonst hätte er die Briefe alle gelesen. Also ich hätte bestimmt nicht gesagt. Ich bestimmt. Wir sind lieber selber nur mal hergekommen. Ja, wie ist denn jetzt mit dem Buben? Ja, also, da muss ich schon mit Blindheit geschlagen gewesen sein, dass ich den schwäbischen Jakob für unseren 20-jährigen Buben angeschaut habe. So, der ist nicht? Nein. Ja, wo steckt denn da unser? Nirgends. Die schwarze Resi hat gar keinen Buben gehabt. Ja, ist unser Bub ein Mädel? Nein, die schwarze Resi hat überhaupt kein Kind gehabt. Was? Was? Und wir haben 20 Jahre lang die Alimente gezahlt. Jedes Monat 80 Mark? Und ich 100. Und ich 120. Wisst ihr, was wir sind? Nein. Die drei größten Rimmviecher von Scheibling und Umgebung.
Liebesbriefe. Allerdings vor circa 20 Jahren geschrieben. Ja, mei, der hat einen Schatz gehabt, ne? Oh nein, die Briefe stammen nicht nur von einem Liebhaber. Die fragliche Person muss gleichzeitig mehrere gehabt haben, wie aus dieser amorösen Korrespondenz hervorgehen soll. Ja, ist das auch eben. So komisch finde ich das eigentlich nicht, meine Herren. Dann würde mich die Sache weiter nichts angehen, wenn die Briefschreiber nicht gerade aus Scheibling wären. Was? Scheibling? Hm? Ausgerechnet aus Scheibling. Mhm. Sind's alle aus Scheibling? Ja, alle. Ja, ich verstehe bloß nicht, wie man solch einen Brief liegen lassen kann. Gerade jetzt vor der Gemeinde mal. Ja, Himmel, Herr Pfarrer. Wie heißt denn das blöde Frauenzimmer? Therese Wimmer. Was? Naja, sie wurde damals, als sie hier im Dienst stand, allgemein die schwarze Resi genannt. Ja, sowas. Die schwarze Resi? Mhm. So. Aha. Sie werden mir zugeben, dass diese Briefe ein schlechtes Licht auf unseren Ort werfen. Gerade jetzt vor den Gemeindewahlen könnte daraus politisches Kapital geschlagen werden. Ich meine, wenn diese Briefe in falsche Hände geraten. Ne? Ich habe den Herrn Lehrer Furtner gebeten, er möge veranlassen, dass uns diese Briefe vom dortigen Bürgermeisteramt möglichst bald zur Einsicht übermittelt werden. Ja, das ist bereits geschehen. Ich habe in der Sache meinen Kollegen geschrieben. Der Amtsweg dauert ja viel zu lang. Das ist Sautum. Wie? Männer, das ist eine sautumme Geschichte mit den Briefen. Das ist ja 20 Jahre her, aber die Geschichte ist doch schon lange groß gewachsen. Nein, nur nicht gar so leichtfertig. Wir werden auf diese Weise die schwarzen Böcke von den weißen scheiden. Ja, aber vielleicht ist er ein Familienbock. Ich meine, ein Familienvater trunken, ne? Ja, aber einem Familienvater können Sie doch erst recht nicht in Schutz nehmen. Hm? Das nicht, aber ich meine halt, jeder von uns ist ein Mensch und hat einmal eine schwache Stunde. Gewiss, aber dem Inhalt der Briefe nach zu urteilen, scheinen die schwachen Stunden in der Mehrzahl gewesen zu sein. Ja, aber jetzt stellen Sie mir doch einmal vor, Herr Pfarrer, ich meine nur so beispielsweise, unter denen, die da so einen Brief geschrieben haben, ist auch ein angesehener Mann, der vielleicht sogar ein Amt begleitet. Ja, wenn das rauskam, das ganze Dorf lachen sie am Buckel voll. Und die Jungen dann sagen, da schaut's ja so, die Alten selber nur Dreck am Stecken und von der Jugend einen Anstand verlangen. Den weil man nimmer, ein anderer muss her. Ja, aber lieber Hilgermoser, warum regen Sie sich denn so auf? Voll merkwürdig. Ich halte es doch für selbstverständlich, dass von den ehrenwerten, erprobten Männern unserer Gemeinde keiner unter den Briefschreibern ist. Weiß man's? Und deswegen beantrage ich, die Briefe werden ungelesen verbrennt. Nein, ja, das ist richtig. Nein, dagegen muss ich unbedingt Einspruch erheben. Na gut, Hochwürden, wenn Sie es verantworten können, aber die Folgen kommen auf Sie. Denken Sie an das Wahlergebnis. Na ja. Also Schluss für heute. Ich meine, wir warten vorläufig ruhig ab, bis wir das bewusste Päckchen Brief in Händen haben. Dann prüfen wir sie und fassen danach unsere weiteren Beschlüsse. Jawohl, warte mal so. Es wird nie nichts so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist, gell? Jetzt ist es so spät, ist schon. Ich muss ja wieder zu meinem Teig. Ja, und ich in meine Werkstatt. Also, behütze Gott, Hilgermoser. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Für dich auch, Simon. Adieu, Simon. Mir präsiert's. Ja, für dich, Olli. Nix weiter sagen. Nein. Mir haben Sie nichts mehr zum Sagen, Herr Bürgermeister. Nein. Sie, auf die Brief bin ich nicht schlecht gespannt. Sie nicht auch? Naus, Sie unverschämter Federfuchser! Ein recht ein schönen Gruß an mein Fannerl. Sie, wenn Sie jetzt nicht gleich abhauen, dann schmeiß ich Ihnen die Stinken aus! Schau, wie ganz schön stinken. Schnee! Und gut schlupfen! Grober, kannst denn du nicht aufpassen? Hast du vielleicht schon wieder korcht? Freilich, da hört man ja nette Geschichten. Die dich durchaus nichts angehen.
was da herin bei der Sitzung besprochen wird, das ist Amtsgeheimnis. Und was in den gewissen Liebesbrief drinnen steht, werden bald alle Spatzen vom Dach pfeifen. Wieso? Weil die Pfarrerskirchin die beste Freundin von der Kramerin ist. Na. Ja. Um Gottes Willen, wie schaut's denn da aus? Du hast ja die ganze Tinten aufs Sofa geschickt. Ja, steh auf! Ha. Ja, brav. Jetzt sitze ich sauber in der Tinten. Ich weiß immer noch nicht, ob die Briefe schon da sind. Diese Unsicherheit macht mich noch ganz stubnarisch. Machst denn ein Gesicht, wie eine Henne dir einen Zipf hat? Red mich nicht so saut um, das vertrag ich nicht. Nee. Was lässt denn dein Wut an mir aus? Ich kann doch nichts dafür, dass jetzt bei uns solche Sachen aufkommen. Was heißt denn das? Ja, na, ich mein halt. Zwingst du den Liebesbrief von der schwarzen Resi? Ach, jetzt zu, das mit den Briefen geht doch uns nicht so. So, na gut für dich, wenn du recht hast. Wo willst du jetzt da wieder raus? Ins Gewissen möchte ich da reden. Ach, ins Gewissen. Simon, tu mir den einzigen Gefallen und schau, dass wenigstens für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Gerade wo du Bürgermeister bist, nicht? Das wäre doch unangenehm, oder? Also bitteschön, schau, dass wenigstens für uns keine Blamage entsteht. Sonst kehrst du Kotz. Herrschaft, sag! Weißt du was? Aber ja, das, was halt am Schlüsselloch gehört hat, meins. Mehr kann sie nicht wissen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Was wollen denn Sie schon wieder da? Oh, ich wollte bloß schauen, wie es Ihnen geht. Wie Sie Ihr Schicksal ertragen. Was denn für ein Schicksal? Geht ernst doch nicht so, Herr Bürgermeister. Ganz unter uns, von Ihnen sind doch da auch Briefe dabei, bei dem bewussten Backel von der schwarzen Resi. Woher wissen Sie denn das? Ja, weil Sie sich gerade verschnappt haben bei meiner Frage. Ach, Sie sind ja ein ganz raffinierter. Ja, Sie können beruhigt sein. Ich hab das schon vorher gewusst.
Wie das? Na ja, aus so einem Liebesbrief geht doch auch der Briefschreiber hervor. Was? Haben Sie vielleicht die Briefe schon? Ja, gerade hat man die Post des Backel ausgekündigt. Psst, nicht so laut. So, so, die Briefe sind da. Na, ich glaub's nicht. Bitte. Da ist das Corpus Delicti. Also, dies sind die Briefe? Ja. Das sind die Briefe. Lehrer, zeigen Sie mir mal die von mir sind. Nein, nein, das darf ich nicht. Ja, bloß ein bisschen neu spitzen. Vielleicht haben Sie sich täuscht. Nein, ich täusche mich nicht. Ihre Schrift kenne ich zu gut. Von einem gewissen Simon Hilgermoser sind Briefe dabei. Sehr zärtliche sogar. Und auch recht stürmische. Psst, nicht so laut, mein Alter, ich horch doch mal wie an der Tür. Also, sind's gescheit, Herr Lehrer? Die Malefizbriefe müssen um jeden Preis verschwinden. Sie sind gut. Ich kann doch nicht das schriftliche Sündenregister von der ganzen Dorfgeneration so mir nichts, dir nichts verschwinden lassen. Nein, nein, bloß die meinigen. Der Herr Pfarrer hat mir ausdrücklich befohlen, die ominösen Briefe sofort bei ihm abzuliefern. Also. Ja, nun. Na, bin ich halt geliefert. Ja, Sie brauchen ja noch nicht eingetroffen sein. Sie können ja auch erst morgen oder übermorgen kommen, diese Briefe. Sieh, das ist ein guter Einfall. Na, warten wir halt noch ein paar Tage. Ja, warten wir noch ein paar Jahre. Ein paar Tage, habe ich gesagt. Das weiß ja niemand wie Sie und ich, dass das Backel schon da ist. Ja, ist so abgemacht. Gut. Danke Ihnen, schöne Lehrer. Ja, dann werden Sie jetzt auch nichts mehr dagegen haben, dass Fannerl und ich... Ja, was fällt Ihnen denn ein? So weit sind wir zwei Feine lang nicht, gell? Nicht. Na, ich mein schon, lieber Schwiegerpapa. Ja, ne, was sind denn diese Vertraulichkeiten? Ja, wer ko, der ko. Simon, wie geht's in Kirchen? In Andacht. So, so, der Herr Lehrer ist auch da. Ja, wie Sie sehen, Frau Hilgermoser? Ja, wir haben was miteinander zu reden gehabt. Wegen dem Tafel am Niederacher Forst. Die Sache hat sich aufgeklärt. Es war nicht so böse gemeint. Es ist nur gut, wenn sich immer alles aufklärt. Vielleicht können nachher Sie mir auch das aufklären, Herr Lehrer. Wäre so, dass Sie sich unterstecken, mit unserer Fanny anzubandeln. Na, sofort. Weil ich sie narrisch gern hab. Also, das ist allerhand. Ja, und du? Hast du da gar nichts drauf zu sagen? Ja, doch. Ja, also, was redst denn da nicht? Ja, ich red ja. Also, das sag ich Ihnen, Herr Lehrer, gell? Na zu, na zu. Das lassen Sie noch gesagt sein, gell? Ja, was denn? Sie kennen mich. Ich bin kein Guter. Das ist wissen, Herr Lehrer. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis kein Wasser mehr drin ist. Wer anderen eine Grube gräbt, hat Arbeit gerade genügend. Jetzt wissen Sie es, gell? Ja, jetzt weiß es. Also, der klaren Rede kurzer Sinn. Ich bin Ihnen sympathisch und als Schwiegersohn willkommen. Ja, aber... Das haben Sie doch sagen wollen, Herr Bürgermeister, oder? Spinnt der? Ja, der spinnt. Frau Hilgermoser, es war mir eine große Ehre und ein noch größeres Vergnügen. Über den Tag der Hochzeit, da werden wir uns schon einigen. Also, für Gott, liebe Brauteltern. Was sagt der? Ja, also, ich hab Brauteltern verstanden. Ja, ich auch. Na ja, am Ende wär's vielleicht gar nicht so gefehlt, wenn der Lehrer... Ja, was wär denn jetzt das? Ich glaub gleich gar, du wärst mit ihm einverstanden. Na, das hab ich nicht gesagt. Aber... Aber, ja, nix aber. Glaubst du, so ein Schlappschwanz warst du immer schon, dein ganzes Leben. Aber das sag ich dir, solange ich lebe, kommt mir der Lehrer nicht als Schwiegersohn ins Haus. Das merkst du, du Latil, du Dramhapperter. Schnierhans, Wurzhahn, Zuchter! Wie reden die mit einem Bürgermeister? Huch, und solch ein Teufel im Haus. Nur dazu ein schlechtes Gewissen. Das haut dann zusammen wie der ärgste Hagenschauer. Warte.
sollst du mir bitte in den Stall schauen, der Stier frischt schon wieder nicht. Ja, dem geht's wie mir, dem ist auch da. Warum denn, Vater? Ja, das sag ich dir lieber nicht, sonst hast du keinen Respekt mehr vor dem Vater. Ah. Aber das sag ich dir, Fanny. Der Herr im Haus bin ich. So? Ja. Und wenn's die Mutter nicht glaubt, dann ist selber schuld. Bloß der Martin vorhin mit dem Vater so lang zum Reden gehabt hat. Grüß Gott, Frau Maria. Das ist meine Hochzeit. Ist gut. Können Sie mir nicht sagen, was Frau Fanny ist? Ja, die ist nicht da. Das tut mir aber leid. Na, warte. Ja, ich weiß aber nicht, ob es bald zurückkommt. Vielleicht kommen wir später noch mal wieder. Nein, nein, ich habe nicht Zeit. Ich kann leicht warten. Zockt sich der Mensch daher. Sagen Sie, wartet Sie auch auf jemand? Ich? Ja. Ja, aber ich muss jetzt wieder heim. Wissen Sie, ich schaue, dass ich die Fanny finde und dann schicke ich sie ihr nachher. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Dann danke ich dir auch recht schön. Ja, sag mal, du. Du brauchst nicht erschrecken, uns kann jetzt nichts mehr passieren. Ah, jetzt weiß ich, auf wen Sie gewartet. Wer ist denn das? Gut, Martin, das ist mein zukünftiger. Ja, du, den hab ich mir da rausgesucht. Was? Den? Na, den kläre ich auf, wer da zu dir gehört. Nur wie die zwei zusammenspinnen. Madel, du! Ja, du liebst halt jetzt mit die zwei, hab es aber los. Ach, so möchte ich es auch kennen. Hast du mich auch wirklich lieb? Ja. Schau, Mädel, wenn ich die nicht krieg, bring ich mich um. Nein. Der bringt sich um? Aber da könnt ihr am Ende noch zeigen. Ich mag an Martin und er mag mich. Und wir zwei, wir kommen zusammen. Und wenn sie so alles reißt. Fanny, da bist du ja. Ja. Was ist denn mit dir? Warum schaust du denn so kariert? Du, mit Martin soll es aus sein. Yes, das ist die Geschichte rausgekommen. Mhm. Vielleicht wird's da noch was. Das wird nichts mehr, wenn die schon einen anderen haben. Was? Du stell dir vor, meine Mutter hat man rausgesucht. Er ist ein Schwab. Das ist auch kein Verbrechen. Na. Ist die Bayerin nicht da? Na, warum denn? Ein junger Mann möchte zu ihr. Wer? Ja, das ist kein Hiesiger. Jakob Schwelbli heißt er. Und der Sprach nach ist ein Schwab. Du, das ist er. Ja. Er will sich Sach und das Mädli anschauen, hat er gesagt. Na ja, dann sag ich, dass er da herin wart. Um Gottes Willen, mei, was tun wir denn jetzt? Anschauen! Du weißt was, wir tauschen einfach die Rollen. Du bist die Fanny und ich Marian. Geht zu, das geht doch nicht. Ach geh, warum denn nicht? Da geht er wenigstens nicht gleich auf mich los. Ja, aber auf mich meinst. Obwohl, gespannt bin ich schon auf den Schwamm. Das ist ein Gottmädler. Grüß Gott, Herr Schwab. Ist gut. Ist gut. Der Renner so eine Warte hat Kaiser. Welche von euch zwei ist jetzt Frau Fanny? Dies. Wissen Sie, ich bin Ihr Freundin, Marian. So, so. Wollen Sie sich nicht setzen? Hallo, da bin ich also frei. Ihre Frau Mutter ist nicht da. Meine Mutter? Nein, die ist nicht da. Ja, wird sie lange ausbleiben? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ja, ja. Ein rechter Netzdorflichtes Scheibling. Ja. Ich soll Ihnen übrigens auch viele Grüße von meinem Mütterle ausrichten. Dankeschön. Sie wäre gern mitkommen, aber es ist leider aus gewissen Gründen nicht möglich gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Das wissen Sie schon, dass mir eine große Käserei hält. So? Ja. Haben Sie was gesagt? Nein, im Augenblick nicht. Aber
Aber ich tät schon gern schwätzen. Ja. Was denn? Ha, dass Sie ein rechter Netz Liebesmädle sind. So, okay, meine Freundin, die ist richtig hübsch. Ah, die ist gewiss. Hallo, ich meine, Sie sind auch recht hübsch, oh. Aber du, da gefällt mir so besser. Ja, Heidi Flächle, wissen Sie, dass Sie genauso aussehen, wie ich Sie mir vorgestellt habe in meinem Geist? Nicht möglich. Doch, akkurat so, sondern die Eigle haben wir so vorgestellt. So lieb und so treu. Also, meine Freundin, die gefällt Ihnen. Ah, und ob? Sie gefallen mir sogar so mäßig. Sie gefallen mir auch nicht schlecht. Ja, alles ist gut. Oh, Lele, jetzt kann ich aber beim besten Willen nicht mehr länger warten. Ich habe nämlich mit meinem Mütterle ausgemacht, dass sie mir heute noch im Roten Ochsen anruft. Damit sie was erfährt, gell, Letze? Wissen Sie, im Ochsen logier ich. Aha. Ja. Aber jetzt lebt wohl ihr zwei. Morgen komme ich wieder. Hoffentlich. Hoffentlich warten Sie dann nicht wieder umsonst. Sie, die Zeit ist mir vorher gar nicht lang geworden. Wissen Sie, was ich meinem Mütterle am Telefon sagen will? No? Du hast mir ein goldiges Breitle rausgesucht. Das sagen Sie wirklich? Ha, freilich, so war ich der Jakob Schwelble mit. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja. Das ist gewiss. Jetzt ist so was. Das ist jetzt schnell gegangen. Der hat sich tatsächlich in dich verliebt. Ja, weil er gemeint hat, ich bin du. Nein, nein, du hast ihm schon wirklich gefallen. Meinst du? Natürlich. Ja, du, ich nehme den Schwarm auf gar keinen Fall. Den überlasse ich dir ganz ohne Neid. Das heißt, wenn du magst. Dann mögen der den vielleicht schon. Na also, dann greif doch zu. Reich ist er, verliebt ist er in dich. Nett ist er auch. Du, was willst du denn eigentlich noch mehr? Ganz wohl ist man nicht bei der Geschichte. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ja, ja, du, der kehrt da schon. Vierti, Fanny, ich muss jetzt holen. Vierti, Schwabenbraut. Gott sei Dank. Ich glaub, den Hochzeiter bin ich los. Aber wir kommen jetzt zu meinem Martin. Wird noch der reinste Stierkampf werden mit meinen Herren Eltern. Jesus, da kämen sie schon vom Ausschuss daher. Vater, geschwind! Vater! Ah, wo brennt's denn? Du, da schaut raus, da kämen wir schon. Keine Brotzeit am Tisch und keine Schreibzeit. Die Brotzeit ist hergerichtet draußen in der Küche. Soll ich es gleich reinbringen? Na, bringst du es erst nach der Sitzung. Sonst fressen sie bloß und kein Rhythmus. So. Du hast der Schreibzeug, Vater. Ja. Und sagst der Mutter, dass uns jetzt niemand stören darf. Ja, ist recht, Vater. Herrschaftszeit, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt horcht's bestimmt. Grüß Gott, lieber Bürgermeister. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Sie. Grüß dich, Simon. Grüß dich, bitte schön, nimm ins Platz, Herr Pfarrer. Danke. Simon, grüß dich, Gott. Grüß dich. Ja, wenn die Herren einverstanden sind, können wir gleich beginnen. Ja, jawohl, gehen wir's an. Machen wir's, ja. Jawohl, hoffentlich sind wir bald fertig, dass ich wieder zu meinem Teig heimkomme. Geh, trag uns Ruhe nicht aus, Bäckertatschi. Nimm dir ein Beispiel am Riedlechner, den pressiert's nie. 14 Tage steht mein Bulldog schon bei ihm in der Werkstatt. Ja, du kriegst ihn schon. Da brauchst du nicht so saut am Ohren vom Herrn Pfarrer, oder? No, er meint's ja nicht böse. Man muss auch einen Spaß verstehen, ne? Ja, das sag ich auch. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Res? Was für ein Res? Schon gut, mein Bester. Ein lateinisches Missverständnis. Ach so, ja. Ja. Also, meine Herren, es ist eine sehr peinliche Geschichte, deren wegen ich Sie hergebeten habe, nachdem Sie ja auch gewissermaßen dazu berufen sind, über das sittliche Leben in unserer Gemeinde zu wachen. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich mich in diesem Punkt auf Sie verlassen kann. Jawohl. Also zur Sache. Wie mir mein Amtsbruder aus Blaubeuren schreibt,
musste im Schwäbischen drüben eine gewisse Frauensperson wegen ihres lockeren Lebenswandels nach wiederholter nächtlicher Katzenmusik fluchtartig das Dorf verlassen. Na ja, die Bürger haben sie sozusagen vertrieben. Ja, das ist bloß recht und billig. Ja, mit solchen Frauenzimmern muss man kurz einen Prozess machen. Jawohl, die geben bloß ein schlechtes Beispiel. Das verjagte Frauenzimmer ist allerdings vor vielen Jahren als Mädel hier bei uns in Scheibling als Dienstmagd gewesen. Ja, und das ist für mich der Kernpunkt der ganzen Frage. Wieso? Die hat nämlich ein zusammengebundenes Päckchen Briefe zurückgelassen, die sie in der Eile ihrer überstürzten Abreise vergessen haben wird. Was sind denn das für Brief? Ich muss mal noch gar keinen Auftrag geben. Aber mit den Augen hast du mir zublinzelt und da kennen wir schon aus. Ja, und? Was ist nachher das für eine Hochzeit? Der Babette Schwelble, ihr Sohn, sie haben im Schwäbischen drüben in Lauterbach eine Großkäserei. Die größte auf 10 Stunden im Umkreis. Was du nicht sagst? Ja, jeden Tag kann der Hochzeiter angereist kommen. Er hat mir's versprochen, er kommt gleich und schaut sich Sach und das Mädel an. Prima, Keilerin. Na, gehst jetzt mit mir in die Küche, dass ich dir einen Kaffee gibt, den hast du verdient. Und die 2000 Mark dazu. Und den kriegst du bei der Verlobung. Bitte schön, komm es nur rein, Herr Doktor. Ja, es fehlt Ihnen doch hoffentlich nichts, lieber Hegemoser. Na, Gott sei Dank. Aber ich brauche Sie deswegen doch, Herr Doktor. So? Ja, zu was denn? Ja, nun, jetzt sitzen Sie jetzt erst einmal gemütlich hin. Nachher, na, trinken wir einen Schnapserl miteinander. So, Dali. Jetzt, also, Prost, Herr Doktor. Prost, Herr Jamoda. Also, das, was ich Ihnen zum Sagen hätte, ist so quasi eine Lebensbeichte. Ich bin aber kein Beichtvater, lieber Helga Moser. Ja, das macht nichts. Guter Doktor kuriert dann jeden Schmerz. So. Ja. Ja, also, wo fehlt's denn dann? Also, jetzt passen Sie auf. Vor rund 20 Jahren ist da bei uns in Scheibling, beim Deininger, eine Magd im Dienst gestanden. Wimmer Teres hat sie sich geschrieben. Sie ist aus dem Schwäbischen gekommen. Im Ort hat man es halt allgemein die Schwarze Resi geheißen. Schwarze Resi? Ja, sie war ein resches Frauenzimmer, direkt zum Anbeißen. Ach ja, richtig, das erinnere ich mich freilich. Ja, die Männer waren alle ganz narrisch damals auf die. Ja, nun, ich bin halt damals auch noch ein bisschen jünger gewesen wie heute. Na ja, ganze 20 Jahre. Ja, eben, wie man so sagt, im besten Alter, voller Saft und Kraft. Das glaube ich. Ja, freilich. Kurz und gut, wir haben Gefallen aneinander gefunden und nachher ist Unglück geschehen. Ah, da liegt der Hase im Pfeffer. Eure Bekanntschaft ist nicht ohne Folgen geblieben. Ja, leider. Respekt. Ja, eines schönen Tages, da habe ich aus dem Schwäbischen, da ist nämlich nie mehr, wie es soweit war, die freudige Nachricht gekriegt, dass die Schwarze Resi mit einem Buben niedergekommen ist und dass als Vater niemand anderer in Frage kommt als wie ich. So, so. Ja, nachdem ich mich von meiner ersten Überraschung erholt gehabt habe, da bin ich damals zum Herrn Pfarrer Eichbichler im Pfarrhof rüber und habe ihm die ganze Geschichte brühwarm erzählt. Ausgerechnet dem Herrn Pfarrer? Ja, irgendwem habe ich ihm mein Herz ausschütten müssen. Nicht? Und der Herr Pfarrer Eichbichler war ja ein verständiger Mann, ein kommoder Herr. Mit dem hat man schon reden können über sowas. Also. Ja, er hat mich angehört. Gelobt hat er mich nicht. Und dann hat er gesagt, es wäre nicht notwendig, dass meine Frau was davon erfahrt. So. Ja, wie denn? Ja, er hat halt der Resi einen trostreichen Brief geschrieben und dann hat er alle Monat für mich die Alimenten geschickt. Was? Doch nicht aus der Armenkasse? Nein, zahlen habe ich schon selber müssen. So. Aber er hat es halt für mich auf Bus gebracht, weil es ja aufgefallen war, wenn ich selber, Sie verstehen mich schon. Ja, natürlich, freilich. Ja, sagen Sie mal, und Ihre Frau, die hat nie was von der ganzen Geschichte erfahren? Nein, Dankeschön. Ich hätte ja keine ruhige Stunde mehr gehabt in dem Haus. Sie hat heute noch keine Ahnung. Nur gut, dass Sie einen Pfarrer gehabt haben. Ja, schade, dass er vor einem Vierteljahr gestorben ist. Tja, leider. Ja, wer bringt jetzt mein Geld auf Post? Ja, zahlen Sie denn für einen 20-Jährigen immer noch? Ja, wenn's mir doch geschrieben hat, dass der Bursch studiert. Auf geistlich.
Muss ich doch. Jetzt geht mir ein Licht auf. Soll ich es als Zahlmeister für Sie einspringen? Ja, Herr Doktor, zu Ihnen hätte ich das Vertrauen. So. Ja. Psst. Gehst du gleich hinten aus, gell? Ja, der Herr Doktor ist da. Grüß Gott, Bayern. Grüß Ihnen gut, Herr Doktor. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, ja, der Herr Doktor hat einmal reingeschaut. Oben alle gesund sein. Soll vorbeigehen, Stippvisit. Ihr Mann hat mich rufen lassen, weil ihn was gedrückt hat. Jesus, nein, gedrückt hat dich was. Du hast mir ja gar nichts gesagt davon. Am Ende ist gereichert davon heute Mittag. Na, das glaube ich weniger. Also, das, was ihm im Magen liegt, das ist schon ein bisschen älter. Na, vielleicht wäre Kamillentee gut. Nein, nein, nix da. Der Herr Doktor weiß schon, was er zu machen hat. Natürlich weiß ich das. Also, wir halten es dann so, wie wir es besprochen haben. Hm? Ich komme noch zu Ihnen rüber. Wegen einem Pulver. Was für Pulver? Hab ich Pulver gesagt? Ja. Ja, wegen dem Pulver, was mir der Herr Doktor für meinen Druck im Morgen verschrieben hat. Ja, man muss ja was tun für Gesundheit, gell? Sehr ja. Vernünftig, Herr Moser. Ja. Ausgezeichnet. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Meine anderen Patienten warten nämlich schon. Ja. Also dann. Grüß Gott, Bernhard. Für Gott, Herr Doktor. Ja. Und Dankeschön fürs Reinschauen, Herr Doktor. Für Sie noch gut. Ich komme noch gleich. Das ist ein netter Herr, gell? Ja, das ist er. Was hat er dir denn für deine Schmerzen verordnet? Ah, nichts Besonderes. Ich darf essen und trinken, was ich mag. Ein Schnaps auch? Ja, der Schnaps ist grad gut. Aber nicht rauchen, gell? Jo, rauchen, was ich mag. Bloß nicht ärgern. Ist alles nervös. So. Na, jetzt brauchst du dich auch nicht ärgern. Ich hab nämlich eine angenehme Nachricht für dich. So. Ich habe einen Hochzeiter für Fanny. Ja, woher denn so das geschwind? Das tut nichts zur Sache. Hauptsache, er hat ein Geld. Aus dem Schwäbischen ist er. So, so. Seine Mutter hat eine Großkäserei. Ja, das lässt sich hören, ja. Das glaube ich. Und jetzt werde ich leider Fanny sagen, damit sie weiß, wer es dran ist. Ja. Fanny! Ja. Geh mal rein da in den Stumm. Was ist denn, Mutter? Laus dir, du Miserablix. Miserablix. Was hat's denn? Der Vater hat mir schon gesagt, was du für eine bist. Wer ich bist? Was? Eine heimliche Liebschaft hast mit dem Lehrer, der wo dein Vater alles zu Fleiß tut. Der Herr Lehrer, der hat doch noch nie... Doch, der Lehrer ist schuld, wenn ich mich langsam zu Tod sauf. Ärger. Ja, ja, gerade war der Doktor bei deinem Vater. So weit ist schon mit mir. Ja, wo fällst du den Vater? Ja, überall. In der Galle und die Leber und... weil mich so viel ärgern muss. Fanny. Ich sag, dass die Liebschaft mit dem Lehrer hört sofort auf. Nein, die hört nicht auf. Deine Tochter. Ja, die deine vielleicht nicht. Ja, hoffentlich ist es. Aber ich muss jetzt ein bisschen nass an frische Luft. Der Rinder trifft mich nur der Schlag. So, komm, Madl, da sitzt ihr mal was her. Was hast du denn? Jetzt reden wir zwei noch ein Wörtel miteinander. Nur eins. Jawohl. Also, Fanny, du bist jetzt 27 Jahre alt, kannst also wirklich schon ans Heiraten denken. Na also, das will ich ja. Ja, aber nicht an Lehrer. Sondern einen, der deine Eltern passt. Ja, und an solchen habe ich dir rausgesucht. Was? Ja, wen denn? Na, er kommt die Tag zu uns nach Scheibling. Also keinen hiesigen? Nein, keinen hiesigen. Dein Zukünftiger ist aus Schwaben. Tch, wenn er mir da nicht gefällt? Er wird dir schon gefallen. Und wenn er dir nicht gefällt, heiratst du ihn erst recht. Das wären nämlich die besten Ehen, verstehst? Rotznasen, schnappig. So was, ich lass mir doch im 20. Jahrhundert meinen Mann nicht von der Mutter raussuchen.
Bursche. Fanny! Herrschaftszeiten, wo ist er denn wieder, der Malefizkataster? Ja, da ist er ja. Was ist denn, Vater? Also, Fanny, pass auf. Der Herr Pfarrer Heitzinger hat mir sagen lassen, er geht heute um 4 Uhr mit dem Lehrer Furtner und mit ein paar anderen Ausschussmitgliedern zu uns kommen. Mhm. Riecht's ein bisschen eine Brotzeit, ja. Ist recht, Vater. Aber sag, was will denn der Pfarrer bei dir? Das weiß ich nicht. Hat er irgendwas Wichtiges mit uns zu besprechen? Ne? Ist er vielleicht wieder mal dahinter gekommen, dass bei seiner jungen Haushälterin einer das Fenster probiert hat? Das geht ja mir besonders gegen den Strich. Du geh, red nicht so despektierlich daher. Der Herr Pfarrer hat ganz recht. Mit der Moral ist's nicht weit her in unserem Dorf. Mei, wenn ich da am Frühjahr denk. Aber Vater, glaubst du, dass vor 20 Jahren das gewesen ist wie heute? Vor 20 Jahren? Wieso denn gerade vor 20 Jahren? Ich mein halt so. Verliebte Leute, die hat's doch immer gegeben. Geh, red nicht so gescheit daher. Ich bin der Bürgermeister. Du musst für Zucht und Ordnung sorgen. Was ist denn? Fangst du flirren? Oh. Übrigens, wo ist denn Mutter? Ah, die ist geschwind zur Kramerin über, um ein Salatöl, weißt du? Zur Kramerin? Ja, da wird's vor 2 Stunden nicht wieder zurücksehen. Du, soll ich ihr was ausrichten? Ja. Sag ihr, ich bin zum Steinwicheln über. Der Geometer ist da, die Grenzsteine werden nachgemessen. Ist recht, Vater. Und das lass dir sagen, Fanny. Die Moral ist das Fundament des Staates, an dem man nicht rütteln darf. Nie! Heute hat es wieder mit der Moral, der Vater. Das ist sein Hobby, weißt du? Servus, Pfanner. Grüß dich, Martin. Kommst du schon zur Ausschusssitzung? Ausschusssitzung? Ah, richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Wo haben Sie denn wieder Ihre Gedanken, Herr Lehrer? Bei einer gewissen Hilga Moser, Fanny. Ja, ja, das klappt, erzähl ich. Du, gehst mit in Niederacher Forst? Was? Ja, zum Schwammerl suchen. Jetzt, vor der Ausschusssitzung. Bis dahin ist noch lang Zeit. Bist du allein daheim? Ja, im Moment schon. Ja, dann bin ich so frei. Na, so was Frechs. Wie du, wenn die jetzt wer gesehen hat. Auf der Straße ist kein Mensch. Und da herin bloß du und ich. Das ist die schönste Gelegenheit. Zu was denn? Zu einem Dutzend Bussel. Du sehen darf uns ja niemand. Sonst ist gleich wieder die Moral von Scheibling in Gefahr. Na, dann weg vom Fenster. Ofenbank ist ein idealer Winkel. Was? Ein Schmuswinkel. Mahlzeit! Ui! Schon wohl gespeist zu haben? Verzeihung. Das ist nicht schlecht, das muss ich sagen. Der Herr Lehrer Furtner und meine Fanny busseln sie ab am helllichten Tag. Ja, mein Herr Bürgermeister, wir zwei haben uns gern. Jawohl, und zwar in Ehren. In Ehren? Ja, was bilden Sie sich denn eigentlich ein, Herr Lehrer? Ja, die Hilga Moser, Fanny, das wäre ein gefundenes Fressen für Sie, gell? Aber da wird in einer Schraube sauber bleiben Sie! Sie Schwammerl, Professor! Herr Bürgermeister, Ihre Worte sind dermaßen appetitanregend, dass ich meine Absicht, im Niederacher Forst nach Steinpilzen zu suchen, unmöglich länger hinausschieben kann. Entschuldigen Sie mich, bitteschön. Martin, bleib. Herrn! Ja, vielleicht darf ich Sie heute Abend zu einer schmackhaften Suppen, Schwammerlsuppen sogar, mit Knödel einladen. Bei mir kocht der Chef. Servus, Fannerl. Geh, Vater. Ja, bist den Lehrer schlagst du aus dem Kopf. Da draus wird nie und nimmer was. Na, wer eine alte Jungfer? Du, das glaube ich nicht. Ich bleib bei Martin. Und volljährig bin ich doch auch, du, oder? Ich fitz der Dreck, hast du es aber knapp beieinander, gell? Sitz, auf dem Lehrer spinnt's. Ausgerechnet auf den, wenn alles zu Fleiß tut. Und Schwammerl brocken muss ja gehen. Im Niederacher Forst, wo es doch verboten ist. Und den zeig ich an, gell. Der muss einen Verweis kriegen, gell. Der muss versetzt werden, der muss strafversetzt werden, am besten nach Afrika. Was schreist denn so? Weißt du, wen ich gerade erwischt habe? Na? Unser Fanny und den Herrn Lehrer Furtner. Da hinten sind sie gehockt auf der Ofenbank und haben sie abpustelt. Ja, was fällt denn dem Marlein mit dem windigen Lehrer? Das ging uns gerade noch ab. Ich sag ja, gerade der nicht einmal ein Verbot respektiert. Was hat er denn schon wieder gemacht? Also, ich hab doch am Eingang zum Niederacher Forst, der den Grafen Thüring gehört, ein Tafel aufstellen lassen mit der Inschrift: In diesem Forst ist das Bärensammeln und das Sammeln von Pilzen strengstens verboten. Warum?
Ja, weil der Herr Graf nicht haben will, dass in seinem Wald Wildschau gemacht wird, nicht? Ja, und? Was hat denn da der Lehrer damit zu tun? Vorgestern sagt er zu den Kindern in der Schule, sie bräuchten sich um das Verbot nicht kümmern. Der Wald und alles, was drin wächst, wäre nicht bloß für den Herrn Grafen, sondern für alle Leute da. Das ist ja ein Revoluzer. Mhm. Und der will unsere Tochter heiraten? Ja, da wird ihm der Schnabel sauber bleiben. Ja, da müssen wir für einen anderen sorgen. Ja, aber woher so geschwind einen nehmen? Lass mich nur machen. Ja, schau, dass du einen anderen findest, dass er Ruhe wird mit dem Malefizdirndl. Die muss jetzt untertauchen. Na, ist dieser Kreuz. Grüß Gott, Bürgermeister. Ja, du bist es, Pfeilerin. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Was schaust du denn so? Hat's was gegeben? Weiß Boris, bandelt unser Fanny mit dem Lehrer an. Aber ich mach denen schon einen Strich durch die Rechnung. Was hast du denn vor mir, Madl? Heiraten muss. Ja, das hilft gegen das rebellische Blut. Du, da sitzt dir mal her. Du hast mir doch gerade neulich gesagt, du bist jetzt einen reichen Hochzeiter. Stimmt. Aber zuerst möchte ich halt wissen, was ich krieg. Ja, was verlangst denn? Der denn, wo ich mein, der ist schwer reich. Jetzt kriegt er mal fürs Erste 200.000 Mark bar. Später, wenn seine Mutter stirbt, erbt das Doppelte. So, so, das lässt sich hören. Also, dann meine ich, wenn du mir 2.000 Mark gibst. 2.000? Ja. Na, von mir aus abgemacht, kannst du die Geschichte gleich einfädeln. Ist schon eingefädelt. Ich hab mit ihm und seiner Mutter schon geredet. Du bist gut. Ich hab dir durchs Letzte... Ich gang raus, gell? Hallo? Ja, wenn's Ihnen nichts ausmacht. Unsertwegen können Sie ruhig da bleiben. Komm, Martin. Aber Sie, ein liebes Mädel, haben Sie sich da rausgesucht. Gell? Und dann werden Sie auch begreifen, dass ich das Mädel heirate. Ha, freilich, oder na? Wenn Sie das Mädel gern haben, meinetwegen, ich stand da bestimmt nicht im Weg. Mensch, ist das Ihr Ernst? Hab ich nicht gesagt. Aber Sie? Küssen können Sie fein gut. Sie, da will ich gar nicht mehr länger stören. Auf Wiedersehen. Ja. Also, da kannst du wirklich was lernen. Also, so werde ich es auch machen. So, den sind wir los. Ja, das glaubst du? Du, der Vater und Mutter, die bestehen drauf, dass ich den nehme. Gibt's nicht. Dagegen habe ich ein Mittel. Was? Da, schau. Mit dem Backelbrief brauche ich deinem Vater nur winken. Und er ist brav wie eine Lampe. Okay, wieso denn? Ja, glaub's nur. Ich habe gerade bei deinem Vater einen Versuch mit diesem Corpus Delicti gemacht. Seine Ablehnung hat sich beinahe in Zuneigung verwandelt. Wirklich? Ja, und wenn ich ihm das Backel noch ein paar Mal unter die Nasen halt, dann gibt das bestimmt noch zu, dass ich die heirate. Nein, du, das war kaum zum Glauben. Na, glaub's nur. Jetzt für dich. Für dich, Schatz. Ui, jetzt ist doch im Urteil. Geh lieber durch die Küche aus. Dir tue ich jeden Fall. Geh! Gott sei Dank. Ich glaub, sie hat nichts gesehen. So, grüß dich, Fanny. Grüß dich. Das Kirchen schon aus? Ja, das siehst du ja, sonst wäre ich doch nicht da. Ah, ja, freilich. Ist wer da gewesen? Da gewesen? Nein, niemand. Merkwürdig, wo der noch bleibt. Wer denn? Dein Zukünftiger. Ach, der, der war ja gestern schon da. Was? Und da sagst du mir gar nichts? Ja, mei, der hat mit dir reden wollen, aber du warst ja nicht daheim. Und dann ist er wieder gegangen. Mara und Josef, der wird doch wieder kommen. Ja, gerade vorhin war er wieder da. Und ich war wieder nicht daheim. So ein Pech, hä? Na? Hat er dir gefallen? Mei, ich hab nicht so genau angeschaut. So nicht genau angeschaut hast du. Und warum nachher nicht? Weil er mir ganz wurscht ist. Ach, der ist dir wurscht, wo du denn doch heiraten sollst. Ich mag aber nicht. Du, wie redst denn du mit deiner Mutter? Genauso wie meine Mutter mit mir redet. Jetzt fangst gleich an, gell? Du, wenn's mit der Schlagst, die heirat dein Kastandler nicht. Ihr schrei am Altar noch nein. Ach so. Na, mir bleibt der Verstand stehen. Oh ja, die ist im Stand und tut's. Freilich. In ihrem Alter war ich genauso närrisch. Jetzt sind sie nicht mehr da. Aber wie der sie geküsst hat, also in einem Trumpfort, so werde ich es auch machen. Ich glaube, das würde ich auch fertig bringen, wenn ich mich ein bisschen zusammennehmen würde. Fräulein Fanny! Ja?
Besseres. Sie? Da kommen Sie mal bitte schön zu mir her. Ja? Du! Ich kann's auch. Ich kann's so gut wie der andere. Ich kann's sogar noch ein bisschen besser. Aber Herr Schwäble, was fällt dir denn ein? Hat das? Hör doch, was sagen Sie da dazu? Na, da hört sich schon alles auf. Ja, gib's gleich herum. Wie können Sie sich denn erlauben, mich da so mir nix, dir nix abzubusseln? Aber Mädel, das ist doch bloß, weil ich dich so budelnarisch gern hab. Aber Herr Schwäble. Und du? Magst du mir nicht auch ein bisschen? Jo, ein bisschen schon. Wirklich? Ist das dein Ernst? Ganz ehrlich, du hast mir gleich gefallen, wie ich dich gestern zum ersten Mal gesehen hab. Und weißt, was mir am besten gefällt an dir? Deine Sprache! Ja, du liebst ärgerte Verbieberer! Jetzt bin ich aber der glücklichste Schwabe, der ganze Schwabe nennt. Neu, so frei. Jetzt gibst du mir aber gleich nochmal eine Kissle. Wenn's meinst. Jetzt musst du aber auch mit meinem Vater und mit meiner Mutter reden. Ja, das will ich gleich da. Ich muss bloß vorher noch mit meinem Mütterle telefonieren. Ja, telefonieren kannst du ja da auch. Nein, ich kenn doch deine Eltern noch gar nicht. Da mach ich nicht gleich Kosten für ein Ferngespräch. Außerdem muss ich ja noch mein Käferle aus dem Obser holen. Ja, das tust. Aber dann kommst gleich wieder. Ich muss dir nämlich nachher ein Geständnis machen. Ja. Du darfst mir aber nicht böse sein. Aber wie soll ich dir böse sein? Wo ich dich doch so gern hab. Du bist schon mein Bester. So etwas. Ich weiß gar nicht mehr, warum mir der Kopf steht vor lauter Aufregung. Das hätte man auch nicht treiben lassen, dass ich noch einmal so ein Bild sauberes Freile kriege. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, sind Sie Frau Bürgermeister? Ja, die bin ich. Ich bin's Jaköble. Jaköble? Jesus, sind Sie am Ende? Ja, der bin ich, du Schwelme von Lauterbach. Na, wie mich das aber gefreut. Ja, grüß Sie nicht. Ja, grüß Gott. Da sitzen Sie nicht her. Ja. Ich bin gerade fort gewesen, wie Sie kommen sind. Ja, ich hab's gehört. Ja, ganz umsonst haben Sie gewartet. Ist Ihnen die Zeit doch nicht lang geworden? Nein. Ich hab meine Zeit gut ausgenutzt. Ich habe mich derweil mit meinem zukünftigen Bräutle unterhalten. Ja, das habe ich schon erfahren. Schauen Sie, Herr Schwelbe, Sie dürfen den Mädel nicht übernehmen, wenn sie sich ein bisschen ziert. Sie ist halt manchmal ein bisschen komisch. Nein, da fällt sich nichts. Wir zwei sind ein Herz und ein Sinn. Was? Ja, gerade vorher hat sie mir gesagt, dass sie mich gern hat. Nicht möglich. Wir hätten sogar schon Schmätzle gegeben. Na. Wieso ist das so verwunderlich? Ja, ich wundert mich bloß, weil das Mädel gerade zu mir gesagt hat, sie will ihnen nicht und sie sind ihr ganz wurscht. Was sagen Sie da? Ja? Nein, Frau Bürgermeister, das muss ein Irrtum sein. Also, ich habe mich extra dringend gebeten, ja gleich wiederzukommen und mit ihrer Eltern zu schwätzen. Also, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Servus. Launen. Herr Schwäble, vielleicht darf ich Ihnen einmal Ihre Kammer zeigen. Es ist alles schon hergerichtet. Hallo, bin ich einverstanden. Übernachtet so nicht gerne im Gasthaus. Aber zuerst muss ich noch mein Köfferle holen und dann müssen Sie mit meinem Mütterle telefonieren. Ja, das deren. Ja. Und glauben Sie mir, in 4 Wochen ist Hochzeit. So war ich der Jakob Schwäble bin. Ob die Fanny drum ist. Ich muss jetzt doch einmal fragen. Mich treibt's umeinander. Ich bin ein Schwerverbrecher. Wenn das rauskommt, kann ich meinen Scheibling überhaupt nicht mehr sehen lassen.
Pfeifen schmeckt mir auch nicht mehr. Das ist ein schlechtes Zeichen. Simon. Ja, du bist es. Generell. Ja, ich bin's. Ich muss mit dir reden. Ja, du. Setz dich her, du. Weißt, das ist. Es ist wegen dem Brief. Ich sag's, wie es ist. Von mir sind auch ein paar dabei. Was? Von dir auch? Nein. So ist's recht. Wir sind manchmal so geht, gell? Ich war damals in die besten Jahre und. Hui, Zauber! Du? Nein, nicht ich. Die schwarze Rese. Das kannst du nicht länger. Nein, gewiss nicht. Ja, und aus Holz ist man halt auch nicht, gell? Weißt du, wie es so geht, wenn man jung und hitzig ist, nicht? Und sechs die Fieber hat. Ja, und nicht mehr rauskommt aus die Hitzen. Ja, aber jetzt hast du schon wieder eine Normaltemperatur. Also, jetzt red halt weiter. Also, wie gesagt, mein Fehltritt vor 20 Jahren, weißt, wo ich gar nichts dafür kann, weil ich ja gar nicht nüchtern war damals. Der sollte jetzt auf einmal nach 20 Jahren wieder ans Tageslicht kommen. Okay, das ist doch ganz undemokratisch. Findest du nicht auch? Na ja, ganz recht hast. Aber ich habe mit meiner Ansicht nicht hinter den Berg gehalten, wie der Herr Pfarrer dabei gesessen ist. Hättest du mich ein bisschen unterstützt, aber da hat er keinen Maul aufgemacht vorher. Ja, nein. Und was das Allerschlimmste ist, ein Bub ist bei der Geschichte rausgekommen. Ein Bub? Ja. Ein Knabe? Ja. Sie hat mir's aus dem Schwäbischen geschrieben, wo es hinverzogen ist, dass ich der Vater von ihrem Buben bin. Jetzt so was du. Ja. Jetzt weißt du, Simon, wie ich da bin. Meine Alte, wenn die es erfahrt, mein Gott, die frisst mich auf dem Kraut. Ja, mein, dann wirst du halt gefressen, nicht? Nein, Simon, nicht. Mein Freund, wenn's bist, dann hilfst du mir, weißt du. Du kannst das ganze Jahr, kannst du den Traktor bei mir umsonst reparieren lassen. Aber helfen musst du mir, gell? Das darfst nie nicht aufkommen, nie. Verstehst du, sonst bin ich nämlich geliefert. Grüß Gott, Simon. Der Bäcker-Tatschi. Komm schon her. Ach so, du bist nicht allein? Ja, was führt denn dich da her? Ich hätte gern unter vier Augen geredet. Ich komm nachher wieder vorbei. Nein, bleib nur da. Ist was Geschäftliches? Nein, es handelt sich mehr um so eine saudumme Geschichte. Ich komm jetzt nicht drüber auslassen. Aber ich muss mit dir reden. Sonst ersticke ich dran. Peter? Ja. Sölbeck! Hier? Sind von dir auch Brief dabei in dem bewussten Backel? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Bleib nicht. Ich sehe das am Gesicht an, dass so ist. Mhm. Also du auch. Ja, wer denn noch? Ich. Jetzt sagt's einmal, schämt ihr euch gar nicht. Schämen, das schon? Ich weiß nicht. Ich kann mich gar nicht recht erinnern. Bei mir kommt noch das Dumme dazu, dass sie einen Buben von mir hat. Einen Buben? Ja. Sie hat mir damals geschrieben, dass ich der Vater von ihrem Buben bin. Ja, das hat sie mir auch geschrieben. Und mir auch. Was? Du bist auch dabei. Wo die Gemeinde ist, ist auch der Bürgermeister. Jesus, Jesus. Ja, der Bub hat ja einen ganzen Verein zum Vater. Ja, wer ist noch der Richtige von uns drei, hä? Also medizinisch und juristisch kann's bloß einer sein. Aber der welcher? Ein Lurer ist schon, gell? 16 Jahre lang habe ich pünktlich jedes Monat 80 Mark gezahlt. Und ich 100. Und mir hat's auf 120 genau gekannt. Und du hast brav gezahlt. Was hätte ich denn machen sollen? Aufs Gericht laufen, dass mein Alte erfährt. Ja, freilich, das wäre auch nicht gegangen. Jetzt sag einmal, dass du so wenig hast zahlen müssen. Nee, ich bin halt auch kleiner. Hast jetzt du nach 16 Jahren zum Zahlen aufgehört? Hätt's wollen, aber indem, dass der Bub so hochintelligent ist und studiert, muss ich weiterzahlen. Das hat's mir geschrieben.
Ja, das hat's mir auch geschrieben. Und mir auch. Dann haben wir weiterblecht. Auf die Weise hat die schwarze Resi 20 Jahre lang auf unsere Kosten schönste Leben gehabt. Ja, das ist jetzt vorbei. Sag uns lieber, was wir machen können, dass die Geschichte aus der Welt geschafft wird. Red, Simon, was soll geschehen? Du bist der Bürgermeister. Ja, du bist der Gescheitere, darum haben wir dich ja gewählt. Ja, jetzt lass mir grad Zeit, dass ich mich besinnen kann. Lass mich mal allein. Da trinke ich ein paar Himbeergeist. Vielleicht habe ich dann eine Erleuchtung. Also gut, dann gehen wir. Aber viel Zeit hast du nicht zum Nachdenken, gell? Die Briefe können jeden Tag einpassieren. Wir schauen am Abend noch einmal vorbei, gell? Vielleicht hast du bis dahin deine Erleuchtung. Also, fertig, gut, Simon, und vergiss uns nicht, gell? Adieu, Simon. Und lass dir was einfallen, gell? Ja, geht's nur zu, ihr stillen Teilhaber. Also, am liebsten würde ich mich in ein Mausloch verkriechen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Bürgermeister Hilgermoser? Ja, der bin ich. Was glauben Sie auch, wer ich bin? Ja, Schwab sind Sie auf alle Fälle. Aber eine. Meine Mutter schickt mich. Sie lässt sich schön grüßen. Und sie sollen mir halt in Gottes Namen als ihr Kind aufnehmen. Was? Was, mein Kind? Das ist er. Das ist er da, der Vereinsbuhr. Übrigens, wie geht's denn auch Ihrem Mann? Ach, der hat sich jetzt ein bisschen niedergelegt. Ich hab ihm einen nassen Kopfumschlag gemacht. Ja, was ist denn auf einmal übers Leberle gekrochen? Ich weiß nicht. Bitte schön. Dankeschön. Vor einer Stunde, bevor Sie daherkommen sind mit Ihrem Kuffel, war er nur ganz normal beieinander. Ja, ich hab ihn bloß grüßen lassen von meinem Mütterle, da er sich gleich über den Schreibtisch umbucken müssen. Und wie ich ihm gesagt habe, dass Sie der Hochzeiter von der Fanny sind, da ist er ja fast ganz übergeschnappt. Das ist fein merkwürdig. Ja. Vom Roten Ochsen haben sie einen Buben geschickt. Eine gewisse Frau Schwelble lässt ausrichten, sie kommt heute noch. Heidi, Flegle, mein Mütterle. Ja, warum ruft denn die nicht gleich bei uns an? Das geht dich nichts an, schau, dass du rauskommst. Ja, ich geh ja schon. Tja, fragen wird man doch noch dürfen. Ich hab nämlich vergessen, mein Mütterle eure Telefonnummer zu geben. Also, was sind die Dienstboten heutzutage erlernt, das geht auf keine Kuhhaut. Hauptsache, sie hat's richtig bestellt. Mutter kommt? Tatsächlich kommt's. Ja. Heute schon? Ja, sie kommt mit dem Zug. Sie fährt nicht gern mit dem Auto. Na, das ist recht. Dann sind wir gleich alle beieinander und können die Hochzeit gleich aushandeln. Ja, das ist gut. Könntet Sie mir nicht sagen, wenn's nächste Zügle ankommt? Sie, da haben Sie nicht mehr viel Zeit. Da darf es gleich gehen. Na, dann will ich gleich laufen, damit Sie ja nicht versäumen, gell?
Hat er auch gut? Hat er schon gefeiert? Aber wie kommst jetzt du daher? Na, mein unser eins kommt weit rum. Ja, ja, es hat aber nicht mehr Zeit, dass wir noch ein bisschen schwätzen täten. Ich muss mich auf der Bauernhof mein Mütterle abholen. Für Gottle? So, so, seine Mutter kommt. Also, dann seid sich schon einig. Ja, so ziemlich. Ja, was sagst du? Hab ich dir was Richtiges rausgesucht oder nicht? Ja, glaub schon. Na, also? Hast du das Geld gleich da? Was für ein Geld? Meine 2000 Mark, wie wir es ausgemacht haben. Ach so, dein Schmuserlohn. Ja, no, ich hab schon was daheim, aber so viel nicht. Da musst du schon noch warten. Wie viel hast du denn gleich auf der Hand? Mehr wie 1000 werden es nicht sein. Was? Bloß 1000 Mark? Nein, nein, mein Lieber, so haben wir nicht gewählt. Jetzt pass mir auf, Uschi. Wenn ich dich verklag, dann musst du alles zahlen. Und die Kosten noch dazu. Wenn's gescheit bist, gibst mir jetzt 1500 Mark auf die Hand, dann sind wir quitt. Ach, in Gottes Namen, dass er ruhig ist. Geh gleich mit mir, du Häusabschneiderin. Ich komm schon, du Geizkrank. Du Geiz. Da höre ich kein Wort reden. Ich schwanzle bestimmt wieder um den Schwelble rum. Nein, hoffentlich nimmt man den Marian ab. Da sind wir uns ähnlich. Jawohl, und wenn's wieder mal was brauchst, du weißt ja, wo ich zu finden bin. Ja, das ist das Banal. Ich gratuliere dir recht schön zu deinem Hochzeiter. Dankeschön. Bitteschön. Ja, dann kaufen wir mal ein Bier. Die haben wir ehrlich verdient. Ja, drück die Kundschaft. Vierte. Vierte. Du sag mal, Fanny, warum fobst mich denn du so? Warum? Ich hab dich doch nicht gefoppt. Na, freilich. Und ich bin dir richtig aufgesessen. Ich hab's dir wirklich geglaubt. Was? Dass du den Schwäbler nicht ausstehen kannst. Und dabei bist mit ihm ein Herz und ein Sinn. Aber Mutter, wer hat denn den Bären aufgebunden? Jetzt komm, Fanny, lass gut sein. Man muss den Spaß nicht zu weit treiben. Du, das war ein schöner Spaß. Wer hat denn sowas gesagt? Er selber, der Schwäbler. Abbusselt. Habt ihr euch auch schon, sagt er. Sagt er? Du, ich hab mit dem Menschen noch keine zwei Wochen geredet. Okay. Und mir hat er gerade vorher gesagt, du selber hättest ihm dein Lieb eingestanden. Okay, das ist nicht wahr, da hat er dich angeschwindelt. Das ist von A bis Z erlogen. Aber was steckt denn nachher da dahinter? Tja. Mir geht's wie am Vater. Bei mir hat sich scheint's auch was auf den Kopf geschlagen. Na, sowas. Kommt denn der freche Kerl dazu, mir sowas nachzusagen? Und dem will ich helfen. Fanny? Ja? Fanny? Ist der Herr Schwelble nicht da? Na, was willst du von ihm? Er hat gesagt, er kommt zu uns rüber. Zu euch? Fanny, sei mir nicht böse. Ich hab dir den Hochzeiter weggeschnappt. An Schwelble? Ja. Weißt, sie ist halt so über uns gekommen, bevor wir recht gewusst haben, wie. Jetzt gib mir ein Licht auf. Na, hast du also du abbusselt? Mehr eher mich. Weißt, das ja wohl lieb hinfällt. Da wächst kein Gras mehr. Bist du nicht böse? Aber Marian, du hast da gar nichts Gescheites machen können. Jetzt bin ich endlich los. Ja, Vater, was hast du denn? Nix hab ich. Mir Ruhe lassen wir. Sag einmal, du bist doch nicht krank. Frag nicht so viel, sonst wäre es noch. Vater, seid nicht gut Kirschen essen. Komm lieber mit in meine Kammer. Ich hab geglaubt, das zerreißt mir den Schädel. Wie mir mein Alte, mein Buben, als Hochzeiter von meiner Tochter vorstellt. Na, so eine Viecherei. Aber da muss jetzt ein Indien gehen. Froni, Froni, der schwäbische Ableger muss aus dem Haus. Froni! Ja, was ist denn los? Springen wir mal schnell zum Lehrer rüber. Ist recht. Halt! Was sagst du ihm denn? Sag, nix. Er soll gleich zu mir kommen. Ist recht. Und er soll das bewusste Backelprüf mitbringen. Was soll er mitbringen? Die Brief, Herrschaftszeiten, sperrt ein Jahr was schon auf, groß genug sind's ja. Hey, 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 also nur nicht gar so grob, gell? Der Lehrer ist jetzt der Einzige, der mir noch helfen kann. Also, Simon,
Da sind wir wieder. Wir möchten bloß nachfragen, ob du schon deine Erleuchtung gehabt hast. Das wird's jetzt noch gleich erfahren. Ich hab gerade um einen Lehrer geschickt. Warum das? Der hat nämlich die Prüf schon. Der hat schon. Aber. Aus ist. Wir stehen kurz vor der häuslichen Hinrichtung. Und weil ein Unglück nie allein kommt, ist jetzt der Bub auch noch da. Was für ein Bub? Was für ein Bub? Der von der schwarzen Resi. Ja, um Gottes Willen, was will denn der da? Sein Vater sucht er. Ja, ist das sein Vater. Aber wer ist denn das eigentlich? Ja, das muss jetzt einmal nachgeprüft werden. Selbig, du hast die Brillen auf. Suchen wir mal im schwäbischen Telefonbuch die Nummer vom Gemeindeamt in Blaubayern raus. Blaubayern? Ja. Ja. Blaubayern. Blaubayern, Vorwahl 07344. Gemeindeamt. Ja. 6051. 6051. Mein Lieber, jetzt macht er scharf. Ja, Fräulein. Hallo? Hallo, ja, grüß Gott, Fräulein. Ja, hier ist Bürgermeister Hilger Moser, Gemeinde Scheibling, Oberbayern. Geh, seien Sie so freundlich und verbinden Sie mich einmal mit meinem Amtskollegen. Was, Sie müssen Sie erst aus einer Sitzung holen? Ja, dann bitte schön, holen Sie ihn raus, es ist nämlich sehr peinlich. Dringend. Ja, ich bleib dabei am Hörer, ja. Du, Simon, wie ist jetzt das? Was soll jetzt nachher mit dem Buben geschehen? Ja, das ist Sache von seinem Vater. Ja, das sag ich auch. Na, schau, da ist schon die schwarze Resi, gell? Dass uns den Buben auch noch auf den Hals schickt. Eine Gemeinheit ist, jawohl. Hallo, hallo, wer ist dort? Ah, Herr Bürgermeister Zepf, persönlich. Ja, das freut mich. Ja, hier ist Bürgermeister Hilger Moser, Scheibling, Oberbayern. Ah, das wissen schon. Ja, na, sehr gut, jetzt passen Sie mal auf. Wir müssen hier wissen, wer von dem am 17. Mai vor 20 Jahren dort selbst geborenen Buben von der ledigen Dienstmagd Wimmer-Theres im Standesamtsregister als der Kindsvater eingetragen ist. Ja, genau vor 20. Ja, wie der Bub heißt, wissen wir nicht. Nein, nein. Wimmer-Theres schreibt sich die ledige Kindsmutter, die zu der Zeit in Blaubayern. Ach so, der Name ist Ihnen nicht unbekannt. Ja, uns auch nicht. Nein. Die ist unbekannt verzogen. Ja, und das geht's ja gar nicht. Wer als Kindsvater von Ihrem ledigen Buben dort eingetragen ist, müssen wir hier amtlicherseits wissen. Ja. Also, ich gebe uns wieder Bescheid. Ja, das ist nett. Ja, Dankeschön, Herr Kollege. Dankeschön. So, jetzt werden wir es ja noch gleich erfahren, wer sich zu dem Buben als Vater bekennen muss. Ich oder du? Oder der? Jetzt muss ich mich hinsetzen. Jetzt, ich hab noch nie was gekriegt vom Vormundschaftsamt. Ja, ich auch nicht. Ja, ich erst recht nicht. Grüß Gott allerseits. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Lehrer. Sie haben mich rufen lassen, Herr Bürgermeister. Um was geht's denn? Ja, also reden wir nicht lang rum. Es muss jetzt endlich einmal ein Ende hergehen. Von was? Na, Sie wissen schon, was ich meine. Also, Herr Lehrer, diese Malefizbriefe, die müssen um jeden Preis jetzt verschwinden. Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen schon mal gesagt, die Briefe gehören gar nicht mir. Aber wir sind die Absender. Ja, was? Und wir beschließen, dass die Briefe verschwinden. Jawohl, ja. Das tun wir. Jawohl, einstimmiger Mehrheitsbeschluss. Da sind die zwei Herren auch dabei. Ja, freilich, die hat es auch erwischt. Oh, so ein Pech. Im Gemeinderat. Also, was kosten die Briefe? Tut mir leid, meine Herren, die sind unverkäuflich. Das habe ich mir gleich gedacht. Jetzt muss ich zum letzten Mittel greifen. Herr Lehrer, sitzen Sie noch mal daher. Also, jetzt passen Sie auf, Herr Lehrer. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen tät, Sie kriegen meine Fanny, wenn die Briefe verschwinden. Der Preis ist allerdings sehr verlockend. Sie, das ist ein Sprengstoffanschlag auf meinen Charakter. Ja, dann sprengen Sie. Na, also gut. Abgemacht. Ich krieg die Fanny, der Riedlechner und der Selbig sind meine Zeugen. Jawohl. Und das Backelbrief da, das wird dafür verbrennt. In der Kicht raus ist im Herd der Feier, da schmeißen wir es gleich rein. Hat schon eingeschmissen.
voll sind sie nur mehr in Häufen Aschen. So, die Briefe haben aufgehört zu existieren. Ja, ja, Gott sei Dank. War jetzt euer Bürgermeister der Gescheitere. Dafür haben wir dich auch gewählt. Ja. Okay, und zwingt dem anderen, gibst du uns nachher noch Bescheid, gell? Ja, sofort, wenn ich Nachricht aus Blaubayern habe. Also gut, dann gehen wir. Schön gut beieinander. Ja. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt. Weiter, Bicke, Dati. Heik, die Bion aus. Das Feuerwerk muss gefeiert werden. So, Herr Bürgermeister, wie wär's jetzt heute Abend mit einer kleinen Verlobungsfeier? Na, das braucht's nicht. Ja, ja, das braucht's schon. Ich geh jetzt geschwind heim und zieh mir ein bisschen um, wie es für einen Bräutigam gehört, gell? Und das andere überlasse ich Ihnen. Also, Wiederschauen, Schwiegerpapa. Herrschaftszeiten. Mir ist ja nichts anderes übrig geblieben. Ich bringe das bloß meiner Alten bei. Ja, Herr Bürgermeister von Scheibling. Wer ist dort? Ach so, Blaubayern. Ja, ich höre. Was sagen Sie da? Am 17. Mai ist in dem fraglichen Jahrgang überhaupt keine Geburt eingetragen. Na ja, auf den Tag genau. Was? Die Wimmer-Theres hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Ja, wirklich nicht. Auch nicht ein ganz kleines. Ja, ja, Sie müssen es ja wissen. Ja, 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 da haben Sie aber jetzt wirklich eine große Freude. Ich meine, ich danke Ihnen schön, Herr Zipf. Dankeschön, Herr Kollege. Danke. Die hat überhaupt nie ein Kind gehabt. Ja, das ist gut. Na, sowas. Ja. Tja, da bin ich ja ganz unschuldig an der Sache. Ja, und dann ist ja der Schwab gar nicht mein Sohn. Da kommt er ja ungeniert die Fanny heiraten. Die Briefe sind verbrannt und alles ist in Ordnung. Pfeife schmeckt mir auch wieder. Ein reines Gewissen ist halt doch was Schönes. Aha, rauchst schon wieder? Siehst du ja, ich bin wieder am Damm. So, so. Nachher geht's dir wieder besser. Ja, ganz gut. Aha. Was ist mein Hochzeiter? Ah, der ist gerade auf Bonn über seine Mutter abholen. So, seine Mutter kommt. Aber sie muss das Geld aufweisen, gell? Da kommen sie schon daher. Na, dann machen wir gleich. Alles in Ordnung. Grüß Gott, Grüß Gott. Grüß Gott. So, Nele, da hören wir. Ja. Das ist mein Wunder, ne? Es freut mich. Schön, dass sie gekommen sind. Sitzt euch noch her da. Ja. Also, nachher sind wir so frei. Wirklich ist bei euch. Ja, ja, ja. Haben Sie lang fahren müssen? Nein, nein. Ich bin erst mit Tag rum weggefahren. Möchtest du nichts essen? Nein, ich mag jetzt durchaus gar nichts. Ich habe es mit Tag einen ganzen Hafer voll Spätzle gegessen. Ja, na ja, aber vielleicht wenigstens eine kleine. Hey, hast du nicht gehört, dass ich nichts mag? Also, deswegen, was wir da sind, wissen wir, dann reden wir gleich drüber. Ja, ja, der Jakob und unser Mädel, die sind ja schon ein Herz und ein Sinn. Ja, ja, Mutterle, ich mag's Mädel so mäßig gern. Ja, dann reden wir's gleich aus, was ausgeredet werden muss. Ja, ich bin schon einverstanden. Ja. Also, mein Fanny kriegt 250.000 Mark Heiratsgut. Und wenn die Mutter einmal stirbt, dann kriegt sie 80.000 Mark Muttergut. Na, nicht schlecht. Und ich gebe mein Jakeble vorläufig 200.000 Mark mit in die Ehe. Und später kriegt er ja so alles. Ja, aber beim Notar muss schriftlich gemacht werden, gell? Freile, ja. Freile, gleich morgen. Ja. Aber erst wollen wir eine Sache anschauen. Man muss doch schließlich wissen, wo man nein heiratet. Keiner will Katz im Sack kaufen. Ist das so? Nein, nein, Mädel, zuerst will ich dir mein Breitle zeigen. Nein, nein, ja, Käble. Erst schauen wir eine Sache an. Das Mädle kommt nachher dran. Alles immer schön der Reihe nach. Also Urschi, dann zeig ich, was wir haben. Wir können uns schon sehen lassen. Ist recht. Also kommt's mit. Dann schauen wir ein bisschen rum. Da geht's in die Küche. Gehen wir gleich da durch in den Stall. Also wir haben 40 Stück Viech, 28 Sei, alle Maschinen und über 50 Hennen. Das ist jetzt viel. Ja, das gefällt mir. Auf die Weise bleibt's Geld beieinander. So muss es sein. Aha. So, da bin ich wieder.
Ja, und? Haben Sie das mit Ihrer Frau schon gesprochen? Zwing was? Zwing was? Zwing dem, was wir ausgemacht haben? Haben wir was ausgemacht? Da können Sie mich jetzt gar nicht besinnen. Ach so, spekulieren Sie. Sie wollen auf einmal nicht mehr wissen, dass Sie mir die Fanny versprochen haben, wenn ich die bewussten Brief verbrenne. Nein, Herr Lehrer, da haben Sie mich falsch verstanden. Ist das vielleicht falsch zu verstehen, wenn Sie sagen, ich kriege die Fanny, wenn die ominösen Brief verschwinden? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, wenn ich jetzt beispielsweise sagen tät, beispielsweise und sagen tät, aber gesagt habe ich es nicht. Wenn Sie die Brief so voreilig verbrennen, da kann ich ja eh nichts dafür. Aus dem Loch pfeift der Wind. Ja, meint, Sie haben die Schlauheit mit dem Löffel gefressen. Aber wissen Sie, Hilger Moser, um mich reinzulegen, da müssen Sie ein bisschen früher aufstehen. Wieso? Haben wir beispielsweise was schriftlich gemacht? Das ist gar nicht notwendig. Der Riedleichner und der Selbeck sind meine Zeugen. Ja, die Leuten haben Gedächtnisschwund. Jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie Ihr Versprechen nicht sofort einlösen, dann trage ich heute noch sämtliche Briefe von der schwarzen Resi zum Pfarrer. Die verbrennten. Nix verbrennt. Ich hab die Briefe alle noch. Schau's. Da sind's. Ich hab einer nämlich von Anfang an nicht traut und darum hab ich die richtigen Brief gar nicht verbrennt. Ja, was haben Sie nachher in den Herden eingeschmissen? Lauter leere Kuverte, die man vorher beim Grammer gekauft hat. Leere Kuverte? Ja. Oh, das ist gemein. Herr Hilger Moser, es gibt noch Schlauere wie Sie. Und jetzt passen Sie auf. Ich gehe jetzt in den Garten aus und warte, bis Sie die Geschichte mit der Fanny in Ordnung gebracht haben. Und dann winken Sie mir durchs Fenster. Winken? Jetzt ist 5:45, wenn Sie mir bis um 6 noch nicht gewunken haben. Dann wink ich am Herrn Pfarrer mit den Brief da. Und ich, Hilger Moser, ich halte mein Versprechen, auch wenn nichts Schriftliches ausgemacht ist. Beispielsweise. Ganz ein gerissener Kerl, der. Jetzt sitzt sie sauber in der Mistgrund. Oh, jetzt haben wir alles angeschaut. So, hat's euch gefallen? Ich muss sagen, es ist alles gut beieinander. Und ich will jetzt mein Breitle holen. Du musst sie doch endlich kennen, aber. Ja, holen Sie es nur. Ich glaube, sie ist drum in ihrer Kammer. Ich saus. Die Hauptsache ist, dass er glücklich wird, das Bierblech. Freilich. Na, wie ist es, wollen wir die Geschichte gleich schriftlich festmachen? Was tue ich bloß mit dem da draußen im Garten? Alter, so hör doch. Ja, schriftlich will sie es machen. Ah ja. Wie viel haben Sie jetzt gesagt, dass der Bub in die Hand kriegt? 200.000 Mark. Ja, aber das ist ein bisschen wenig, wenn man denkt, wie lang es noch dauern kann, bis er das andere Sache kriegt. Wieso? Ja, no, Sie schauen ja noch recht gut aus. So schnell schlingen Sie nicht um. Und wer weiß, ob Sie nicht noch mal heiraten. Nein, das tue ich schon mein Bierblät an. Ja, und wissen Sie, Frau Schwäble, Sie dürfen nicht vergessen, meine Fanny kriegt ja zu der 250.000 noch 80.000 Mark Muttergut. Ja, aber erst, wenn die Mutter vorher gestorben ist. Und so schaut's gar nicht aus. Oh, aber ich dir dein Schwiegertöchterle. Schau sie dir gut an. Ist sie nicht ein herzlich liebes Mädel? Ja, das ist ja gar nicht unser Mädel. Das ist ja ein Riedlechner, das ist. Was? Das ist nicht euer Mädel? Na? Ja, aber ja, Käble, was heißt denn das? Ja, du liebes Hagedle, da hat er mich am Ende in die Falsch verguckt. Freut's dich vielleicht gar? Nein. Gewiss nicht. Ja, wie kannst du denn du erlauben, der Fanny eine Hochzeit wegzuschnappen? Fanny will ja gar nicht haben. Und mir gefällt er. Ach, was weißt denn du? Mach das nass, kommst du falsch Luder. Also, dann komm, Jakob. Na, der bleibt da. Nein, nein. So einfach ist die Geschichte deut, wie Sie meinen. Der Jakob soll entscheiden, was für eine er haben will. Das ist schon entschieden. Du, da wird mein Weib. Und kein anderer. Gut, dann bleibst bei dir. So reden Sie jetzt. Und der steht da und sagt nichts, mach halt das mal auf. Machst du es ja du die ganze Zeit weit nur auf. Also, nichts für ungut. Wir müssen jetzt zum Mädle seine richtigen Eltern. Ist das Ihr letztes Wort? Jetzt lass mal gut sehen. Der Bürgermeister von Scheibling braucht nicht beteln, dass jemand seine Tochter nimmt. Für die Ihrige wäre mir mein Jackeble allerweil noch zu gut.
Ui, schau sie nicht an. Der schwäbische Beißzanger. Was sich die auch für ein Gispel von einem Buben einbieten geht. Ja, es ist noch gerade gut, dass wir die Augen noch zur richtigen Zeit aufgegangen sind. Da hätten wir ja in einer netten Gesellschaft geheiratet. Kommt, Kinder, wir gehen. Wir haben da nichts mehr zum Suchen bei so würsten Leuten. Unverschämtheit. Was hat der gesagt? Würsten Leuten? Ja. Du bist der würste Drache! Schäfflifrisser! So, die werden wir los. Reg dich nicht auf, Urschi. Ach, Gott, das sollte mich nicht aufregen. Ganz Scheibling weiß, dass die Fanny eine Hochzeit hat. Wenn sie jetzt raussteht, dass sie die agiert hat und eine andere heirat, sind wir die Blamierten. Ja, nun, müssen wir jetzt schnell nach einem anderen schauen, ne? Ja. Wenn ich jetzt geschwind einen anderen bei der Hand hätte, wer sah, wer's mag, ich gebe ihm die Fanny. Ich gab sie am auf der Stelle. Bloß damit die Schwäble sehen, dass wir nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind. Ist das dein Ernst? Jawohl. Ja, und Hochzeit, da kannst du haben. Gleich auf der Stelle. Wer ist? Der Lehrer. Der hinten und vorn nichts hat. Sag dies nicht. Einen schwarzen Anzug hat er schon an. Und eine gescheite Krawattenleiche ihm. Dass du jetzt auf einmal so für einen Lehrer bist. Ja, ich meine ja bloß wegen der Blamage, nicht? Ich hör dich schon gehen. Ich meine immer, du möchtest auf die Weise zwei Fliegen auf einmal da schlagen, hä? Also das mit den Fliegen verstehe ich jetzt nicht. Nee. Aber ich hättest schon ein bisschen mehr Vertrauen zu mir haben können, Simon. Ich bin jetzt lang nur mit dir verheiratet, dass ich dich durch und durch kenne. Na, du, ich lass dich schon nicht im Stich, die. Von mir aus, wenn es nicht anders geht, die Fanny soll ihren Lehrer haben, dann ist uns alle geholfen. Ihr, mir und besonders dir. Ja, Freude. Ich kenne dich ja gleich gar nicht mehr. Und ich kenne dich jetzt gut. Ja, was tust du denn da? Rauch ein bisschen zum Fenster raus. Denkst du, warte schon draußen. Ja, du hast das haben wollen. Ja, ich? Ja, immer du. Ich habe ja nichts zu reden beim Mädel. Eine gute Ausrede ist 10 Dollar wert. Fanny, komm runter. Na, Hegermoser? Wie stehen die Aktien? Ja, nicht schlecht für Sie. Sie haben zwar nichts, aber das haben Sie sicher. Und darum sollen Sie auch die Fanny haben. Vater Jesus, na. Jetzt auf einmal? Ja, die Mutter hat sie so haben wollen. Ja, Mutter, ich kenn dich ja gleich gar nicht mehr. Ja, das muss in der Familie liegen. Der Vater kennt mich auch nicht mehr. Mal schaut's noch. Ganz runtergekommen ist er. Was glaubst du, was ich mitgemacht hab, bis ich auf den Lehrer gekommen bin? Und ich erst. 1500 Mark habe ich zahlt für einen Bräutigam. Dabei hätte ich den da ganz umsonst gekriegt. So, aber jetzt geschwind in den Kich, dass wir ein gescheites Verlobungsessen kriegen. Komm, jetzt wird nichts geschmust. Geh mit und hilf mir. Nur der Not keinen Schwung lassen. Können wir weiter, Mann. Also, ich hab mein Versprechen gehalten. Jetzt raus mit den Brief. Da. Ja, was ist denn das? Das sind ja wieder bloß lauter leere Kuverte. Na ja, die sind mir vorhin übrig geblieben. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Was verschafft uns die Ehe? Tja, hat Ihnen unser Lehrer noch nichts angedeutet? Angedeutet? Na, bezüglich... Hi. Morgen komme ich wieder. Hoffentlich. Hoffentlich warten Sie dann nicht wieder umsonst. Sie, die Zeit ist mir vor gar nicht lang geworden. Wissen Sie, was ich meinem Mütterle am Telefon sagen wollte? No? Du hast mir ein goldiges Breitle rausgesucht. Das sagen Sie wirklich? Ja, freilich, so war ich der Jakob Schwelblemann. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Morgen! Ich grüß! Ja,
Ist das so was? Das ist jetzt schnell gegangen. Der hat sich tatsächlich in dich verliebt. Ja, weil er gemeint hat, ich bin du. Nein, nein, du hast ihm schon wirklich gefallen. Meinst du? Natürlich. Ja, du, ich nehme den Schwarm auf gar keinen Fall. Den überlasse ich dir ganz ohne Neid. Das heißt, wenn du magst. Dann mögen der den vielleicht schon. Na also, na greif doch zu. Reich ist er, verliebt ist er in dich. Nett ist er auch. Du, was willst denn eigentlich noch mehr? Ganz wohl ist man nicht bei der Geschichte. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ja, ja, du, der kehrt da schon. Vierti, Fanny, ich muss jetzt holen. Vierti, Schwabenbraut. Gott sei Dank. Ich glaube, den Hochzeiter bin ich los. Aber wir kommen jetzt zu meinem Martin. Werden wir der reinste Stierkampf werden mit meinen Herren Eltern. Jesus, da kämen sie schon vom Ausschuss daher. Vater, geschwind! Vater! Ah, wo brennt's denn? Du, da schaut raus, da kämen wir schon. Keine Brotzeit am Tisch und keine Schreibzeit. Ja, die Brotzeit ist hergerichtet draußen in der Küche. Soll ich's gleich reinbringen? Na, bringst das erst nach der Sitzung. Sonst fressen's bloß und keiner redet was. So. Du hast der Schreibzeug, Vater? Ja. Und sagst der Mutter, dass uns jetzt niemand stören darf? Ja, ist recht, Vater. Herrschaftszeiten, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt horcht's bestimmt. Grüß Gott, lieber Bürgermeister. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Sie. Grüß dich, Simon. Grüß dich, bitte schön, nimm ins Platz, Herr Pfarrer. Danke. Simon, grüß dich, Gott. Grüß dich. Ja, wenn die Herren einverstanden sind, können wir gleich beginnen. Ja, jawohl, gehen wir's an. Machen wir's, ja. Jawohl, hoffentlich sind wir bald fertig, dass ich wieder zu meinem Teig heimkomme. Geh, trag uns die Ruhe nicht raus, Bäcker Datschi. Nimm dir ein Beispiel am Riedlechner, den pressiert's nie. 14 Tage steht mein Bulldog schon bei ihm in der Werkstatt. Ja, du kriegst ihn schon. Da brauchst du nicht so saut am Ohren vom Herrn Pfarrer, oder? No, er meint's ja nicht böse. Man muss auch einen Spaß verstehen, ne? Ja, das sag ich auch. Ne? Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Res? Was für ein Res? Schon gut, mein Bester. Ein lateinisches Missverständnis. Ach so, ja. Ja, ja. Also, meine Herren, es ist eine sehr peinliche Geschichte, deren wegen ich Sie hergebeten habe, nachdem Sie ja auch gewissermaßen dazu berufen sind, über das sittliche Leben in unserer Gemeinde zu wachen. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich mich in diesem Punkt auf Sie verlassen kann. Ja. Jawohl. Ja, ja. Also zur Sache. Wie mir mein Amtsbruder aus Blaubeuren schreibt, musste im Schwäbischen drüben eine gewisse Frauensperson wegen ihres lockeren Lebenswandels nach wiederholter nächtlicher Katzenmusik fluchtartig das Dorf verlassen. Na ja, die Bürger haben sie sozusagen vertrieben. Ja, das ist bloß recht und billig. Ja, mit solchen Frauenzimmern muss man kurz einen Prozess machen. Jawohl, die geben bloß ein schlechtes Beispiel. Das verjagte Frauenzimmer ist allerdings vor vielen Jahren als Mädel hier bei uns in Scheibling als Dienstmagd gewesen. Ja, und das ist für mich der Kernpunkt der ganzen Frage. Wieso? Die hat nämlich ein zusammengebundenes Päckchen Briefe zurückgelassen, die sie in der Eile ihrer überstürzten Abreise vergessen haben wird. Was sind denn das für Brief? Liebesbriefe. Allerdings vor circa 20 Jahren geschrieben. Ja, mei, die hat halt einen Schatz gehabt, ne? Oh nein, die Briefe stammen nicht nur von einem Liebhaber. Die fragliche Person muss gleichzeitig mehrere gehabt haben, wie aus dieser amorösen Korrespondenz hervorgehen soll. Ja, das soll es auch geben. So komisch finde ich das eigentlich nicht, meine Herren. Dann würde mich die Sache ja weiter nichts angehen, wenn die Briefschreiber nicht gerade aus Scheibling wären. Was? Scheibling? Hm? Ausgerechnet aus Scheibling. Mhm. Sind's alle aus Scheibling? Ja, alle. Ja, ich verstehe bloß nicht, wie man solch einen Brief liegen lassen kann. Gerade jetzt vor der Gemeinde mal. Ja, Himmel, Herr Pfarrer. Wie heißt denn das blöde Frauenzimmer? Therese Wimmer. Was? Naja, sie wurde damals, als sie hier im Dienst stand, allgemein die Schwarze Resi genannt. Ja, sowas. Die Schwarze Resi? Mhm. So. So, so, die. Aha. Sie werden mir zugeben, dass diese Briefe ein schlechtes Licht auf unseren Ort werfen. Gerade jetzt vor den Gemeindewahlen könnte daraus politisches Kapital geschlagen werden. Ich meine, wenn diese Briefe in falsche Hände geraten, ne?
Ich habe den Herrn Lehrer Fortner gebeten, er möge veranlassen, dass uns diese Briefe vom dortigen Bürgermeisteramt möglichst bald zur Einsicht übermittelt werden. Ja, das ist bereits geschehen. Ich habe in der Sache meinen Kollegen geschrieben. Der Amtsweg dauert ja viel zu lang. Das ist saudum. Wie? Männer, das ist eine saudumme Geschichte mit den Briefen. Das ist ja 20 Jahre her, aber die Geschichte ist doch schon lange groß gewachsen. Nein, nur nicht gar so leichtfertig. Wir werden auf diese Weise die schwarzen Böcke von den weißen scheiden. Ja, aber vielleicht ist ein Familienbock. Ich meine, ein Familienvater trunken, ne? Ja, aber einem Familienvater können Sie doch erst recht nicht den Schutz nehmen, ne? Aber das nicht, aber ich meine halt, jeder von uns ist ein Mensch und hat einmal eine schwache Stunde. Gewiss. Aber dem Inhalt der Briefe nach zu urteilen, scheinen die schwachen Stunden in der Mehrzahl gewesen zu sein. Ja, aber jetzt stellen Sie mir doch einmal vor, Herr Pfarrer, ich meine nur so beispielsweise, unter denen, die da so einen Brief geschrieben haben, ist auch ein angesehener Mann, der vielleicht sogar ein Amt bekleidet. Ja, wenn das rauskam, das ganze Dorf lachert sich am Buckel voll. Und die Jungen dann sagen, da schaut's ja so, die Alten selber nur Dreck am Stecken und von der Jugend einen Anstand verlangen. Den weil man nimmer, ein anderer muss her. Ja, aber lieber Hilgermoser, warum regen Sie sich denn so auf? Voll merkwürdig. Ich halte es doch für selbstverständlich, dass von den ehrenwerten, erprobten Männern unserer Gemeinde keiner unter den Briefschreibern ist. Weiß man's? Und deswegen beantrage ich, die Briefe werden ungelesen verbrennt. Nein, ja, richtig. Nein, dagegen muss ich unbedingt Einspruch erheben. Na gut, Hochwürden, wenn Sie es verantworten können, aber die Folgen kommen auf Sie. Denken Sie an das Wahlergebnis. Naja, also Schluss für heute. Ich meine, wir warten vorläufig ruhig ab, bis wir das bewusste Päckchen Brief in Händen haben. Dann prüfen wir sie und fassen danach unsere weiteren Beschlüsse. Jawohl, warte mal so. Es wird nie nichts so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist, gell? Jetzt ist es so spät, ist schon. Ich muss ja wieder zu meinem Teig. Ja, und ich in meine Werkstatt. Also, behüt sich Gott, Hilgermoser. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Für dich, Simon. Adjes, Simon. Mir pressiert's. Ja, für dich, Olli. Ja? Nix weiter sagen. Nein. Und mir haben Sie nichts mehr zum sagen, Herr Bürgermeister? Nein. Sie, auf die Brief bin ich nicht schlecht gespannt. Sie nicht auch? Naus, Sie unverschämter Federfuchser! An recht einen schönen Gruß an mein Fannerl. Sie! Wenn Sie jetzt nicht gleich abhauen, dann schmeiß er die Stinken aus. Schau, wie ganz schnell. Und gut schlupfen. Grober, Lappe, Grober. Kannst denn du nicht aufpassen? Hast du vielleicht schon wieder korcht? Freilich. Da hört man ja nette Geschichten. Die dich durchaus nichts angehen. Was da herin bei der Sitzung besprochen wird, das ist Amtsgeheimnis. Und was in den gewissen Liebesbrief drinnen steht, werden bald alle Spatzen vom Dach pfeifen. Wieso? Weil die Pfarrerskirchin die beste Freundin von der Kramerin ist. Na. Ja. Um Gottes Willen, wie schaut's denn da aus? Du hast dir die ganze Tinten aufs Sofa geschickt. Ja, steh auf! Ha. Ja, brav. Jetzt sitze ich sauber in der Tinten. Thank you.
Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob die Briefe schon da sind. Diese Unsicherheit macht mich noch ganz stocknarrisch. Machst du in dein Gesicht, wie der Henne dir einen Zipf hat? Red mich nicht so saut um, das vertrag ich nicht. Nee. Was lässt denn dein Wut an mir aus? Ich kann doch nichts dafür, dass jetzt bei uns solche Sachen aufkommen. Was heißt denn das? Ja, no, ich mein halt. Zwingst du einen Liebesbrief von der schwarzen Resi? Ach, jetzt so, das mit den Briefen, das gehört doch uns nicht so. So, na gut für dich, wenn du recht hast. Du bist jetzt da wieder raus. Ins Gewissen möchte ich da reden. Ach, ins Gewissen. Simon, tu mir den einzigen Gefallen und schau, dass wenigstens für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Gerade wo du Bürgermeister bist, nicht? Das wäre doch unangenehm, oder? Also bitteschön, schau, dass wenigstens für uns keine Blamage entsteht. Sonst kehrst du Kotz. Herrschaft, sah! Weißt du was? Aber her, das, was halt am Schlüsselloch gehört hat, meins. Mehr kann sie nicht wissen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Was wollen denn Sie schon wieder da? Oh, ich wollte bloß schauen, wie es Ihnen geht. Wie Sie Ihr Schicksal ertragen. Was ist denn für ein Schicksal? Geht ernst doch nicht so, Herr Bürgermeister. Ganz unter uns, von Ihnen sind doch da auch Briefe dabei, bei dem bewussten Backel von der schwarzen Resi. Woher wissen Sie denn das? Ja, weil Sie sich gerade verschnappt haben bei meiner Frage. Oh, Sie sind ja ein ganz raffinierter. Ja, Sie können beruhigt sein. Ich hab das schon vorher gewusst. Wie das? Na ja, aus so einem Liebesbrief geht doch auch der Briefschreiber hervor. Was? Haben Sie vielleicht die Briefe schon? Ja, gerade hat man die Post des Backel ausgehängt. Psst, nicht so laut. So, die Briefe sind da. Nein, ich glaub's nicht. Bitte. Da ist das Corpus Delicti. Also, dies sind die Briefe? Ja. Das sind die Briefe. Lehrer, zeig's mir mal die von mir sind. Nein, das darf ich nicht. Ja, bloß ein bisschen einspitzen. Vielleicht haben Sie sich täuscht. Nein, ich täusche mich nicht. Ihre Schrift kenne ich zu gut. Von einem gewissen Simon Hilgermoser sind Briefe dabei. Sehr zärtliche sogar. Und auch recht stürmische. Psst, nicht so laut, mein Alter, ich horch doch mal wie an der Tür. Also, sind Sie gescheit, Herr Lehrer? Die Malefizbriefe müssen um jeden Preis verschwinden. Sie sind gut. Ich kann doch nicht das schriftliche Sündenregister von der ganzen Dorfgeneration so mir nichts, dir nichts verschwinden lassen. Nein, bloß die meinigen. Der Herr Pfarrer hat mir ausdrücklich befohlen, die ominösen Briefe sofort bei ihm abzuliefern. Also. Ja, nun. Na, bin ich halt geliefert. Ja, Sie brauchen ja noch nicht eingetroffen sein. Sie können ja auch erst morgen oder übermorgen kommen, diese Briefe. Sieh, das ist ein guter Einfall. Na, warten wir halt noch ein paar Tage. Ja, warten wir noch ein paar Jahre. Ein paar Tage, habe ich gesagt. Das weiß ja niemand wie Sie und ich, dass das Backel schon da ist. Ja, so abgemacht. Gut. Danke, Ihnen, schön, Herr Lehrer. Ja, da werden Sie jetzt auch nichts mehr dagegen haben, dass Fannerl und ich... Ja, was fällt Ihnen denn ein? So weit sind wir zwei Feine noch lang nicht, gell? Nicht. Na, ich mein schon, lieber Schwiegerpapa. Hey, was sind denn diese Vertraulichkeiten? Ja, wer ko, der ko. Simone, geht's in Kirchen? In Andacht. So, der Herr Lehrer ist auch da. Ja, wie Sie sehen, Frau Hilgermoser? Ja, wir haben was miteinander zu reden gehabt. Wegen dem Tafel am Niederacher Forst.
die Sache hat sich aufgeklärt. Es war nicht so bös gemeint. Es ist nur gut, wenn sich immer alles aufklärt. Vielleicht können nachher Sie mir auch das aufklären, Herr Lehrer. Wieso, dass Sie sich unterstehen können, mit unserer Fanny anzubandeln? Ja, sofort. Weil ich sie narrisch gern hab. Also, das ist allerhand. Ja, und du? Hast du da gar nichts drauf zu sagen? Ja, doch. Ja, also, was redst denn da nicht? Ja, ich red ja. Also, das sag ich Ihnen, Herr Lehrer, gell? Na zu, na zu. Das lassen Sie noch gesagt sein, gell? Ja, was denn? Sie kennen mich. Ich bin kein Guter. Dass Sie es wissen, Herr Lehrer, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis kein Wasser mehr drin ist. Und wer anderen eine Grube gräbt, hat Arbeit grad genügend. Jetzt wissen Sie es, gell? Ja, jetzt weiß es. Also, der klaren Rede kurzer Sinn. Ich bin Ihnen sympathisch und als Schwiegersohn willkommen. Ja, aber... Das haben Sie doch sagen wollen, Herr Bürgermeister, oder? Spinnt der? Ja, der spinnt. Frau Higermoser, es war mir eine große Ehre und ein noch größeres Vergnügen. Über den Tag der Hochzeit, da werden wir uns schon einigen. Also, für Gott, liebe Brauteltern. Was sagt der? Ja, also, ich habe Brauteltern verstanden. Ja, ich auch. Na ja, am Ende wär's vielleicht gar nicht so gefehlt, wenn der Lehrer... Ja, was wär denn jetzt das? Ich glaub gleich gar, du wärst mit ihm einverstanden. Na, das hab ich nicht gesagt. Aber, ja, nix aber. Glaubst du, so ein Schlappschwanz warst du immer schon? Dein ganzes Leben. Aber das sag ich dir, solange ich lebe, kommt mir der Lehrer nicht als Schwiegersohn ins Haus. Das merkst du, Latil, du Dramhapperter. Schnell hat's gut, Zuchter! Wie retten die mit einem Bürgermeister? Uch, und solch ein Teufel im Haus. Nur dazu ein schlechtes Gewissen. Das haut dann zusammen wie der ärgste Hagenschauer. Papa, sollst du mir bitte in den Stall schauen? Der Stier frischt schon wieder nicht. Ja, dem geht's wie mir, dem ist auch da. Warum denn, Vater? Ja, das sag ich dir lieber nicht. Sonst hast du keinen Respekt mehr vor dem Vater. Ah. Aber das sag ich dir, Fanny. Der Herr im Haus bin ich. So? Ja. Und wenn's Mutter nicht glaubt. Na, selber schuld. Bloß der Martin vorhin mit dem Vater so lang zum Reden gehabt hat. Grüß Gott, Frau Marianne. Das ist meine Hochzeit. Ist gut. Können Sie mir nicht sagen, wo es Fräulein Fanny ist? Ja, die ist nicht da. Das tut mir aber leid. Na, warte. Ja, ich weiß aber nicht, ob es bald zurückkommt. Vielleicht kommen wir später noch mal wieder. Nein, ich habe nicht Zeit. Ich kann leicht warten. Sagt sich der Mensch daher. Sagen Sie, wartet Sie auch auf jemand? Ich? Ja. Ja, aber ich muss jetzt wieder heim. Wissen Sie, ich schaue, dass ich die Fanny finde und dann schicke ich sie nachher. Das ist aber lieb von Ihnen. Ja. Dann danke ich dir auch recht schön. Ja, sag mal, du. Du brauchst nicht erschrecken, uns kann jetzt nichts mehr passieren. Ah, jetzt weiß ich, auf wen Sie gewartet. Wer ist denn das? Gut, Martin, das ist mein zukünftiger. Warte. Ja, du, den hat meine Mutter rausgesucht. Was? Den? Na, den kläre ich auf, wer da zu dir gehört. Nur wie die zwei zusammenspinnen. Madel, du! Ja, du liebst, Herr Gittler, die zwei haben es aber los. Ach, so möchte ich es auch kennen. Hast du mich auch wirklich lieb? Ja. Schau, Madel, wenn ich die nicht krieg, bringe mich um. Nein. Der bringt sich um? Ha, da könnt ihr am Ende noch Zeige machen. Nein, nix. Ich gang raus. Ich die ominösen Briefe, meine ich. Ach, wegen den Brief. Die hab ich jetzt ganz vergessen. Die sind bereits in meinen Händen. Na. Ja, aber ich bin nach reiflicher Überlegung zu der Ansicht gekommen, dass... Dass mich ihr Inhalt eigentlich gar nichts angeht. Ja, das sag ich auch. Naja, man kann wohl annehmen, dass es sich um Christenmenschen handelt,
die Reue und guten Vorsatz getätigt haben. Ja, bestimmt, Herr Pfarrer, so ist's. Ja. Ich habe mich daher entschlossen, dieses Päckchen Briefe ungeöffnet und ungelesen dem Gemeindeoberhaupt zu überreichen. Ja, danke schön, Herr Pfarrer. Es ist aber wirklich nett von Ihnen. Ich meine, das ist edel von Ihnen. Ja, wenn ich mich recht entsinne, so lautete doch Ihr letzter Antrag, dieses Päckchen Briefe ungelesen zu verbrennen, ne? Bloß was? Wegen der Gemeindewahl. Nun ja, ich stimme Ihnen ja zu. Ja, dann müssen wir heute noch mal zum Küchenherd, Schwiegerpapa. Das machen wir später. Später mit Genuss. Was höre ich da, Schwiegerpapa? Na ja, das Mädel hat sich halt einen Studierten eingebildet. Aha, ja, ja, dann gratuliere ich. Ja, danke schön, Herr Pfarrer. Ja, wir feiern jetzt gleich Verlobung. Darf ich Sie zum Essen einladen, Herr Pfarrer? Es ist gleich soweit. Ja, gern. Das heißt, meiner Haushälterin möchte ich vorher noch Bescheid sagen, damit sie nicht umsonst auf mich wartet. Ja, das Fräulein Cordula habe ich gerade vorhin mit der Bäuerin im Hof draußen gesehen. Sie war anscheinend gerade dabei, einen lebenden Entenbraten für den Sonntag einzuhandeln. Martin, geh gleich mit dem Herrn Pfarrer raus. Vielleicht ja. Ist Fräulein Cordula noch da. Bitte schön, Herr Pfarrer. Ich freue mich. Ja. Na gut, sei Dank, jetzt ist alles aus der Welt geschafft. Na. Der Herr Pfarrer ist schon ein Brachkerl, sonst hätte er die Briefe alle gelesen. Also ich hätte bestimmt nicht gesagt. Ich bestimmt. Wir sind lieber selber nur mal hergekommen. Ja, wir essen jetzt mit dem Buben. Ja, also, da muss ich schon mit Blindheit geschlagen gewesen sein, dass ich den schwäbischen Jakob für unseren 20-jährigen Buben angeschaut habe. So, der ist nicht? Nein. Ja, wo steckt denn da unser? Nirgends. Die schwarze Resi hat gar keinen Buben gehabt. Ja, ist unser Bub ein Mädel? Nein, die schwarze Resi hat überhaupt kein Kind gehabt. Was? Was? Und wir haben 20 Jahre lang die Alimente gezahlt. Jedes Monat 80 Mark. Und ich 100. Und ich 120. Wisst ihr, was wir sind? Nein. Die drei größten Rimmviecher von Scheibling und Umgebung.
Liebesbriefe. Allerdings vor circa 20 Jahren geschrieben. Ja, mei, der hat einen Schatz gehabt, ne? Oh nein, die Briefe stammen nicht nur von einem Liebhaber. Die fragliche Person muss gleichzeitig mehrere gehabt haben, wie aus dieser amorösen Korrespondenz hervorgehen soll. Ja, das ist auch eben. So komisch finde ich das eigentlich nicht, meine Herren. Dann würde mich die Sache ja weiter nichts angehen, wenn die Briefschreiber nicht gerade aus Scheibling wären. Was? Scheibling? Hm? Ausgerechnet aus Scheibling. Mhm. Sind's alle aus Scheibling? Ja, alle. Ja, ich verstehe bloß nicht, wie man solch einen Brief liegen lassen kann. Gerade jetzt vor der Gemeinde mal. Ja, Himmel, Herr Pfarrer. Wie heißt denn das blöde Frauenzimmer? Therese Wimmer. Was? Naja, sie wurde damals, als sie hier im Dienst stand, allgemein die schwarze Resi genannt. Ja, sowas. Die schwarze Resi? Mhm. So. So sagt die. Aha. Sie werden mir zugeben, dass diese Briefe ein schlechtes Licht auf unseren Ort werfen. Gerade jetzt vor den Gemeindewahlen könnte daraus politisches Kapital geschlagen werden. Ich meine, wenn diese Briefe in falsche Hände geraten, ne? Ich habe den Herrn Lehrer Furtner gebeten, er möge veranlassen, dass uns diese Briefe vom dortigen Bürgermeisteramt möglichst bald zur Einsicht übermittelt werden. Ja, das ist bereits geschehen. Ich habe in der Sache meinen Kollegen geschrieben. Der Amtsweg dauert ja viel zu lang. Das ist saudumm. Wie? Männer, das ist eine saudumme Geschichte mit den Briefen. Das ist ja 20 Jahre her, aber die Geschichte ist doch schon lange groß gewachsen. Nein, nur nicht gar so leichtfertig. Wir werden auf diese Weise die schwarzen Böcke von den weißen scheiden. Ja, aber vielleicht ist ein Familienbock. Ich meine, ein Familienvater trunken, ne? Ja, aber einem Familienvater können Sie doch erst recht nicht den Schutz nehmen, ne? Das nicht, aber ich meine halt, jeder von uns ist ein Mensch und hat einmal eine schwache Stunde. Gewiss. Aber dem Inhalt der Briefe nach zu urteilen, scheinen die schwachen Stunden in der Mehrzahl gewesen zu sein. Ja, aber jetzt stellen Sie mir doch einmal vor, Herr Pfarrer, ich meine nur so beispielsweise, unter denen, die da so einen Brief geschrieben haben, ist auch ein angesehener Mann, der vielleicht sogar ein Amt bekleidet. Ja, wenn das rauskam, das ganze Dorf lachen sie am Buckel voll. Und die Jungen werden sagen, da schaut ihr so, die Alten selber nur Dreck am Stecken und von der Jugend einen Anstand verlangen. Den weil man nimmer, ein anderer muss her. Ja, aber lieber Hilgermoser, warum regen Sie sich denn so auf? Voll merkwürdig. Ich halte es doch für selbstverständlich, dass von den ehrenwerten, erprobten Männern unserer Gemeinde keiner unter den Briefschreibern ist. Weiß man's? Und deswegen beantrage ich, die Briefe werden ungelesen verbrennt. Nein, ja, das ist ja. Richtig. Nein, dagegen muss ich unbedingt Einspruch erheben. Na gut, Hochwürden, wenn Sie es verantworten können, aber die Folgen kommen auf Sie. Denken Sie an das Wahlergebnis. Naja, also Schluss für heute. Ich meine, wir warten vorläufig ruhig ab, bis wir das bewusste Päckchen Brief in Händen haben. Dann prüfen wir sie und fassen danach unsere weiteren Beschlüsse. Jawohl, warten wir es ab. Es wird nie nichts so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist, gell? Jetzt ist es so spät, ist schon. Ich muss ja wieder zu meinem Teig. Ja, und ich in meine Werkstatt. Also, behüt sich Gott, Hilgermoser. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Für dich, Simon. Tschüss, Simon. Mir pressiert's. Ja, für dich, alle. Ja? Nix weiter sagen. Nein. Und mir haben Sie nichts mehr zu sagen, Herr Bürgermeister? Nein. Sie, auf die Brief bin ich nicht schlecht gespannt. Sie nicht auch? Naus, Sie unverschämter Federfuchser! An recht einen schönen Gruß an mein Fannerl. Sie, wenn Sie jetzt nicht gleich abhauen, dann schmeiß er die Stinken aus! Schau, wie ganz schnell! Und gut schlupfen! Kannst denn du nicht aufpassen? Hast du vielleicht schon wieder gehorcht? Freilich, da hört man ja nette Geschichten. Die dich durchaus nichts angehen.
Was da herin bei der Sitzung besprochen wird, das ist Amtsgeheimnis. Und was in den gewissen Liebesbrief drinnen steht, werden bald alle Spatzen vom Dach pfeifen. Wieso? Weil die Pfarrerskirchin die beste Freundin von der Kramerin ist. Na. Ja. Um Gottes Willen, wie schaut's denn da aus? Du hast ja die ganze Tinten aufs Sofa geschickt. Ja, steh auf! Ha. Ja, brav. Jetzt sitze ich sauber in der Tinten. Ich weiß immer noch nicht, ob die Briefe schon da sind. Diese Unsicherheit macht mich noch ganz stubnarisch. Machst du in ein Gesicht, wie eine Henne, die einen Zipf hat? Red mich nicht so sad um, das vertrag ich nicht. Nee. Was lässt denn dein Wut an mir aus? Ich kann doch nichts dafür, dass jetzt bei uns solche Sachen aufkommen. Was heißt denn das? Ja, no, ich mein halt. Zwingst du den Liebesbrief von der schwarzen Resi? Ach, geh zu, das mit den Briefen gehört doch uns nicht so. So, na gut für dich, wenn's recht hast. Du bist jetzt da wieder raus. Ins Gewissen möchte ich da reden. Ach, ins Gewissen. Simon, tu mir den einzigen Gefallen und schau, dass wenigstens für unsere Familie keine Blamage rauskommt. Gerade wo du Bürgermeister bist, nicht? Das wäre doch unangenehm, oder? Also, bitteschön, schau, dass wenigstens für uns keine Blamage entsteht. Sonst kehrst du Kotz. Herrschaft, sah! Weißt du was? Aber geh, das, was halt am Schlüsselloch gehört hat, meins. Mehr kann sie nicht wissen. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Was wollen denn Sie schon wieder da? Oh, ich wollte bloß schauen, wie es Ihnen geht. Wie Sie Ihr Schicksal ertragen. Was ist denn für ein Schicksal? Geht ernst doch nicht so, Herr Bürgermeister. Ganz unter uns, von Ihnen sind doch da auch Briefe dabei, bei dem bewussten Backel von der schwarzen Resi. Woher wissen Sie denn das? Ja, weil Sie sich gerade verschnappt haben bei meiner Frage. Oh, Sie sind ja ein ganz raffinierter. Ja, Sie können beruhigt sein. Ich hab das schon vorher gewusst.
wie das? Naja, aus so einem Liebesbrief geht doch auch der Briefschreiber hervor. Was? Haben Sie vielleicht die Briefe schon? Ja, gerade hat man die Post des Packl ausgehängt. Psst, nicht so laut. So, so, die Briefe sind da. Na, ich glaub's nicht. Bitte. Da ist das Corpus Delicti. Also, dies sind die Briefe? Ja. Das sind die Briefe. Lehrer, zeig's mir mal die, die von mir sind. Nein, nein, das darf ich nicht. Ja, bloß ein bisschen einspitzen. Vielleicht haben Sie sich täuscht. Nein, ich täusch mich nicht. Ihre Schrift kenne ich zu gut. Von einem gewissen Simon Hilgermoser sind Briefe dabei. Sehr zärtliche sogar. Und auch recht stürmische. Psst, nicht so laut, mein Alter, ich horch doch mal wie an der Tür. Also, sind's gescheit, Herr Lehrer? Die Malefizbriefe müssen um jeden Preis verschwinden. Sie sind gut. Ich kann doch nicht das schriftliche Sündenregister von der ganzen Dorfgeneration so mir nix, dir nix verschwinden lassen. Nein, bloß die meinigen. Der Herr Pfarrer hat mir ausdrücklich befohlen, die ominösen Briefe sofort bei ihm abzuliefern. Also. Ja, nun. Na, bin ich halt geliefert. Naja, Sie brauchen ja noch nicht eingetroffen sein. Sie können ja auch erst morgen oder übermorgen kommen, diese Briefe. Sieh, das ist ein guter Einfall. Na, warten wir halt noch ein paar Tage. Ja, warten wir noch ein paar Jahre. Ein paar Tage, habe ich gesagt. Das weiß ja niemand wie Sie und ich, dass das Backel schon da ist. Ja, ist so abgemacht. Gut. Danke Ihnen, schöne Lehrer. Ja, da werden Sie jetzt auch nichts mehr dagegen haben, dass Fannerl und ich... Ja, was fällt Ihnen denn ein? So weit sind wir zwei Feine noch lang nicht, gell? Nicht. Na, ich mein schon, lieber Schwiegerpapa. Hä? Hey, was sind denn diese Vertraulichkeiten? Ja, wer ko, der ko. Simon, ich geh jetzt in Kirchen, in Andacht. So, so, der Herr Lehrer ist auch da. Ja, wie Sie sehen, Frau Hilgermoser? Ja, wir haben was miteinander zu reden gehabt, wegen dem Tafel am Niederacher Forst. Die Sache hat sich aufgeklärt, es war nicht so bös gemeint. Es ist nur gut, wenn sich immer alles aufklärt. Vielleicht können nachher Sie mir auch das aufklären, Herr Lehrer. Wie so, dass Sie sich unterstehen können, mit unserer Fanny anzubandeln? Ja, sofort, weil ich sie narrisch gern hab. Also, das ist allerhand. Ja, und du? Hast du da gar nichts drauf zu sagen? Ja, doch. Ja, also, was redst denn da nicht? Ja, ich red ja. Also, das sag ich Ihnen, Herr Lehrer, gell? Na zu, na zu. Das lassen Sie noch gesagt sein, gell? Ja, was denn? Sie kennen mich. Bin kein Guter. Das ist wissen, Herr Lehrer. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis kein Wasser mehr drin ist. Und wer anderen eine Grube gräbt, hat Arbeit grad genügend. Jetzt wissen Sie es, gell? Ja, jetzt weiß es. Also, der klaren Rede kurzer Sinn. Ich bin Ihnen sympathisch und als Schwiegersohn willkommen. Ja, aber... Das haben Sie doch sagen wollen, Herr Bürgermeister, oder? Spinnt der? Ja, der spinnt. Frau Hilgermoser, es war mir eine große Ehre und ein noch größeres Vergnügen. Über den Tag der Hochzeit, da werden wir uns schon einigen. Also, für Gott, liebe Brauteltern. Was sagt der? Ja, also, ich hab Brauteltern verstanden. Ja, ich auch. Na ja, am Ende wär's vielleicht gar nicht so gefehlt, wenn der Lehrer... Ja, was wär denn jetzt das? Ich glaub gleich gar, du wärst mit ihm einverstanden. Na, das hab ich nicht gesagt. Aber... Aber, ja, nix aber. Glaubst du, so ein Schlappschwanz warst du immer schon, dein ganzes Leben. Aber das sag ich dir, solange ich lebe, kommt mir der Lehrer nicht als Schwiegersohn ins Haus. Das merkst du, Latil, du Dramhapperter. Schnierhans, Wurzhanner, Zuchter. Wie retten die mit einem Bürgermeister? Uch, ein solcher Teufel im Haus. Nur dazu ein schlechtes Gewissen. Das haut dann zusammen wie der ärgste Hagelschauer. Vater.
Du sollst mir bitte in den Stall schauen, der Stier frisst schon wieder nicht. Ja, dem geht's wie mir, dem ist auch da. Warum denn, Vater? Ja, das sage ich dir lieber nicht. Sonst hast du keinen Respekt mehr vor dem Vater. Ah. Aber das sage ich dir, Fanny. Der Herr im Haus bin ich. So? Ja. Und wenn's Mutter nicht glaubt. Na, selber schuld. Bloß der Martin vorhin mit dem Vater so lang zum Reden gehabt hat. Grüß Gott, Frau Maria. Das ist meine Hochzeit. Grüß Gott. Können Sie mir nicht sagen, wo es Fräulein Fanny ist? Ja, die ist nicht da. Das tut mir aber leid. Ha, na, warte. Ja, ich weiß aber nicht, ob es bald zurückkommt. Vielleicht kommen wir später noch mal wieder. Nein, ich habe nicht Zeit. Ich kann leicht warten. Zockt sich der Mensch daher. Sagen Sie. Herrschaftszeiten, wo ist er denn wieder, der Malefizkataster? Ja, da ist er ja. Was ist denn, Vater? Also, Fanny, pass auf. Der Herr Pfarrer Heitzinger hat mir sagen lassen, er geht heute um 4 Uhr mit dem Lehrer Furtner und mit ein paar anderen Ausschussmitgliedern zu uns kommen. Mhm. Riecht's ein bisschen eine Brotzeit, ja. Ist recht, Vater. Aber sag, was will denn der Pfarrer bei dir? Das weiß ich nicht. Das ist irgendwas Wichtiges mit uns zu besprechen. Ne? Ist er vielleicht wieder mal dahinter gekommen, dass bei seiner jungen Haushälterin einer das Fenster probiert hat? Das geht ja mir besonders gegen den Strich. Du, geh, red nicht so despektierlich daher. Der Herr Pfarrer hat ganz recht. Mit der Moral ist nicht weit her in unserem Dorf. Mei, wenn ich da am Frühjahr denk. Aber Vater, glaubst du, dass vor 20 Jahren anders gewesen ist wie heute? Vor 20 Jahren? Wieso denn gerade vor 20 Jahren? Ich mein halt so. Verliebte Leute hat's doch immer gegeben. Gerät nicht so gescheit daher. Ich bin der Bürgermeister. Du musst für Zucht und Ordnung sorgen. Was ist denn? Fangst du flirren? Oh. Übrigens, wo ist denn Mutter? Ah, die ist geschwind zur Kramerin über. Um ein Salatöl, weißt du? Zur Kramerin. Ja, da wird's vor 2 Stunden nicht wieder zurücksehen. Du, soll ich ihr was ausrichten? Ja. Sag ihr, ich bin zum Steinbichl hinüber. Der Geometer ist da, die Grenzsteine werden nachgemessen. Ist recht, Vater. Und das lasst ihr sagen, Fanny. Die Moral ist das Fundament des Staates, an dem man nicht rütteln darf. Nie! Heute hat es wieder mit der Moral, der Vater. Das ist sein Hobby, weißt du? Servus, Fanny. Grüß dich, Martin. Kommst du schon zur Ausschusssitzung? Ausschusssitzung?
Ah, richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Wo haben Sie denn wieder Ihre Gedanken, Herr Lehrer? Bei einer gewissen Hilga Moser, Fanny. Ja, ja, das klappt, erzähl ich. Du, gehst mit in Niederacher Forst? Was? Ja, zum Schwammerl suchen. Jetzt, vor der Ausschusssitzung. Bis dahin ist noch lang Zeit. Bist du allein daheim? Ja, im Moment schon. Ja, dann bin ich so frei. Na, so was Frechs. Weißt du, wenn die jetzt wer gesehen hat? Auf der Straße ist kein Mensch. Und da herin bloß du und ich. Das ist die schönste Gelegenheit. Zu was denn? Zu einem Dutzend Bussel. Mein, du sehen darf uns ja niemand. Sonst ist gleich wieder die Moral von Scheibling in Gefahr. Na, dann weg vom Fenster. Ofenbank ist ein idealer Winkel. Was? Ein Schmuswinkel. Mahlzeit! Ui. Schon gespeist zu haben? Verzeihung. Das ist nicht schlecht, das muss ich sagen. Der Herr Lehrer Furtner und meine Fanny busseln sie ab am helllichten Tag. Ja, mein Herr Bürgermeister, wir zwei haben uns gern. Jawohl, und zwar in Ehren. In Ehren. Ja, was bilden Sie sich denn eigentlich ein, Herr Lehrer? Tja, die Hilga Moser, Fanny, das wäre ein gefundenes Fressen für Sie, gell? Aber da wird in einer Schraube sauber, bleiben Sie, Sie Schwammerl-Professor. Herr Bürgermeister, Ihre Worte sind dermaßen appetitanregend, dass ich meine Absicht, im Niederacher Forst nach Steinpilzen zu suchen, unmöglich länger hinausschieben kann. Entschuldigen Sie mich, bitte schön. Martin, bleib. Herrn! Ja, vielleicht darf ich Sie heute Abend zu einer schmackhaften Suppen, Schwammerlsuppen sogar, mit Gnödel einladen. Bei mir kocht der Chef. Servus, Fannerl. Geh, Vater. Ja, bist. Den Lehrer schlagst du aus dem Kopf. Da draus wird nie und nimmer was. Na, wer, alte Jungfer? Du, das glaube ich nicht. Ich bleib bei Martin. Und volljährig bin ich doch auch, oder? Mann, ich bin's der, vielleicht hast du's aber knapp beieinander, gell? Sitz, auf dem Lehrer spinnt's. Ausgerechnet auf den, der mal alles zu Fleiß tut. Und Schwammerlbrocken muss ja gehen. Im Niederacher Forst, wo's doch verboten ist. Und den zeig ich an, der muss einen Verweis kriegen, der. Der muss versetzt werden, der muss strafversetzt werden. Am besten nach Afrika. Was schreist denn so? Weißt du, wen ich gerade erwischt habe? Na? Unser Fanny und den Herrn Lehrer Furtner. Da hinten sind sie gehockt auf der Ofenbank und haben sie abbusselt. Ja, was fällt denn dem Marlein? Mit dem windigen Lehrer. Das ging uns gerade noch ab. Ich sag ja, gerade dir, der nicht einmal ein Verbot respektiert. Was hat er denn schon wieder gemacht? Also, ich hab doch am Eingang zum Niederacher Forst, der den Grafen Thüring gehört, ein Tafel aufstellen lassen mit der Inschrift: In diesem Forst ist das Bärensammeln und das Sammeln von Pilzen strengstens verboten. Warum? Ja, weil der Herr Graf nicht haben will, dass in seinem Wald Wildschau gemacht wird, nicht? Ja und, was hat denn da der Lehrer damit zu tun? Vorgestern sagt er zu den Kindern in der Schule, sie bräuchten sich um das Verbot nicht kümmern. Der Wald und alles, was drin wächst, wäre nicht bloß für den Herrn Grafen, sondern für alle Leute da. Das ist ja ein Revoluzer. Mhm. Und der will unsere Tochter heiraten? Ja, da wird ihm der Schnabel sauber bleiben. Ja, da müssen wir für einen anderen sorgen. Ja, aber woher so geschwind einen nehmen? Lass mich nur machen. Ja, schau, dass du einen anderen findest. Das Ruhrwert mit dem Malefiz-Dirndl, die muss jetzt unter Taum. Na, ist dieser Kreuz. Grüß Gott, Bürgermeister. Ja, du bist es, Pfeilerin. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Was schaust du denn so? Hat's was gegeben? Weiß Waris, bandelt unser Fanny mit dem Lehrer an. Aber ich mach denen schon einen Strich durch die Rechnung. Was hast du denn vor mir, Marl? Heiraten muss. Ja, das hilft gegen das rebellische Blut. Du, da sitzt dir mal her. Du hast mir doch gerade neulich gesagt, du bist jetzt einen reichen Hochzeiter. Stimmt. Aber zuerst möchte ich halt wissen, was ich krieg. Ja, was verlangst denn? Der denn, wo ich mein, der ist schwer reich. Jetzt kriegt er mal fürs Erste 200.000 Mark bar. Später, wenn seine Mutter stirbt, erbt er das Doppelte. So, so, das lässt sich hören. Also, dann meine ich, wenn du mir 2.000 Mark gibst. 2.000? Ja. Na, von mir aus abgemacht. Kannst die Geschichte gleich einfädeln? Ist schon eingefädelt. Ich hab mit ihm und seiner Mutter schon geredet. Du bist gut. Ich hab dir doch das letzte Mal noch gar keinen Auftrag gegeben. Aber mit den Augen hast du mir zublinzelt und da kennen wir schon aus. Ja, und?
Was ist nachher das für eine Hochzeit? Der Babette Schwelble, ihr Sohn. Sie haben im Schwäbischen drüben in Lauterbach eine Großkäserei. Die größte auf 10 Stunden im Umkreis. Was du nicht sagst? Ja, jeden Tag kann der Hochzeiter Angreis kommen. Er hat mir's versprochen, er kommt gleich und schaut sich Saff und Smadl an. Prima, Pfeilerin. Na, gehst jetzt mit mir in Kich, dass ich dir einen Kaffee gibt, den hast du verdient. Und die 2000 Mark dazu. Die kriegst du bei der Verlobung. Bitte, kommen Sie noch rein, Herr Doktor. Ja, es fehlt Ihnen doch hoffentlich nichts, lieber Helge Moser. Na, Gott sei Dank. Aber ich brauche Sie deswegen doch, Herr Doktor. So? Ja, zu was denn? Ja, nun, jetzt sitzen Sie noch zuerst einmal gemütlich hin. Nachher, dann trinken wir einen Schnapserl miteinander. So, Dali. Jetzt, also, Prost, Herr Doktor. Prost, Herr Mutter. Also, das, was ich Ihnen zum Sagen hätte, ist so quasi eine Lebensbeichte. Ich bin aber kein Beichtvater, lieber Helga Moser. Ja, das macht nichts. Ein guter Doktor kuriert dann jeden Schmerz. So. Ja. Ja, also, wo fehlt's denn dann? Also, jetzt passen Sie auf. Vor rund 20 Jahren ist da bei uns in Scheibling beim Deininger eine Magd im Dienst gestanden. Wimmer Teres hat sie sich geschrieben. Sie ist aus dem Schwäbischen gekommen. Im Ort hat man es halt allgemein die Schwarze Resi geheißen. Schwarze Resi? Ja, sie war ein resches Frauenzimmer, direkt zum Anbeißen. Ach ja, richtig, das erinnere ich mich freilich. Ja, die Männer waren alle ganz narrisch damals auf die. Ja, nur ich bin halt damals auch noch ein bisschen jünger gewesen wie heute. Na ja, ganze 20 Jahre. Ja, eben, wie man so sagt, im besten Alter, voller Saft und Kraft. Das glaube ich. Ja, freilich. Kurz und gut, wir haben Gefallen aneinander gefunden und nachher ist Unglück geschehen. Ah, da liegt der Hase im Pfeffer. Eure Bekanntschaft ist nicht ohne Folgen geblieben. Ja, leider. Respekt. Ja, eines schönen Tages, da habe ich aus dem Schwäbischen, da ist nämlich nie wie es soweit war, die freudige Nachricht gekriegt, dass die Schwarze Resi mit einem Buben niedergekommen ist und dass als Vater niemand anderer in Frage kommt als wie ich. So, so. Ja, nachdem ich mich von meiner ersten Überraschung erholt gehabt habe, da bin ich damals zum Herrn Pfarrer Eichbichler im Pfarrhof rüber und habe ihm die ganze Geschichte brühwarm erzählt. Ausgerechnet dem Herrn Pfarrer? Ja, irgendwem habe ich ihm mein Herz ausschütten müssen. Nicht? Und der Herr Pfarrer Eichbichler war ja ein verständiger Mann, ein kommoder Herr. Mit dem hat man schon reden können über sowas. Also. Ja, er hat mich angehört. Gelobt hat er mich nicht. Und dann hat er gesagt, es wäre nicht notwendig, dass meine Frau was davon erfahrt. So, ja, wie denn? Ja, er hat halt der Resi einen trostreichen Brief geschrieben und dann hat er alle Monate für mich die Alimenten geschickt. Was? Doch nicht aus der Armenkasse? Nein, zahlen habe ich schon selber müssen. So. Aber er hat es halt für mich auf Post gebracht, weil es ja aufgefallen war, wenn ich selber, Sie verstehen mich schon. Ja, ja, natürlich, freilich. Ja, sagen Sie mal, und Ihre Frau, die hat nie was von der ganzen Geschichte erfahren? Na, nein, Dankeschön. Ich hätte ja keine ruhige Stunde mehr gehabt in dem Haus. Sie hat heute noch keine Ahnung. Nur gut, dass Sie einen Pfarrer gehabt haben. Ja, schade, dass er vor einem Vierteljahr gestorben ist. Tja, leider. Ja, wer bringt jetzt mein Geld auf die Post? Ja, zahlen Sie denn für einen 20-Jährigen immer noch? Ja, wenn's mir doch geschrieben hat, dass der Bub studiert. Auf geistlich. Muss ich doch. Jetzt geht mir ein Licht auf. Soll ich es als Zahlmeister für Sie einspringen? Ja, Herr Doktor, zu Ihnen hätte ich das Vertrauen. So. Ja. Psst, gehst gleich hinten aus, gell? Ja, der Herr Doktor ist da. Grüß Gott, Bayern. Grüß Ihnen gut, Herr Doktor. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, der Herr Doktor hat einmal reingeschaut, ob wir alle gesund sind. Soll ich vorbeigehen, Stippvisit, gell? Ihr Mann hat mich rufen lassen, weil ihn was gedrückt hat. Jesus, na, druckt hat dich was. Du hast mir ja gar nichts gesagt davon. Am Ende ist gereicht davon heute Mittag. Na, das glaube ich weniger. Also, das, was ihm im Magen liegt, das ist schon ein bisschen älter.
Nur vielleicht wäre Kamillentee gut. Nein, nein, nix da. Der Herr Doktor weiß schon, was er zu machen hat. Natürlich weiß ich das. Also, wir halten es dann so, wie wir es besprochen haben. Ich komme noch zu Ihnen rüber. Wegen einem Pulver. Was für Pulver? Hab ich Pulver gesagt? Ja. Ja, wegen dem Pulver, was mir der Herr Doktor für meinen Druck im Magen verschrieben hat. Ja, man muss ja was tun für Gesundheit, gell? Sehr ja. vernünftig, Herr Moser. Ja. Ausgezeichnet. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Meine anderen Patienten warten nämlich schon. Ja. Also dann. Grüß Gott, Bernhard. Für Gott, Herr Doktor. Ja. Und Dankeschön fürs Reinschauen, Herr Doktor. Fühlt sich noch gut. Ich komm noch gleich. Ist ein netter Herr, gell? Ja, das ist er. Was hat er dir denn für deine Schmerzen verordnet? Ah, nichts Besonderes. Ich darf essen und trinken, was ich mag. Ein Schnaps auch? Ja, der Schnaps ist gerade gut. Aber nicht rauchen, gell? Jo, rauchen, was ich mag. Bloß nicht ärgern. Ist alles nervös. So. Na, jetzt brauchst du dich auch nicht ärgern. Ich hab nämlich eine angenehme Nachricht für dich. So. Ich habe einen Hochzeiter für Fanny. Ja, woher denn so geschwind? Das tut nichts zur Sache. Die Hauptsache, er hat ein Geld. Aus dem Schwäbischen ist er. So, so. Seine Mutter hat eine Großkäserei. Oh, das lässt sich hören, ja. Das glaube ich. Und jetzt werde ich leider Fanny sagen, damit sie weiß, wer es dran ist. Ja. Fanny, ja. Geh mal rein da in den Stumm. Was ist denn, Mutter? Lass Dirndl, Miserablix. Miserablix. Was habt's denn? Der Vater hat mir schon gesagt, was du für eine bist. Wer ich bist? Was? Eine heimliche Liebschaft hast mit dem Lehrer, der wo dein Vater alles zu Fleiß tut. Der Herr Lehrer, der hat er doch noch doch, nie. Doch, der Lehrer ist schuld, wenn ich mich langsam zu Tod sauf. Ärger. Ja, ja, gerade war der Doktor bei deinem Vater. So weit ist schon mit mir. Ja, wo fällst du denn, Vater? Ja, überall. Der Galle und die Leber und. Weil mich so viel ärgern muss. Fanny. Ich sag, dass die Liebschaft mit dem Lehrer hört sofort auf. Nein, die hört nicht auf. Deine Tochter. Ja, die deine vielleicht nicht. Ja, hoffentlich ist es. Aber ich muss jetzt ein bisschen nass an frische Luft. Der Rinder trifft mich nur der Schlag. So, komm, Madl, da sitzt ihr mal was her. Was hast du denn? Jetzt reden wir zwei noch ein Wörtel miteinander. Nur eins. Jawohl. Also, Fanny, du bist jetzt 27 Jahre alt, kannst also wirklich schon ans Heiraten denken. Na also, das will ich ja. Ja, aber nicht an Lehrer. Sondern einen, der deine Eltern passt. Ja, und einen solchen habe ich dir rausgesucht. Was? Ja, wen denn? Na, er kommt die Tag zu uns nach Scheibling. Also keinen hiesigen? Nein, keinen hiesigen. Dein zukünftiger ist aus Schwaben. Tch, wenn er mir dann nicht gefällt? Er wird dir schon gefallen. Und wenn er dir nicht gefällt, heiratst du ihn erst recht. Das wären nämlich die besten Ehen, verstehst? Rotznasen, schnappig. So was, ich lass mir doch im 20. Jahrhundert meinen Mann nicht von der Mutter raussuchen. Ich mag einen Martin und er mag mich. Und wir zwei, wir kommen zusammen. Und wenn es alles reißt. Fanny, da bist du ja. Ja. Was ist denn mit dir? Warum schaust du so kariert? Du, mit Martin soll es aus sein. Yes, das ist die Geschichte rausgekommen. Mhm. Vielleicht wird's da noch was. Das wird nichts mehr, wenn die schon einen anderen haben. Was? Du stell dir vor, meine Mutter hat man rausgesucht. Er ist ein Schwab. Das ist auch kein Verbrechen. Na. Ist die Bayerin nicht da? Nein. Warum denn? Ah, ein junger Mann möchte zu ihr. Wer? Ja, das ist kein Hiesiger. Jakob Schwelbli heißt er. Und der sprach nach, ist ein Schwab. Du, das ist er. Ja. Er will sich Sach und das Mädli anschauen, hat er gesagt. Na ja, dann sag ich, dass er da herin wart. Um Gottes Willen, mei, was tun wir denn jetzt? Anschauen! Du weißt was? Wir tauschen einfach die Rollen. Du bist die Fanny und ich Marian. Geh zu, das geht doch nicht. Ach geh, warum denn nicht? Da geht er wenigstens nicht gleich auf mich los. Ja, aber auf mich meinst du. Obwohl, gespannt bin ich schon auf den Schwamm. Psst. Das ist ein gut, Mädler. Grüß Gott, Herr Schwab. Ist gut. Ist gut. Der Renner soll warten, Herr Kaiser. Welche von euch zwei ist jetzt, Fräulein Fanny? Die, dies. Wissen Sie, ich bin Ihr Freundin, Marian.
So, so. Wollen Sie sich nicht setzen? Hallo? Da bin ich halt so frei. Ihre Frau Mutter ist nicht da. Meine Mutter? Nein, die ist nicht da. Ja, wird sie lange ausbleiben? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ja, ja. Ein rechter Netzdörfel ist das, Scheibling. Ja. Ich soll Ihnen übrigens auch viele Grüße von meinem Mütterle ausrichten. Dankeschön. Sie wäre gern mitgekommen, aber es ist leider aus gewissen Gründen nicht möglich gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Das wissen Sie schon, dass mir eine große Käserei hält. So? Ja. Haben Sie was gesagt? Nein, im Augenblick nicht. Aber ich tät schon gern schwätzen. Ja. Was denn? Ha, dass Sie ein rechter Netz Liebesmädel sind. So. Okay, meine Freundin, die ist richtig hübsch. Ah, ist gewiss. Hallo, ich meine, Sie sind auch recht hübsch, oh. Aber du da gefällt mir noch besser. Ja, Heidi, Flächle, wissen Sie, dass Sie genauso aussehen, wie ich Sie mir vorgestellt habe in meinem Geist? Nicht möglich. Doch, akkurat so, sondern die Eigler haben wir so vorgestellt. So lieb und so treu. Also, meine Freundin, die gefällt einer. Ah, und ob? Sie gefallen mir sogar so mäßig. Sie gefallen mir auch nicht schlecht. Ja, alles ist gut. Oh, Lele, jetzt kann ich aber beim besten Willen nicht mehr länger warten. Ich habe nämlich mit meinem Mütterle ausgemacht, dass sie mir heute noch im Roten Ochsen anruft. Damit sie was erfährt, gell, jetzt? Wissen Sie, im Ochsen logier ich. Aha. Ja. Aber jetzt lebt wohl ihr zwei.